Im Bett. Oh, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen ersten Advent. Ich weiß gar nicht. Das ist auf jeden Fall, wir haben damals im Kindergarten, ich erinnere mich ja auch, immer so dieses Advent, diese Advent, ja. Die haben wir immer gesungen. Das war immer, das mochte ich damals. Ja, es ist ja auch nicht mit nichts Negatives verbunden. Nee, Es also ich mochte hat das Ding. was Schönes. Und allgemein, also Leute, ich bin mit Türken aufgewachsen. Ich war jeden Tag mit ihnen. Und die haben auch an den Islam geglaubt, aber ich wurde nie in etwas erzogen. Ich wurde so akzeptiert. Natürlich gab es gewisse Dinge nicht zu essen dort und mich hat das überhaupt nicht gestört. Allgemein, ich esse sowieso höchstens einmal in der Woche Fleisch. Meine Kinder auch, aber es war nichts Falsches, es war nichts Schlechtes. Und sie ist heute noch meine Lieblingstante, weil sie hat fast 10 Jahre zu mir geschaut und ich liebe sie über alles. Also, ich sage, gewisse Menschen, die hier verletzen und schlecht sprechen, oder gewisse Menschen, die in deinem Leben sind und einen anderen Glauben haben, auch mein bester Freund, der ist, So sah ich übrigens früher aus. Da war ich noch Soldat. ganz anders, ja. Mein bester Ganz. Freund ist Ja. Türke. Mit mir seit dem 5. Lebensjahr befreundet. Und wir sind immer noch beste Freunde. Der ist an meine Hochzeit Schön. gekommen und alles. Und ja, es gibt's. Sehr selten, aber es gibt's. Sehr selten. Sehr selten. Ich weiß das. Aber es gibt's. Ja. Also, letztendlich sind wir alle auch nur Menschen. Egal wer. Ja, das ist so. So. Ich suche gerade irgendwelche Bilder durch hier. Aber Sucuk, was ich rede, komm doch rein. Dann reden wir zusammen. Sorry, Leute, vorhin, aber ich musste, sorry für vorhin, aber ich musste so antworten, weil das ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Ne? Die haben auch weitergemacht im Chat, beleidigt und so. Ich verstehe nicht, warum Leute sich nicht einfach normal unterhalten können. Einfach, ich verstehe nicht. Ich beleidige sonst nicht, aber das musste sein, glaube ich. Es musste sein. Damit die wissen, dass beleidigen, wir können auch Kannst du beleidigen. jetzt lesen, Babu, was Cosimo schreibt? Er hat mich zwar nicht beleidigt, aber das geht schon den ganzen Abend so. Siehst du jetzt? Er sagt der Realitätsverweigerin oder naiv. Warum Ja, passiert das? Was es hat sie ist ja gesagt? keine Beleidigung, es ist ja nichts Schlimmes, aber Warum, was meinst du, warum naiv? ich Aber verstehe es Menschen, die auch Menschen erdenken. Menschen denken, jeder Mensch denkt anders. Und wir müssen die Denkweise von jedem respektieren. Ich finde nicht, dass sie naiv ist. Sie sagt ihre Meinung immer, die ist nett, freundlich. Weil ich habe nichts von ihr gesehen. Wirklich nicht. erstmal Ey, guten Pan, ich bin Morgen, guten Gottes Morgen. Segen. Bist du Wie gerade geht's wach? euch? Nein, Oh, nein, ich Pan bin die Sebrang. ganze Zeit wach. Ich Abu habe euch ja Sucuk was ist ein gegeben. Moslem, der ist nicht. Abu Sucuk ist nicht Christ, der ist Moslem. Hol mal den hoch. Hol mal diese Abu Sucuk hoch, Babu. Der war vorhin bei Der mir hat im wahrscheinlich Stream. 2 Follower. Was hat der? 1900. Komm hoch, Abu Sucuk. Komm hoch. Okay, ich Ich rede etwa. gar nicht mit Abu Sucuk. Keine Der Angst, war ich rede nämlich nicht vorhin mit bei mir im Stream, keine Ahnung was mit euch war, und er wollte über dich reden. Und ich habe gesagt, du redest nicht, wenn Babu nicht da ist, ihr klärt das untereinander, ja? Weil ich mag das nicht, wenn einer über den anderen lästert und die Person ist nicht da, mache ich nicht mit. Mich Komm hoch, stört Babu gar nicht, Sucuk. was die sagen. Die können wählen, wie sie wollen. Okay, Sucuk, bist du Egal. Babu, ja. erzähl mal aus deiner Kindheit, so mit deiner Mutter und so, erzähl mal. Wie, was soll ich erzählen? Ja, so wie das so gelaufen ist, weil der Feind, der Unmensch, der Araber und du als gebildeter Mensch. Und du kennst ja, wahrscheinlich kannst du auch noch wahrsagen, weil du ja genau weißt, wer ich bin, was ich für eine Meinung habe. Was machst du dir überhaupt an, so meine Mutter in deinen Mund zu nehmen,
Und auf Ich meine habe gar Mutter nicht über stehen deine und Mutter hör mir geredet. zu, hör mir zu. Ich habe dich gar nicht gemeint. Ich habe gemeint, die Leute, die hier oben waren. Was habe ich Ich mit rede dir? davor, wo ich oben war, was da Habe ich gar geredet hat. nicht. Wahrscheinlich steh ich drauf, dass sie was mit meiner Mutter machen. Der hat, nein, 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 das habe ich gar nicht gesagt. Du bist hier gekommen, du hast gesagt, ich soll nicht reden. Du kannst besser Deutsch wie ich. Das ist deine Muttersprache. Ich soll nicht reden über was weiß ich. Warum sagst du überhaupt sowas? Ich weiß gar nicht mehr, was du geredet hast, Mann. Worum geht es jetzt? Erklär uns bitte. Ganz in Ruhe, ja? Entstimm dich und erklär uns, was du sagen willst. Also, Also, der will nicht reden, ne, der will nur melden, ich schicke ihn runter. Weil, wenn man hier oben ist, kann man, ne, du weißt. Ja, ich Alhamdulillah. glaube auch, Gott, dass wir den Islam verteidigt, ist naiv. Aber das ist ja auch halt Sichtweise. Jeder hat seine Sichtweise. Ja, genau, Ahmed, raus. Mit solchen Menschen rede ich nicht. Ich hatte gar nicht zu reden. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht über seine Mutter geredet. Ich habe gar nicht. Und dann sagt er, ich soll über meine Mutter erzählen und meine Kindheit. Ich verstehe nicht. Ist das das Thema? Was hat das damit zu tun? Ja, ich habe auch keine Ahnung. Der war auf jeden Fall vorhin bei mir und hat Auf gemeint, dass irgendwelche irgendwas. Substanzen hat er wahrscheinlich zu sich genommen. Keine Ahnung, was er zu sich genommen hat. Keine Ahnung, weil das Ja, Wochenende. dass irgendwas erzählt worden ist über Mutter und über Kindheit und keine Ahnung. Ich habe direkt gesagt, ich so, hier, Punkt jetzt, reicht jetzt. Ja, ich möchte nicht, dass irgendjemand über den anderen redet bei mir im Stream. Ich mache das immer so, egal wer das ist, weißt du. Ich lasse nicht über irgendjemanden reden bei mir. Wenn jemand was zu sagen hat, dann muss er das vor dieser Person machen und das mit ihr direkt klären und nicht einfach über irgendjemanden reden. Bei mir spielt das keine Rolle, ob das Moslem ist, ob das Christ ist, Atheist oder so. Hörst du, Bruder, Interessiert ich weiß nicht mal, worüber er geredet, aber der hat nur Müll geredet. Wir haben gesprochen über die Probleme, die hier waren. Es war bevor Fermi kam, nachts vorhin. Und dann haben wir gesagt, es gibt Probleme, es gibt Sachen, die vorher nicht gab. Und dann, das hat ihm nicht gepasst. Und dann kam er hoch und sagt, ich bin Christ, aber ich bin für den Islam und ich bin für das. Und das hat alles nicht zusammengepasst, verstehst du? wie der Und ist. dann, nein. Oh. Ja, der ist ja Also Christ, also Leute, sorry, ich bin. Abu Sujuch ist Christ, ja, so ist das nicht. Und der ist jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, für den Islam, aber er ist halt auch liberal, weißt du, er sagt, lasst, Jani, wir müssen nicht so extrem sein in manchen Sachen, die wir tun. Das ist so seine Meinung, aber er ist halt Christ. Aber Sujuch, komm bitte nochmal hoch und rede bitte ruhig und normal, Nein, ja, nein, lass man die uns. werden nur den Stream Dings gefährden, Bruder. Ich weiß, was sie machen. Okay. Ich werde dir Ja gut, sagen, was er der will gesagt das hat. nicht. Jetzt Dann weißt kommt du, was du morgen, gesagt hast. kommt Guck heute mal, wir haben Abend, gesagt. kommt später bei mir in den Stream, klärt das dort. Was gesagt wurde, jetzt weißt du wieder. Wir haben gesprochen über die. Nein, der meinte, das, was die Ukraine gemacht haben, die sind schlimmer wie die Muslime, die gekommen sind im 2015. Ich habe gesagt, was? Du weißt nicht, was in Köln passiert ist? Waren das Ukraine? Wir haben nicht mal gemerkt, dass die Ukraine reingekommen sind. Außerdem, Ukraine sind nur Frauen und Kinder gekommen und nicht erwachsene Männer und haben ihre Frauen dort gelassen. Das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Stimmt das oder stimmt das nicht? Und dass die auch gleich behandelt werden wie alle anderen. Genau wie die Araber oder Muslime, die in 2015 gekommen sind, genau wie die Ukraine. Nur, dass wir von den Ukrainern nichts gehört haben. Wir haben keine Unruhen gemacht. Wir haben nicht mal gemerkt, dass sie mit uns leben seit 2 Jahren. Aber Babu, das war ganz am Anfang. Ich bin ja schon Ja. fast 4 Stunden hier. Richtig, Mikro. Und Abu Sujuk war ja auch oben. In diesen letzten 4 Stunden, 5 Stunden hast du nicht darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, weil du hast nichts erwähnt, vor allem keine Das sind einfach Mütter oder. Beobachtungen. Lüge ich? Ich lüge nicht, Mann. Es gibt keine Messerstecherei bei den Ukrainern. Es gibt keine Hunderte, die gegen Hunderte sich streiten in einen Unterkunft. Ne? Es gibt Ja, keine das relativ Ukrainer, schwer. die Oder? Frauen vergewaltigen. Also es gibt keine Also. ukrainische Gruppenvergewaltigungen. Es gibt sowas nicht. Also hör auf. Hör auf zu behaupten, dass ich weiß nicht, der ist nicht Christ, der verarscht euch. Hört auf, der ist nicht Christ. Doch, der ist Christ, der ist Christ. Ich kenne den schon lange. Ich kenne den schon lange. Der ist Christ, alles gut. Also Cosinus war auch da, viele Freunde waren da. Ihr kennt mich. Ich unterhalte mich sonst immer freundlich mit den Menschen, außer die provozieren, die machen es extra. Und trotzdem beleidige ich mich sehr selten, sehr, sehr selten, außer wenn ich weiß, die Person will das wirklich hören. Fahmi, wie geht's dir? Alhamdulillah, mir geht's gut. Und Was war dir? vorhin? Danke, danke, mir geht's gut, danke dem Herrn. Was war vorhin los Dank dem Herrn. Halleluja. mit dieser Diplom? Ja, alles gut.
Spanischer, wir haben nur über Blondinen diskutiert, nichts anderes. Nein, er meinte was anderes. Nein, der war ein anderes Stream. Der war ein anderes Stream. Aha, ein anderes Stream. Ich hör immer von draußen, sorry, immer so ein bisschen zu, weißt du. Ja, ist alles gut. Wie soll ich das sagen? Also, es ging darum, dass man mir vorgeworfen hat, von einer unbedeutenden Seite, dass ich kein islamologisches Studium hatte und man oder habe, und man verlangt Diplome, und ich habe halt gesagt, pass mal auf, ich schicke sowas nicht jedem, ihr könnt mir gerne eine E-Mail schicken mit echten Namen, hier sind ja nur Synonyme drin und irgendwelche Tastaturrambus. Okay, Tastaturrambus habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, aber es ging halt darum, dass keiner mit dem Klarnamen ist, sondern nur ich. Und ich würde da ungern dort irgendwie was hinschicken. Das mache ich auch nicht mit meinem Ingenieurstitel. Also das ist das. Und ja, ich habe gelernt und ich habe auch Moscheen gegründet und ich war auch Imam dort. Aber das ist aber unabhängig von einem islamologischen Studium. Das habe ich definitiv. Aber mir ist es Wurst, wer das irgendwie in Zweifel stellt, dann ist das so. Und dann muss er mitleben, ich nicht. So ist das. Also, darum ging es letztendlich. Kurze Version. Alles gut. Ja, ich habe das nur so ein bisschen kurz gehört und dann bin ich auch, also ich war jetzt nicht in dem Stream direkt drin. Ja. Femi, kann ich dir eine Frage stellen? Ja, schieß los, warum nicht? Ja, klar. Du Locke, du. Ja, das hat der Roy benutzt das sehr gerne. Der ist Spaß. Alles gut. Wer benutzt das? Der Roy. Ah, nee, alles gut. Der hat mich einmal sehr persönlich sehr beleidigt, aber dann. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. So, ich sag das als Expressese. Deshalb sag ich, ja, du Locke, weil du der Frisur gezeigt hast. Nee, ich wollte dich nur fragen zu dieses religiöse Studium. Wie lange dauert das? Also es gibt tatsächlich sogar Bachelor- und Masterstudiengänge mittlerweile dort. Also, und man muss nicht immer in Saudi-Arabien studieren oder sowas. Mhm. Kann es auch hier machen, man kann es aber auch in Fes, man kann es. Das weiß ich, das weiß ich von guten Bekannten, aber wie lange dauert das ungefähr? Ja, das kommt jetzt auch drauf an. Ne? Also normalerweise, jetzt ist natürlich die Fachrichtung, ob du in Richtung Hadith oder Scharia gehen möchtest, es ist immer grundsätzlich 3 und 5 Jahre. Okay. Ja. Und die Hodjas, die studieren das auch oder nicht? Ja, die Hodjas verbinde ich immer mit türkischen Imamen. Die gehen ja von Anfang an auf einen. Nicht die türkischen, also allgemein die. Ach so, die Imamen. Ja, weil da muss man auch aufpassen. Es gibt nämlich, was heißt aufpassen? Also es gibt den Begriff Hodja im Arabischen und das ist der Übergelehrte. Das ist der mega. Also der ist geprüft worden, kennt Koran auswendig und der kennt, ich weiß nicht, 250.000 Hadith auswendig. Das ist eigentlich der höchste Titel. Und die Türken benutzen den eigentlich, um einfach einen Imam in einer Moschee. Und die haben ja da. Also ich spreche nicht von den Türken, ich spreche einfach im Allgemeinen, weil das sind keine also, Türken. Um jetzt zum Beispiel Imam zu werden. Informier mich, also ich. Yeah. Du kannst mir das jetzt beibringen. Ja, das ist, also da gibt es verschiedene Abstufungen. Also wenn man jetzt einfach Imam werden möchte und auch diese Ausbildung durchlaufen will, dann gibt es da natürlich die, da muss man in sogenannten Fiqh heißt das wirklich, man muss in verschiedenen Themengebieten ausgebildet werden. Es muss auch nicht unbedingt zwingend eine Universität aufgesucht werden, aber es sollte zumindest bei Gelehrten, die akkreditiert sind, dir eine Auszeichnung zu geben.
Bitte? Okay, aber sind jetzt Imane und Hodjas, ist das das Gleiche oder nicht? Am Ende, ja. Also der Vorbeter, Imane, ja. ja, genau, der Vorbeter, der muss schon aus dem FF Freitagspredigten schreiben können oder Aber ist mindestens. das das Gleiche wie Hodja? Das ist meine Frage. Ja, auf jeden Fall, also die meisten würden sagen ja, auf jeden Fall. Weil ich habe zwei sehr gute Bekannte, die sind beide Hodja. Ja, das heißt, die. Deshalb frage ich dich. Ja, weil das kommt drauf an jetzt auch wieder. Es kann auch sein, dass jemand einfach nur eine Pilgerfahrt nach Mekka gemacht hat und dann ist er auch Hodja. Nee. Also, die Nein. sind wirklich in die Schule gegangen. Aber dann ist er doch, dann ist er dann Hodja oder Haji? Ja, die türkische Aussprache ist dort Hodja, soweit ich weiß. Ja, so Hodja, schau mal, ich bin ja Also so ich einmal. weiß, es gibt hier, also ich habe einen guten Freund, der hat es ja auch gemacht, ja. Ah Der ja, Bektasch okay. und Öchti Bessani, Bessani. Und die nennen den aber hier auch Haji, ja, also Haji Bektasch. Weißt du? Deswegen, Leute, sorry, also. ist ja eigentlich ein Unterschied, weil ein Hodja ist ja jemand, der ja predigt in der Moschee, soweit ich weiß. Ja, Apanisch, aber diese beiden predigen, das sind gute Bekannte und diese beiden predigen auf Arabisch, aber ich habe mich speziell mit ihnen, mit dem Glauben auseinandergesetzt und beide haben gesagt, so in dem Sinn, Jesus kommt zurück. Und der wird uns erretten. Und ich habe hier im TikTok gehört, erst irgendein Mehdi wird noch kommen, Mehdi. Aber von ihnen zweien habe ich nur gehört, sie haben gesagt, Isa kommt zurück. Natürlich haben sie das gesagt, Isa kommt zurück, aber ich habe nichts anderes gehört, bis ich hier im TikTok gelandet bin. Ja, aber islamische Lehre ist ja, dass also Isa und Imam Mahdi zurückkommen. Das ist ja islamische Lehre. Also nicht nur Isa, Ja, sondern sie auch Imam haben Mahdi. das nicht, sie haben das Und vermutlich Imam nicht Mahdi erwähnt. ist ja, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, ich habe das vor kurzem gehört, ich habe das selber jetzt noch nicht geprüft und gelesen, aber irgendwie, der soll ja irgendwie am Schlafen sein unter der Erde seit so und so viel 1000 Jahre und dann an den Tag. Aber der Fermi kann ja, denke ich, mal mehr dazu sagen. الله يرزقكم يا أخواني يبارك فيكم يا رب بارك الله في الجميع شكرا لكم أخواني أخي معليش أفتح فيديو على الأطفال Sie können kein Video فيديو ausmachen. Kein Video. ja genau, hätte sie eigentlich jetzt sagen können, dass sie Video nicht anmachen soll, hätte sie kurz oben lassen können. Keine Ahnung. Vielleicht Verstehst du mich noch? hol die noch mal hoch, lass die mal oben. Die sollen ein bisschen Spenden sammeln, wenn die Leute spenden wollen. Aber Video Lieber soll sie keine nicht Video. anmachen mit Kindern. Ja, kein Nein, Video, kein Video. sag. Okay, barakallah fiik. Auf die Allah khalik Video Latschaliu تفرج الأطفال بده يسكروا اللايف علينا لا تمام تفرجي يا فيه تمام تمام بس خليني معك تمام انت ضلي هيك حبيبتي سوا وعملي حالك ميوت وضلي هون ما انا في عم مشكلة بقعد حق الطعام الله يبارك فيك الله يبارك يا حبيبتي ان شاء الله Leute, wer spenden will, sollte ja spenden. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Schwester von irgendeinem Ort, wo es schwierig ist. Also es wäre gut zu helfen, egal welche Religion. Wie gesagt, Leiden ist Leiden. Man sollte wirklich helfen, wenn man kann. Ne? Soll ich diese Abo wegmachen, Leute? Ich werde ihn stummen, wenn er weitermacht. Nee, ist okay. Er hat ja niemanden direkt beleidigt. Aber es wird auch, ja, mal, das fern, ja, mal. Nicht aber so, Wie gesagt, meinst du diesen Abuton? der Fermi kann dir vielleicht mehr sagen dazu. Ja, Auf die deshalb habe ich gefragt. Schiele Tfar, Allah khalike, an und Fajr Tfar, bitte nazilki hon, sahab al-Host, sahab al-Live. Alter, ich kann schon kein Arabisch mehr. Meine Fresse. Aber Femi, ist das nicht auch ein bisschen gegen den Glauben? Also, das wurde ja nirgends geschrieben, aber wenn man dann hier online kommt, man kann sich ja verdecken, aber
Wenn man die Aufmerksamkeit sucht, ist das nicht auch eine Sünde? Ganz ehrlich jetzt. Eine ehrliche Frage, bitte eine ehrliche Antwort. Würde ich sagen, guten Morgen. Hallo. Ich sehe erst mal zu. Hallo. Fermi, man hört dich nicht, falls du redest. Ach, man hört mich nicht, Subhanallah. Nee, nee, nichts. Gemerkt, ach krass, weil mein Also Mikrofon nach war meiner nicht. Frage war nichts. Nein, nein, ich wollte gerade so loslegen, aber jetzt ist natürlich die Frage, wo wir anfangen, weil du hattest gesagt, sich aufdringen oder was hast du gesagt, ne? Nee, nee, ich habe dich gefragt, natürlich, man sollte sich nicht zeigen und so weiter. Aber und es wurde ja nie erwähnt, so zeig dich nicht im TikTok, das ist ja logisch, oder? Auch in unserem Glauben nicht. Aber ist das vielleicht, Gabriel Chwala, Ljubimta, ist das vielleicht nicht auch nicht ganz richtig, wenn man das tut? Verstehst du, was Also ich du meine? meinst, es geht um die Verhüllung oder die Kleidervorschrift oder Es geht nicht darum, sondern es geht ja allgemein im islamischen Glauben um Aufmerksamkeit als Frau zu erregen, oder? Ja, also, weißt du, ich bin der Meinung, dass die Gesellschaft, in der wir jetzt sind, eine ganz andere Gesellschaft ist als die, die vor tausenden Jahren ist. Und heutzutage ist die Frau fester Bestandteil der Gesellschaft, gestaltet sie mit ihren Kreativität und ihren Ideen und alles. Ja, aber okay, Femi, dann ich nenne dir ein anderes Beispiel. Ja, Zum Beispiel die Frauen, die ein Kopftuch tragen, aber sich schminken wie, sorry, wenn ich das so sagen muss, wie Hoes. Findest du das richtig oder nicht? Ich finde es nicht richtig, aber. Was ist denn das Ziel vom Kopftuch? Also folgendes: Es gibt eine ganz klare Kleiderordnung, wenn man sich in gottesdienstlicher Handlung bewegt. Wenn man jetzt zum Beispiel zu Gott betet und das Gebet einleitet, muss man natürlich, muss der Mann als auch die Frau eine Kleidervorschrift einhalten. Ja, und im Großen und Ganzen ist das jetzt, wenn ich jetzt hier als Mann das beschreibe, fände ich es, ich sage jetzt mal, ein bisschen schwieriger zu beschreiben, als wenn eine muslimische Schwester das beschreibt. Aber es gibt nee, nee, natürlich nee, ganz Phasen. einfach, ganz einfach. Schau mal, das Ziel des Kopftuchs ist ja, die Haare zu verdecken. Warum? Ja, das warum? Das wollte ich Ziel ist drauf ja hinaus. nicht zu provozieren, nicht ein Reiz, oder? Zu Also, ja, aber weißt du, ich finde, es gibt da natürlich auch Ahadith darüber, ich weiß, die finden kaum Erwähnung statt, wo es zu einer Situation kam, wo eine leicht bedeckte Frau gesehen wurde. Und zwar in Anwesenheit von dem Propheten als auch seinen Gefährten Muad ibn Jabal. Und Muad ibn Jabal, also das war ein Gefährter, und der hat diese Frau erblickt, seine Kinnlage ist runtergefallen und der hat halt seine Blicke erstarrten und blieben bei der Frau, und der Prophet hat ihm, seine Kinnlage hochgeschoben und hat seinen Blick woanders hin gewendet. Also was ich damit sagen möchte, ist so, wenn eine Frau jetzt leicht bekleidet oder ich sag jetzt mal nicht die Kleidervorschriften einhält und ein Mann fühlt sich davon, wie auch immer, angetörnt oder so, dann ist es seine Schwäche, also nicht das Problem der Frau, sondern es ist eher ein Problem des Mannes, der sich da zurückhalten soll, seine Blicke senken soll in dem Augenblick, wenn und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie der Frau jetzt eine Schuld zuzuschieben. Es gibt natürlich religiöse Vorschriften. Es gibt natürlich religiöse Vorschriften, die dort. Leute, bitte unterstützt die Frau. Guck mal, vielleicht hat sie keinen Mann, vielleicht ist der Mann gestorben. Unterstützt sie bitte, wenn ihr könnt. Genau, schick mal jeder von euch bitte, 10, Leute, 20 bitte. Rosen, Leute. Das tut euch nicht bitte, weh. Ihr seid Leute, mehr Leute hier ich drinnen. Ich habe geschickt, ja. Was ich kann. Guck mal, wir haben jetzt auch schon ein bisschen supportet. Der Fermi hat auch supportet. Also die Leute, die hier oben sind, haben schon soweit supportet, ja. Ich habe auch geschickt, was ich kann.
Hier, die Leute in den Kommentaren kommt, 10 Rosen, jeder von euch, Egal, das was tut euch echt Religion nicht Leute weh. bitte. Das sind Es, keine wie 10 gesagt, Cent, ne? Leiden hat mit Religion nichts zu tun. Leute, Leiden hat, Ja, egal ihre richtig. Überzeugung, sie weiß wahrscheinlich nicht, unterstützen Sie für die Kinder, bitte. Vielleicht hat sie keinen Ehemann, bitte. Also ich bin dafür, Leute. Wirklich, ich bin dafür. Vielleicht sind 20 Rosen zu wenig, aber ich habe 20 Ja, gebracht, von Herzen. Aber Femi, meine Frage war nur, ist denn, also abgesehen davon, dass man sich Gott ergibt, ist auch nicht das Ziel, dass man sich verdeckt, aus dem Grund, dass man sich nicht Männern ergibt. Ist das nicht so? Ja oder nein? Ganz Nein, einfach. nein. Die Ergebung ist Gott gegenüber. Die Frau, die das Kopftuch hinter dem Mann anzieht, die macht das für ihren Mann und nicht für Gott, und das ist verwerflich. Okay, da habe ich etwas Neues gelernt. Danke. Okay, also hart gesagt, müssen die Frauen sich bedecken, weil die Männer sich nicht unter Kontrolle haben, so hart gesagt. Ja, naja, eigentlich nicht. Das Eigentlich ja. ist ja wie dann darf ja eine Frau keinen Minirock anziehen, nur weil der Mann sich nicht unter Kontrolle hat. Das ist ein Ja, Problem. eine Ist nicht das Problem der Frau. Sklavin, warte, das gilt nur für freie Frauen. Sklavinnen dürfen sich nicht bedecken. Auch Muslime Sklavinnen dürfen sich nicht bedecken. Also, Okay, jetzt haben wir ziemlich die harte Kerne. Aurat al-Amak, Aurat al-Rajul, Aurat al-Rajul min as-sura ila ar-rukba. Das ist ganz bekannt in dem Islam. Die Aura Ja, von einem Sklaven ist die das Einmann. ist richtig. Allerdings möchte ich Es gibt dazu keine sagen, Sklaverei im Islam. stopp. So, erstens, es ist absolut Scharia-konform, die Sklaverei von der gesamten Erde zu verdammen und wegzubringen und nicht mehr einzuführen. Klar hat der Islam ein Regelwerk reingebracht, obwohl und es gab die Sklaverei ja vorher, ja, und es gab halt sozusagen ein neues Regelwerk dazu. Allerdings, wie gesagt, das hier ist eine Erklärung wie von vor 1400 Jahren oder so, und irgendwelche Splittergruppen, die heute irgendwie meinen, so ein Kalifat gründen zu wollen oder so, die haben, also wie zum Beispiel der IS, die haben versucht, da irgendwie darauf das wieder einzuführen und was weiß ich, Ach das so, ist für mich. Moment, diese Spinnergruppen gibt es ja seit 1400 Jahren, und egal in welchem Land und Kontinent, die haben scheinbar dasselbe Ziel. Woher haben sie diese Quelle, dass sie alle dasselbe tun? Was meinst du? Ja, Die kennen sich nicht, hör ja, mal, ich aber sie habe tun alle wirklich, dasselbe, alles ja, gleich. diese Splittergruppen Wollen wir von es nicht so außen schön führen. reden, weißt du? Ja, Wollen wir es nicht schön alles, reden? da geht es nicht um Schönreden. du warst nicht von, ich weiß nicht, wie lange Ach du so. zuhörst. Ich habe das Gefühl, irgendwie, du warst nicht von Anfang an dabei. Ich war nicht da, Und der Family, der ist ganz ein Lieber und so Ich weiter. weiß eh, Aber aber ich mag es nicht, wenn man. mein Punkt ist auch, dass ich einfach eigentlich die Frage an Femi stelle. Findest du das okay, dass sich Frauen zwar die Haare bedecken, aber sich sorry schminken wie Hose? Findest du das okay? Ist das das Ziel des Glaubens oder nicht? Natürlich nicht. Und Okay, danke. ja, genau, das wollte ich. Und dann hatte der Punisher eben etwas gesagt, bevor die Sache hier jetzt ausartet, wegen dieser Seitenhieb von Ares. Und zwar ging es dort um die Rückkehr Jesu, Gottes Segen auf ihn, und die Kommt er zurück? Kommt er zurück? den übereinstimmenden Meinungen gehört das zu den letzten 10 großen Zeichen. Kannst du dann bitte Sure 47 lesen, Vers 18, was da steht? Surat Muhammad, das ist, warte, kann ich dir sagen, also 47 müsste doch so die Sure von, die müsste ja Muhammad heißen. Richtig, Vers Aber ich 18. glaube, man muss Ob es betonen. Vorzeichen gibt, ob es Vorzeichen gibt, bitte lies So, das und mal durch. welche Ayah meinst du? Vers 18 und Sure Ali Imran, Vers 55, die beiden bitte. Aber erstmal eine, dürfte ich fragen, ob du Muslim bist? Ich bin Muslim. So, Rosa. ich musste nur halt fragen. Also, Alles gut, kein Problem. Sure 47, 18, sagtest du, Ja, ne? ob es Vorzeichen gibt und was die Vorzeichen sind. So.
Ach so, ja, es geht um die Stunde, ne? Okay. Ja, da steht, die Zeichen sind plötzlich eingetreten. Das heißt, die sind schon alle gekommen. Die sind alle Ja, schon gekommen. Es aber kommt in Sure tatsächlich. in Sure 78, ich glaube, das müsste auf der ersten Seite, nee, in Sure 79, An-Nazi'at, yas'alunaka 'anis-sa'a ayyana mursala ila rabbika muntaha. Warte mal kurz, lass mich nicht lügen, An-Nazi'at. Und zum Schritt. Und Sure Ali Imran, Vers Ach 25. so, genau. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. Also, es gibt Vorzeichen des jüngsten Tages. So, Die sind und alle schon eingetreten. Es kommen keine mehr. eine von diesen Plötzlich Vorzeichen, eingetreten. seid ihr alle Plötzlich sind alle Koranit, Freunde? gekommen. Ozan, bist Koranit, oder ich will nur wissen, bist Koranit, ja? Ich bin Muslim, ich bin kein Koranit, ich bin Muslim. Also, es gibt einen Hadith Sahih, der sagt, die Sa'a kommt, wenn eine Sklavin ihrem Master gebiert. Nur das, was Sklaverei angeht. Das Ozan war lehnt die gemein, weil. Hadith ab. Ozan lehnt die Alles gut, nein, ich Hadith werde nicht ab. sagen, Im nee. Aber Koran lass ist mich, Freunde, ich Sklaverei ist stimme mit abgeschafft. dir die ganze Zeit. Ich rede sehr selten, wirklich, weil ich bin Lass nicht doch mal dafür kurz korrekt. reden. Ich will nicht, dass die Konversation direkt zu Ich Ende bin geht, kein weil Koranit, ich bin ich Muslim. kann das alles schnell beenden, ein paar Hadithe versuchen, und dann habe ich das ganze Thema beendet. Will ich aber nicht, deswegen rede ich nicht. Ich habe nur einen Hadith zu nennen. Lass mich bitte machen. Fahmi, hört mir zu. Es gibt den Hadith mit der Sa'a. Wann ist das Jahr? Was hat Mohammed gesagt? Es gibt fünf Zeichnungen. Eine davon ist, wenn die Sklavin ihre Master gebärt. Ja. Also, das heißt, die Sklaverei bis zu Sa'a, die Sklaverei wird nicht aufhören bis den jüngsten Tag, wenn wir Ja, diesen aber Hadith. das ist darum geht es gar nicht in diesem. Da gibt es ein Scharach, also eine Erklärung. Da geht es darum, dass man, dass eine Frau ein Kind bekommt und dieses Kind dann künftig sie regieren wird. Also, dass man alles, dass man quasi Ich habe keine eine Kontrolle mehr über Frage. seine Kinder Die hat. Hadithe sind doch die Erklärung des Korans. Warum haben wir diese auch eine Erklärung? Nein, nein, Verstehe ich nicht. Erklärung braucht eine Erklärung. Macht keinen Sinn. Die sagt, dass die Sklavin ihre Master zur Welt bringt. Ja, das ist, Die sagt ich nicht, die habe Frau das. wird versklavt von ihrem Sohn. Das stand nicht. Das stand, die Sklavin wird ihre Master gebären. Das heißt, die Sklaverei geht bis ans Ende der Welt. Aber das macht doch keinen Sinn. Also, ihr sagt, die Hadithe erklären den Koran, aber die Hadithe brauchen auch eine Erklärung. Also die Erklärung Nein, braucht eine Erklärung, oder was? es gibt, nein, warte, es gibt, die Hadithe erklären nicht den Koran. Es gibt auch Hadithe, das sind Ereignisse von Mohammed oder über Mohammed erzählt, ne? Das sind nicht immer Erklärungen. Ja, dann Manchmal ist nehmen gut, wir den Bruder. Hadith. Es gibt ja manche, die das behaupten. Ich meine jetzt nicht Es dich, gibt die Bruder. Tafsire, ja, es gibt aber die Tafsire von dem Koran. Manchmal nehmen sie ein Hadith, weil Al-Quran yufassaru bil-Quran, ob bil-Hadith, ob bil-Athar. Die Koran darf man erklären oder deuten mit dem Koran selbst. Zum Beispiel, wenn wir einen anderen Vers finden, gucken wir, wie dieses Wort dort benutzt wurde, und dann haben wir auch die Deutung, ne? Oder den Richtig, ja. Hadith, oder wie das gelaufen ist oder was passiert ist, oder den Koran oder den Athar, was passiert ist oder wie die Leute das verstanden haben. Ja. Ich wollte nicht, macht weiter, Freunde. Ach, Alter. Also ich wollte auf jeden Fall was sagen. Kann man mich hören? Ja. Ozan. Also Leute, nur kurz, Ja, jeder, sag. jeder, der hier ist, diese, wie heißt die? Shem. Also ich werde Abu Sucuk stumme Leute. Der beleidigt mich schon die ganze Zeit. Ich habe nichts gegen Beleidigung, es macht keinen Sinn. Ich verstehe nicht. Ja, ich Sie, lüge nicht, ich habe jeder. wieder den Hadith dazu gerufen. Jeder, Hebt die der Säule sie, nicht ab. der sie und dieser unter mir, Ivi spricht, dieser unter mir, jeder dieser Arbeit unterstützen möchte, soll Schade. er tun. An mich wurde eine Frage gestellt, ja? Ja, also ich wollte kurz mit dir Ja, sprechen. klar, Abi, klar. Also ich möchte dir nicht den Islam absprechen oder sowas ähnliches. Das liegt mir fern, erstmal das. So, zweitens möchte ich nur halt sagen, wenn man jetzt den Koran als Master, Quelle für alles nimmt, den heute oder die heute vorliegende Schrift, das kann man machen. Wenn man jedoch, wenn es darum geht, ein bisschen Kontext oder viel Kontext zu dem Buch und zustande kommen dieses Buches, so wie wir es heute hier vorliegen haben, auch wissenschaftlich untersucht, muss man halt auch gewisse Quellen, historische Quellen überprüfen und schauen,
Darum geht es mir. Und historische Quellen kann man ja nehmen, das ist ja kein Problem. Aber ja, nee, aber okay. Es geht um ein eingehendes Studium darüber. Also sagen wir mal so, du bist komplett außerhalb des Islams, also nicht du, sondern jemand ist außerhalb des Islams, der möchte, studiert Islamwissenschaften, hat Arabistik und alles drum und dran. Und natürlich gibt es da auch, bedient man sich auch den historischen Quellen, wie so etwas zustande gekommen ist. Also der deshalb geht es darum, dass man auch diese Quellen nicht unbeachtet lässt. Ob du die irgendwie für dich zur Rate ziehst, ist deine eigene Sache. Ich finde, sie fungieren komplementär zueinander. Das heißt, sie ergänzen sich in viele. Klar, hast du gewisse Dinge, die du mit dem Zeitgeist des damaligen Völkerrechts anschauen kannst und sollst, weil sonst macht ein Studium überhaupt gar keinen Sinn. Man kann nicht die ethisch-moralischen Filter von heute auf damals ansetzen. Und das ist das, was Ares eben versuchte. Dass man halt sagt, einfach wir ignorieren die Stammesrechte der arabischen Halbinsel und die verschiedenen Dynastien der Römer und was weiß ich und wie die dort gelebt haben. Und wir reflektieren uns einfach die Zeit mit dem heutigen Zeitgeist und stellen dann unsere Schlussfolgerung. Und da kommt man natürlich zu einer ganz desaströsen Schlussfolgerung. Und das geht so nicht. Ne? Das darf man nicht. Man darf in die heutige Zeit interpretieren. Man darf seinen gesunden Menschenverstand auch benutzen, auch bei den Deutungen. Du darfst auch Grammatik benutzen, arabische Grammatik. Warum steht das im Genitiv? Warum beginnt die Sure so mit verschiedenen Wörtern. Das darf man alles und das steht auch in den Deutungswissenschaften von Ulum al-Quran von Imam Suyuti. Also da wird halt auch alles so beschrieben. Also man muss jetzt nicht irgendwie denken, man schaltet sein Gehirn aus und ersetzt es komplett durch dieses Buch und rennt dann durch die Gegend. So wird es sehr oft von... Also du sagst, wenn man jetzt nur nach, also wenn man jetzt nach dem Koran lebt als Religion, ich sage jetzt nicht Geschichte, dann reicht das nicht, oder was? Nein, was ich sage ist, du kannst das für dich selber entscheiden, jedoch wenn du die Ursprünge studieren möchtest und wissen möchtest, wie ist was passiert und den historischen Kontext dazu, dann gibt es die Quellen dafür. Ja, kann man natürlich nehmen, also das ist ja... So, darum geht es hier, also... Ich bin für Aufklärung und für eine zeitgemäße Interpretation, insbesondere, dass man auch mit einem gebildeten Mindset auch dort liest und viele Sachen von heute auch interpretiert, weil man müsste zum Beispiel sagen, ja, wenn der Prophet heute auf die Welt gekommen wäre, würde der sich auch an den ethisch-moralischen Ansätzen der UN anlehnen. Oder klar, das sagt ja Allah im Koran zum Beispiel. Ja, also deshalb muss man, also vieles ist ja halt, ich sag jetzt mal überspitzt dargestellt. Und sorry. Ja, alles gut, mein Bruder. Ich wollte nur sagen, zum Beispiel bei der Kleiderordnung sagt ja Allah zu den Männern, ihr sollt eure Scham hüten und dann sagt er noch, ihr sollt die Kleidung der Gottesfurcht tragen, also je nach Situation bedingt zum Beispiel. Du sollst dich anpassen, zum Beispiel, wenn du arbeitest, dann sollst du dich natürlich anpassen, wie du dich anziehst. Du kannst ja dort nicht mit einer Sporthose da gehen und anziehen, verstehst du ja, was ich meine. Also Allah sagt ja, man soll sich anpassen an die Gegenden mit bestimmten Eigenschaften und so alles. Ja, im Koran gibt es ein paar Verse auch dazu. Ich weiß zum Beispiel bei mir auf der Arbeit, da kannst du nicht kommen, wie du möchtest. Da gibt es einen Dresscode. Die sagen zu dir, pass mal auf, du Anzug ist dort Dresscode. Da darfst du nicht ohne lange Hose und Hemd, darfst du da nicht rumlaufen. Das ist dort so. Das geht nicht. Da kannst du nicht sagen, weißt du was, wir sind hier in der freien Welt und ich komme ja jetzt mit nach Shorts und was weiß ich, dann sagen die, pass mal auf, du hast gegen den Dresscode verstoßen und dann musst du raus. Oder der Sicherheitsdienst wird einen dann rausbegleiten. Und dann kannst du denen nicht sagen, so, ja, aber im Grundgesetz steht, ja, wir haben hier das Hausrecht, tralala, so. Ja, das wollte ich nur dazu sagen. Bevor das hier zu sehr ausartet. Aber kannst du das nochmal wiederholen? Wie war das mit Propheten, wenn in dieser Zeit jetzt kommen würde?
Ich hatte dort ich habe eben gesagt, dann würde das quasi so die ethisch-moralischen Ansätze von der UDO berücksichtigen. Also das Völkerrecht, was heute gilt. Klar, klar. Das ist ja supranationales Recht. Was für ein Völkerrecht hat er denn damals gelebt? Ja, das ist eine gute Frage. So, und zwar die arabische Halbinsel hatte verschiedene Kabäel, also Stämme. Und Stämme, da gab es den Stamm X, den Stamm Y, den Stamm Z. Und es durfte, und das war im Arabischen, also beziehungsweise in der Halbinsel, ganz gang und gäbe, dass Stamm X, den Stamm Y den Krieg erklären darf wegen Wasser, und dann kann Stamm Y aber sich mit Stamm Z verbünden und sagen, wenn X mich angreift, dann muss Stamm Z mir, wird er mich unterstützen, und dann haben wir ganz andere Verhältnisse. Das durfte man so. Und wenn ganz kurz, Jungs, ganz kurz, damit ihr nicht alles dreimal hört. Babu, Habibi. Ja, Bruder. Schilo hadik min hon, am bisab Schilo. Khalas. Ich ja, der beleidigt die ganze Zeit, ich versuche halt. Ja, Khalas, stumm den. Der ist am beleidigen, stumm den. Reicht jetzt. Ja, gut, aber es ist auch reicht für heute. Wir haben dir jetzt mehrmals gesagt, mach her, es reicht, du hörst nicht. Khalas, Feierabend heute. Das kein christliches Verhalten. Okay, Entschuldigung, jetzt könnt ihr weitermachen. Alles gut. Also, wie meinst du das, wenn A dich angreift und Z? Ja, also das wie, inwiefern beziehst du das auf Mohammed oder allgemein auf die Länder? Nee, das war so in der arabischen Halbinsel. Da waren Stämme, die haben nur in Stämme, da gab es nicht so eine City oder sowas. Da waren die verschiedenen Stämme. Das einzige Zentrum war dort Mekka, aber ansonsten drumherum in den verschiedenen Wüstenregionen gab es halt die Stämme dort. Ja, und die konnten. Wie hat sich das Ganze dann verbreitet in die anderen Stämme? Was verbreitet? Ja, also ich sagte damals, das damalige Völkerrecht war halt ganz anders. Das kannst du nicht auf heute anwenden. Du kannst jetzt nicht sagen, dort wurde zum Beispiel... das konnte man nie anwenden, also finde ich. Ja. Moralisch ja, gesehen, ja. Weil du sagst, es gab eine andere Moral, aber damals hatten wir sogar mehr Moral, ja. Ja, deswegen frage ich, wenn du meinst, die Moral damals konnte man nicht anwenden, Moral wessen? Weil ich habe gerade eigentlich Mohammed gefragt. Hattest du zum Beispiel Latein in der Schule? Ich ja. So, also ich weiß nicht. Gut, wir hatten ich habe das große Latinum gemacht und wir haben De Bello Gallico gelesen, also der Krieg über Gallien von Gaius Julius Caesar. Und das kannst du dir mal gerne mal antun, was dort. Nein, danke. Ich will Geschichte ich weiß, nicht. Dort siehst du aber sehr, sehr viele Auszüge, wie damals gesehen wurde. Du konntest einfach auf den Markt gehen, Kilo Tomaten, zwei Sklaven und ein Kilo Knoblauch kaufen. Ja gut, das war aber damals was hat das so. Was jetzt mit meiner Frage zu tun? Das verstehe ich nicht. Bitte? Was hat das nochmal mit meiner Frage zu tun? Das verstehe ich nicht. Das hat einfach damit zu mit deiner Frage hat das insofern zu tun, dass man dass du den Zeitgeist überhaupt gar nicht berücksichtigst. Das ist das. Inwiefern? Inwiefern, dass du halt sagst, was heute so vor 1400 Jahren... Was hat sich in diesen Ländern verändert? Was meinst du? Ja, also ich weiß ja nicht, ob du mal in Dubai warst, aber ich bin dort einmal geblitzt worden, ich habe einen SMS bekommen und meine Kreditkarte wurde direkt abgebucht, 2 Minuten später. Oder was hat sich geändert? Oder was meinst du? Ich meine, wir sprechen ja gerade über dasselbe, nehme ich mal an, oder? Überrascht? Also meine Fragen waren ja bezüglich Mohammed und die Entstehung damals, geschichtlich gesehen, laut Koran jetzt. Ja, also schau mal. Also ich war schon in Dubai und ich habe nicht so etwas erlebt. Ja, also ja, das ist schön. Aber schau mal, Aris, also ich vermute mal, du hast ja einen sehr kritischen Blickwinkel da drauf, was ich dir auch nicht nehmen will und ich will dich auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Also darum geht es mir nicht. Mir geht's Nein, ich meine, da, wo der Islam regiert, also wirklich die, wo der Islam regiert, ja, da gibt es ja die Scharia. Und ja. was
Wie hast du das nochmal begründet, ja, dass das abgeschafft werden soll, wenn der Islam dort selbst regiert? Also wir haben zum Beispiel, nehmen wir uns von Marokko bis Pakistan die Länder, das sind, da findest du Republiken, da findest du Königreiche, da findest du Diktaturen, da findest du, was weiß ich, da sind verschiedene, ich sag jetzt mal, Staatskonzepte, die alle irgendwo ihr Rechtssystem, ich würde jetzt mal sagen, größtenteils aus der Scharia entnehmen. Ja, und auch diese Länder haben eine Verfassung, diese Länder haben Grenzen, diese Länder haben Luftrecht, wenn ein Flugzeug da drüber fliegt. Wenn man zum Beispiel von Düsseldorf nach Dubai fliegt, da fliegt man auch zum Teil über Iran und da muss auch ein Flugzeug sich bei der Flugsicherung dort melden und sagen, hallo, hier ist Flugzeug, tralala, hin und her, wir okay, fliegen da und da. Okay, bitte? Aber ich meine, du meintest ja, dass Scharia abgeschafft werden soll, weil es nicht mehr vereinbar ist mit der Zeit, oder wie? Ich weiß nicht. Es gibt ein gutes Beispiel, Tunesien, Fermi. Es gibt ein gutes Beispiel, Bourguiba. Was ist passiert nachher? Hat er es geschafft? Nein, weil der Islam das kaputt macht. Der hat doch die Frauen befreit, die gleichen Rechte gegeben. Der hat den Frauen Recht gegeben, sich zu scheiden. Der hat verboten Polygamie. Aber danach kamen die Muslime und haben das alles weggemacht, oder nicht in Tunesien? Also Jungs, nur eine Frage. Kann ich nach Saudi-Arabien kommen mit einem Minirock? Also Saudi-Arabien hat keine... Saudi-Arabien gibt es keine Kopftuchpflicht mehr, ne? Wollte ich nur sagen. Nee, aber nee. Minirock Frauen dürfen nicht. Auch fahren jetzt. Frauen dürfen auch jetzt fahren. Ja. Aber ja, wie gesagt, Tunesien, der tunesische Präsident hat das versucht, Brüder und Schwester, der tunesische Präsident hat das versucht, der hat den Frauen den Hijab weggemacht, der hat den Frauen die gleichen Rechte gegeben wie der Mann, der hat die Frau gegeben, das Recht, sich scheiden zu lassen, der hat verboten, dass der Mann mehr als eine Frau bekommt, aber danach kamen wieder die Muslime und haben das wieder alles zurück. Nein, also bei uns erstmal in Tunesien, ich bin Tunesier, ja, und da kannst du, in Tunesien kannst du nicht nur mit einem Minirock, du kannst mit einem Tanga rausgehen. Ja, ja, ja. Und du kannst meine, auch mit einem Ninja-Anzug rausgehen. Aber was das, haben die Macht da gemacht? Meinst du jetzt im Urlaubsgebiet? So, im Tourismusgebiet? Bitte? Meinst du im Tourismusgebiet? Nein, überall dort. Also wenn dich dort jemand anfasst und du sagst der Polizei, insbesondere eine Frau, die vermöbeln den Typ sofort. Ja, also das kann ich dir, da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben. Warte, aber nichtsdestotrotz. Demi, warte, darf ich? Also du sagst gerade wirklich, in Tunesien kann eine Frau wirklich im Tanga rausgehen und da passiert nichts? Das die fassen ja, die fassen also, auch nicht. Also dass nichts passiert, weiß ich nicht. Aber sie du meinst im Tourismusgebiet, oder? Nein, auch nicht im Tourismusgebiet. Also rein rechtlich dürfte man das überall. Also bis auf die Moschee, ne? Rein rechtlich, sagst du. Ja, Jungs, rein rechtlich, ja, ich glaube, ja, diese die Frau Leute, unter mir bedankt sich oder so. Ja, vielen Dank. Uchti Sham, habt ihr schon etwas? Uchti Sham, du willst etwas sagen? Barakallah fikum, Achwani. Rabbi irzakum jamiha, inshallah. Ich habe von allen gefragt, dass sie dir helfen, was sie konnten. Barakallah fikum, ja. Wenn wir mehr machen könnten, dann machen wir mehr. شكرا اتمنى لكم اخواني جميعا بارك الله فيكم الفرج امين يا رب امين بارك الله في الجميع Babu, im Zusammenhang mit den Maghreb, also und mit Maghreb meine ich nicht nur Marokko, sondern ich meine Algerien, ich meine Tunesien. Für mich ist das, entschuldige, wenn ich das so sage, ein postkolonialer Müllhaufen dort. Sorry, wenn ich das so sage, entschuldige. Aber ich sage meine Meinung und ich sage das auch dort in Tunesien, jeden einzelnen Tunesier. Weil ich war dort, die haben ja auch immer gesagt, du musst stolz sein, Tunesier zu sein. Habe ich gesagt, worauf soll ich hier stolz sein? Ne? Für mich ist es einfach, ich sag mal, ein Gebilde, was nach der Frankophonie halt übrig geblieben ist. Und ich sehe das jetzt nicht etwas als sehr äußerst seriöse Länder. Da sind klar... Ganz genau das wollte ich dir auch sagen. Ich habe dir die Frage gestellt, was sich verändert hat. Und wie du siehst, nicht viel. Da, wo der Islam regiert, läuft es im Grunde wie damals. Ja. Also kannst du nicht sagen, dass heute... Ja, ich finde es toll, dass viele Muslime in Europa und viel mehr Moral haben und mehr Wissen, aber dort... Liegt es scheinbar an irgendetwas, dass die Muslime trotzdem gleich geblieben sind und das auch ernst nehmen, ja, weil die vielleicht
alles glauben, was da drin steht. Und das wollte ich dich, auf das wollte ich dich aber aufmerksam machen damit. Ja, also ich weiß, und vielen Dank für deine Sorge. Ich weiß, wie ich damit umgehen kann, aber ich kann dir sagen, es gibt halt auch ein Arabien, was auch, ist, ich sag jetzt mal, schon an die Spitze geschafft hat. Aber grundsätzlich herrschen dort eher totalitäre Herrscher. Und ich würde jetzt mal sagen, dass wenn die Amis dort rausgehen, würde dort absolutes Chaos herrschen. Und deshalb sollten die dort auch so lange bleiben, wie es nur möglich ist, um dort auch diese Ordnung und Struktur aufrechtzuerhalten. Also ich kann ja, aber das, woher kommt denn dieser Chaos und dieser Leid? Wenn ich jetzt Dubai ansehe und vergiss Saudi mal Dubai, Arabien, wirklich, ja. Bitte? Dubai ist eine Ausnahme. Ja, aber da gibt es ja Katar, Bahrain und so, die ganzen Länder dort, die sind schon sehr, sehr fortschrittlich. Also das ist aber jetzt nur nicht wegen Öl, nur wegen Petrol, nur wegen Öl. Ja, aber bei uns hat sich in Marokko nichts geändert. Seit Frankreich raus ist, hat sich nichts geändert bei uns in Marokko. Also mein lieber Femi, sorry nur ganz kurz. Ich war ja auch schon in Dubai und ich habe einfach aus Respekt, habe ich nichts zu Kurzes getragen, außer ich war an einem Privatstrand oder an einem Privatpool, natürlich war ich baden im Bikini. Aber sonst, draußen ist alles verboten, aber in jedem Hotel kann man Alkohol konsumieren. Ist das jetzt Politik oder ist das Glauben für dich? Döner. Erstens, ist das Politik oder ist das Glauben, wenn man nur in den Hotels konsumieren darf, aber alle 10 Meter steht ein Hotel, verstehst du? Ja, also das, wenn man im dort ist ja das Gebot, dass man im Privaten Alkohol konsumieren darf. Ja, aber das ist für mich Politik, sorry. Für mich ganz ehrlich. Es ist ja auch ein Land, was Alkoholverbot ist ja eigentlich Doktrin dort. Ja, das heißt, ja. Warum? Aber schau mal, warum? Auch die Araber, die trinken ja auch privat. Ja, aber dann sündigen sie halt. Das ist Politik. Aber warum ist das verboten? Döner. Bitte? Warum ist das Alkoholverbot? Es ist halt ein religiöses Gebot. Deshalb ist es verboten. Ich sehe es wie Schweinefleisch. Also ist es erlaubt, aber nicht draußen. Ja? Das zeigt für mich pure Heuchelei, muss ich sagen. Ja? Wenn in dem Land es erlaubt ist, aber nur in den eigenen Wänden. Ja? Eine Frage, Aris, wenn es geht. Bist du Christ? Pommes. Wieso hast du das gemerkt? Die Kleinen haben wahrscheinlich nichts zu essen, Ibi. Die Kleinen haben wahrscheinlich nichts zu essen, Schwester. Bitte. Aris? Ja, aber die haben wahrscheinlich nichts zu essen, Schwester, Ibi, die anderen, die da, die, mit der Frau. Bitte. Wieso hast du es gemerkt, dass ich Christ bin? Du siehst ja ein Bibelvers auf meinem Bild. Ja. Okay, Frage. Sorry, ich habe das nicht so gesehen. Sorry. Was denn? Nein, ich meinte, das ist ein Bibelvers auf meinem Bild. Ja, also ja, ich bin Christ. Ach so, ja, Jesaja 40,3. Okay, ja, verstanden. 31. Ich habe es jetzt, was? 40,31, okay. Ja. Nein, okay, dann alles klar. Ja, deswegen weißt du, ich achte sehr auf das, was du sagst und du kannst sehr gut artikulieren, aber ich merke, dass eben viel schön gesprochen wird. Ja, und dann will ich doch nur ein paar Fragen stellen, ja, ob du das jetzt nur versucht, um das schön zu reden. Auch wenn du gut reden kannst, ist toll, dir zuzuhören. Aber davor warne ich immer, weil die Menschen oder die ihre Religion nicht kennen, folgen meistens Menschen, die sich sehr schön ausdrücken können und schöne Worte bringen. Aber letztlich ist es nicht die Wahrheit. Ja. Weil in diesen Büchern ganz anderes zu lesen ist. Ja, du hast zum Beispiel gesagt, würde der Prophet in heutiger Zeit kommen, würde anders sein, oder wie hast du das gemeint? Ja, aber eure Länder sind ja gleich geblieben, wenn er dort erscheinen würde. Was würde er dann anders machen? Naja, ich habe die These aufgestellt, ja, dass ein Volk, ein Prophet immer zu dem Volk in deren Sprache und in deren System
geschickt wird. So sagt es ja letztendlich auch der Koran. Ja, und deshalb habe ich die These aufgestellt, wäre das heute, hätten wir heute die göttliche Offenbarung bekommen, dann hätten wir natürlich ganz andere Werte und ganz andere Situationen. Das, diese These habe ich aufgestellt, ja. Ja, das ist aber eine sehr weit hergeholte Theorie, weil ich glaube, wäre heute erst eure Offenbarung gekommen, muss ich sagen, wären Türkei, Libanon, Taliban alles christliche Länder und ihr hättet keine Chance mehr damit, mit dem Wissen und der Moral der Christen, das dringt heute nicht mehr durch bei den meisten. Ja, wir sehen es an den Früchten der Muslime, das dringt bei uns nicht durch. Das Einzige, wie er weiterkommt, ist durch vier Frauengeburten oder wie auch immer. Ja, also es wäre nicht logisch, dass das sein könnte, nur zu deinem, wenn es heute kommen würde. Weil dann gäbe es fast gar keine Muslime. Und deswegen zurück zur Frage, wie hat sich das verbreitet? Darf ich ganz kurz nochmal auf deine letzte Aussage, also kannst du die nochmal wiederholen, weil du hast gemeint, irgendwie Türkei und die anderen Länder, wenn der Islam nicht wäre, dann was? Oder hab ich wenn irgendwie... der Islam erst heute kommen würde, ja, würde er gar nicht durchdringen. Ja, weil wir haben jetzt schon eine sehr intelligente Gesellschaft mit anderer Moral. Und das dringt meistens nicht mehr durch bei den meisten. Ja, aber der islamische Glaube. Dann frage ich dich eine Gegenfrage. Denkst du, der Christentum würde durchdringen mit der heutigen Zeit? Der war vor dem Islam, also ja. Ja, das spielt ja eigentlich gar keine Rolle, was vorher war oder was nachher war. Er fragt ja nach der heutigen Zeit. Berechtigte Frage, also. Also meinst du eigentlich, weil ich meine, guck mal, wir gehen ja davon aus, dass die Menschheit 8,6 Milliarden Menschen hat, ne? Und davon sind 1,5 Milliarden oder keine Ahnung, Muslime 1,6 Milliarden und 1,3 Milliarden, 4 Milliarden oder keine Ahnung, Christen. Wenn du das jetzt auf die heutige Zeit berechnen würdest, wenn der Christentum kommen würde, du sagst das ja dasselbe über den Islam, dann müsste man ja eigentlich auch davon ausgehen, dass der christliche Glaube so nicht mehr durchdringen würde. Da gibt es aber doch einen Punkt, weil der christliche Glaube beruht auf freien Willen. Ja. Das ist der gute Mensch grundsätzlich. Der hat sich durch die Welt gespalten, durch, man nennt es das Evangelium, die frohe Botschaft. Ja. Und die Leute haben sich freiwillig dafür entschieden. Also ja, er dringt. Aber warte, steht ja auch geschrieben, dass jeder davon erfahren wird. Darf ich da, Femi, ganz kurz drauf eingehen? Ja. Also ich bin mir sicher, dass, also ich als Muslim streite bestimmt nicht ab, dass der Islam sich teilweise, mit durch kriegerische Handlungen verbreitet hat. Also ich sage das als Muslim so, verstehst du, was ich meine? Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass du als Christ ganz besonders in 40 nach Christus, glaube ich, oder 50 nach Christus, dass Juden damals nicht durch die Kirche, durch die christliche Kirche, zwangsgetauft wurden. Und wenn sie das Christentum nicht angenommen haben, dass sie auch ermordet wurden. Also das kannst du jetzt nicht leugnen, oder? Was ihr vielleicht ein Beispiel nennt, sind solche nicht mal nennenswerte Beispiele, muss ich sagen, weil auch nee, die Kreuzzüge... Warte mal, aber warum? Ich meine, Juden wurden... Ich sage dir kurz, warum. Angenommen jetzt... Also ich würde... Guck mal, ich lasse die Frage zu, sage ich mal so, von Devrin, aber eine Sache möchte ich korrigieren. Devrin, du als Alevite, ja? Ja. Der sich zum Islam bekennt, also stell das schon richtig, Bruder. Ja. Bruder, ich sage, guck mal, Bruderherz, ich bin da ganz ehrlich, schau mal, ich sag dir ehrlich... Ich bin bei allem, was man mich fragt, ich bin ehrlich. Wir Sunniten, wir Aleviten wurden von Sunniten sehr, sehr oft sehr eklig behandelt. Es gibt etliche Fatwas bezüglich Aleviten im Osmanischen Reich, ganz besonders. Also ich sag jetzt nicht, das soll jetzt Femi auch nicht falsch verstehen. Nein, alles wenn gut. Wenn ich gegenüber dem sunnitischen Islam sehr kritisch
gestellt bin aufgrund der vergangenen Sachen, die passiert sind, bin ich gegenüber dem sunnitischen Islam in sehr vielen Punkten wirklich sehr kritisch, sehr, sehr kritisch. Aber Ja, das ändert ja gut. trotzdem nichts Ich habe daran, einfach dass. Islam. Aber Die Bruder, Frage beim Islam ist ja jetzt wirklich, welcher Islam ist eigentlich wirklich der richtige? Ihr habt ja mehrere Auslegungen im Islam, ja? Guck mal, es gibt ja, ich habe viele Leute auch kurz zu einer kennengelernt. Frage eingehen, dann kannst du gleich mit der Frage weitermachen. Was ich immer wieder betone, ich weiß nicht, wie du heißt, Divrim, sage ich mal, ihr müsst verstehen, dass Zionisten christlich tarnen, also eigentlich militärische Akte als christlich tarnen. Ja, das waren die Kreuzzüge so. Oder sie benutzen auch die Kirche, um von Gott zu trennen, sage ich bewusst, durch den Vatikan. Ja, das ist ein Tentakel des Teufels, sage ich mal, der Vatikan. Und Darf dadurch ich? resultiert auch die katholische Kirche, ja, und ihre Taten dementsprechend. Also ich will immer wieder jeden hinweisen, dass wir, die aufgeklärt sind, nichts mit der Kirche zu tun haben und die Bibel auch nicht. Und Aber ja, das findest du auch nicht in also den guck mal, Schriften wieder. warte, jetzt, stopp, Sorry. stopp, Ares, Ares, guck mal. Was ich jetzt verstanden habe, du hast nichts mit der Kirche zu tun und die Bibel auch nicht. Das heißt also, alle Freikirchler machen das Richtige und alle Katholiken oder andere Kirchler machen das Falsche. Verstehe ich das richtig? Nein, ich meine diese Extrasachen, die nicht in der Bibel sind. Ja, Woher auch kannst du mir, warte, diese warte, von Vorwürfe. welcher Extrasachen reden wir denn? Beispielsweise sein Beispiel jetzt, ja, dass er gemeint hat, die Alles. Kirche hat dies und jenes getan. Das ist zum Beispiel nicht biblisch. Ja, und der Ares, aber Unterschied warte ist, doch das mal ist ganz bei euch. kurz. Aber Warte doch warte, mal. aber warte, warte. Was hat das denn? Was hat das mit der Kirchenlehre oder mit der Richtigkeit der Kirche zu tun? Panischer, schau mal, ich will ihn nur was fragen. Nein, Bruder, wenn jemand gegen die Kirche schießt, das akzeptiere ich Nein, absolut ich. nicht. Ja, ich Warte bin mal ganz orthodox und kurz. ich lasse das nicht zu, dass jemand Nein. gegen die Kirche schießt. Ganz einfache Sache. Ich will ihn nur eine Das Frage gibt's bei mir stellen. nicht. Warte, nur Ja, eine stell ihm Frage. deine Fragen, aber der muss halt damit rechnen, ja, und mir dann auch erklären, was er da sagt, ja, weil ich kenne zum Beispiel auch genug Christen, ja, die eine Gemeinde haben, mein Lieber. Erka, es betet keiner Statuen an. Unterlasst bitte diese Kommentare. Ihr wollt echt nicht, dass die Orthodoxen langsam anfangen, die Freikirchler hier zu debattieren. Das wollt ihr echt nicht. Ja? Guck Femi, mal, ich nur wünsche weil dir das. einen schönen Abend. Warte Oder ganz kurz, Devrin, du er kannst geht, gleich Bruder, er will weitermachen. sich verabschieden. Er will sich verabschieden. Ach Ja, so. ich muss mein Gebet machen. Es ist morgen Gebet seit 10 Minuten. Und entschuldige, ich habe auf jeden Fall nicht gegen die Kirche geschossen oder sowas. Nein, Es nein, tut mir nicht du, sehr nicht du. leid. Alles gut. Also, okay. Klingt Gut. so aus. Ich würde gerne irgendwann mal nochmal in die Diskussion einsteigen, aber ich werde wahrscheinlich danach schlafen gehen, weil ich bin sowas von müde. Ich mag, dass wir gerade vernünftig miteinander gesprochen haben, egal wie kritisch und was für Vorwürfe dort entstanden sind. Danke für das Aber ich Gespräch. meine, ich hatte ja auch schlimme Vorwürfe von Möge Ihren Allah meine Akten, Gebete ja. annehmen, Bro. Femi, Gottes Segen, kommst du mal Haare kämmen zu mir? Ja, ich flechte dir ein paar Haare ein. Ein Detail. Ja, Bis nochmal, dann. Salam, Punisher, schau mal, ich wollte Ihnen jetzt eine Frage stellen. Ja, okay, mach weiter. Mach Guck alles mal, gut. Ares, Mach mal weiter. Ares, du sagst ja, Muslime so, ich leugne das ja nicht, ne? Aber wie gesagt, ist dir eigentlich bewusst, dass zum Beispiel bei den Christen gibt es sowas wie Gottesmord? Also man hat den Juden vorgeworfen, dass sie zu dieser Zeit Jesus Christus, im Christentum natürlich, ermordet haben. Und aus diesem Grund sind sehr, sehr viele Hetzen, sehr, sehr viel Diskriminierung gegenüber Juden zum Beispiel zu jener Zeit passiert. Janne, wenn du irgendwo Ja, auf einer Seite kritisch bist, dann musst du auch auf eigener Seite kritisch sein. Verstehst du, was ich meine? Weil es nicht innerhalb, diese Sache ist nicht in 10 Jahren passiert oder in 20 Jahren, das hat sich über Jahrhunderte hat sich das ergeben, dass Juden immer wieder verfolgt wurden von Christen zu seiner Zeit. Verstehst du? Also da musst du auch schon selber kritisch sein. was meinst du Ja. von Christen? Von Was definierst du als Christ? ja, schau mal, ich sage doch, woher kommt denn das Wort Gottesmord?
Das kommt von Christen, was oder definierst nicht? du als Christ? Sag doch mal, was ein Christ ist. Bruder, guck mal, ich kenne mich mit deinem Glauben nicht aus. Verstehst du, was ich meine? Ich greife dich ja auch nicht an, aber ich gehe auf den historischen Kontext. Das ist das, was ich sagen möchte. Ich gehe auf den historischen Kontext. Ja, deswegen erwähnt. Darf ich kurz reinsprechen? Ja, ja, natürlich. Ich wollte nur sagen, egal ob jetzt die Orthodoxie, der Katholizismus oder irgendetwas, also ich bin römisch-katholisch. Schau mal, das heißt für uns, auch egal ob Vatikan oder nicht, jeder, der die Sünde begeht, der wird vor Gott, von Gott gerecht stehen und wird verurteilt, verstehst du? Natürlich, ja. Und dann kann ja auch jemand kommen da, ja, diese 20 pädophilen Priester, zumindest bei uns ist das nicht vom Glauben erlaubt. Wenn es Sünder gibt, die gibt es immer und die wird es immer geben. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass 360 Millionen momentan ungefähr auf der Welt Christen verfolgt werden. Egal an was sie zugehören, sie werden verfolgt. Und da kannst du das nicht mit paar hundert Juden jedes Menschenleben. Das ist sehr kritisch, wenn du sagst, paar hundert Juden. Nee, warte kurz. Jedes Menschenleben ist genau gleich viel wert. Absolut. Ja, natürlich, natürlich. Aber da können wir jetzt heute auch debattieren über Gaza und alles Weitere, was in den letzten paar hundert Jahren passiert ist. Dann können wir mal richtig debattieren. Aber das wäre falsch und das ist nicht richtig. Denn jedes Menschenleben, das geopfert wurde, aus Interesse, ja, aber das ist doch genau das, was ich sagen möchte. Aber lass das. Das ist nicht das Thema. Lass dich. Ja, aber ich habe es ja nicht eröffnet. Das Thema wurde ja von Arzt beantworten. Ja, ich will es nur kurz beantworten. Also, das ist die Politik, wie gesagt, die Zionisten benutzen eben diese christlichen Deckmantel. Sie nennen es christliche Akte, so wie die Kreuzzüge, haben aber andere Ziele. Ja. Also nur weil sie sagen, es war die Kirche oder die Christen haben es getan, oder wie die Muslime immer sagen, die Christen in den USA, seht, was sie unseren Ländern antun, seht, was sie in Gaza tun, das sind Zionisten, das sind Freimaurer und dienen dem Feind. Ja, das sind keine Christen. Ares, also sorry, so wie ich es gelernt habe, die Kreuzzüge waren als Abwehr her. Und das war sehr, sehr lange. Wisst ihr eigentlich, wie viel? Die Kreuzritter sind entstanden aus Abwehr. Und der liebe Jesus, der liebe Gott hat immer gesagt, man soll den Feind nicht in dem Sinne töten. Ich will was fragen. Ich will was fragen. Diese ganzen Juden, die Genozide an den Juden in Deutschland, also in dem deutschen Gebiet, also in Aachen zum Beispiel, die Genozide, die sind alle passiert als während dem Kreuzzug oder nicht? Janne, Punisher, ich weiß nicht, ob du dich da vielleicht viel besser auskennst in der Sache, aber schau mal, allein das Wort Gottesmord, das wurde doch von christlichen Gelehrten damals auf die Welt gesetzt, weil Juden den Jesus, soweit ich weiß, ich bin mir nicht sicher, korrigier mich, weil Juden Jesus nicht als Messias ansehen die Christen den Juden eben vorgeworfen haben, dass sie eben nicht das auserwählte Volk sind, weil sie Jesus nicht als Messias ansehen, haben sie ihnen den Gottesmord mit Gottesmord vorgeworfen und daraufhin ist eine extrem ewige Hetze passiert. Ist das so oder nicht? Also korrigier mich. Wenn also biblisch nicht, ja, weil in der Bibel haben wir sehr viel Verfolgung, das waren Märtyrer, die wollten nur diese Message spreaden durch die Welt. Da war Paulus am stärksten und er ist durch Asien, ja, und da hat er sehr viel gelitten. Ja, also ich weiß nicht, woher du meinst, die Hetze, bei wem sie entstanden ist, aber damals kannte die Welt Jesus nicht und Paulus ist allein durch die Welt marschiert oder andere Apostel, allein oder vielleicht zu zweit. Ja,
Aber ich weiß nicht, was du jetzt meinst, woher die Headsets gehen sollen. Man gab ja keinen Fernseher. Klär doch mal erstmal, welche Hetze er genau meint, ja? Nein, guck mal, ich müsste dir jetzt ewig lang, das ist so Wissen, was mir im Kopf geblieben ist. Ich meine, dass ab 40 nach Christus die ersten Diskriminierungen angefangen haben, soweit ich weiß. Eben, wie ich gesagt habe, mit dem Wort Gottesmord, dass man den Juden vorgeworfen hat, dass sie Jesus ermordet haben und weil sie eben Jesus nicht als Messias gesehen haben. Und daraufhin haben sich eben hier dieser Barnabas-Briefe, glaube ich, dass da zum Beispiel Juden sehr kritisch betrachtet wurden zu dieser Zeit. Verstehst du? Also Von wem? die Kirche war schon damals, korrigier mich, wenn ich falsch liege, die Kirche war, soweit ich weiß, dafür verantwortlich, dass man den Juden etwas vorgeworfen hat, um sie eben zu diskriminieren und sie klein zu halten. Die Kirche, die besten Schriftgelehrten sind verantwortlich für Jesu Kreuzigung. Und er sagt, ich kam in die Welt und die Menschen nahmen mich nicht auf. Und er hat am meisten gegen diese Heuchler oder Priester eigentlich, war er am stärksten, weil sie waren die Selbstgerechten. Also ich weiß nicht, ob du das meinst, ja. Aber die angebliche Hetze kam von ihnen selbst. Jesus wurde gekreuzigt, weil die Kirche ihre Macht und Tradition beibehalten wollte, diese Menschen damals, die Juden. Und sie wollten das beibehalten und haben ihn gekreuzigt, weil sie ihn gefürchtet haben und gemeint haben, du stellst mit Gott gleich. Ja, das ist Blasphemie. Ja, Sie genau. kannten die Schrift perfekt. Ja. Und die, auf Ja, der hat das auch wollten die sie Geschäfte steinigen und kaputt kreuzigen. gemacht. Der hat auch die Geschäfte von den Rabbinen, die unehrlich waren, kaputt gemacht. Der hat ja ihre Ja, Tricks er ging in ihren Tempel gezeigt. und sagt, ihr macht das Haus meines Vaters zu einem Marktplatz. Und die haben glaubt, Jesus ist verrückt. Ja, weil er die Tische umgeworfen hat vor denen, weil die haben da Geld gewechselt im Tempel. Ja, also Okay. er hat quasi ihre Religion eigentlich Auch das auseinandernehmen mit wollen. den Schweinen, Ares, auch das mit den Schweinen, was sie gemacht, warum haben sie Schweinfleisch verboten? Weil die Menschen haben Schweine zum Opfer gebracht und die Schweine waren nicht viel wert, ne? Die gebären viel und die sind billig. Die wollten keine Schweine, weil die haben die nicht geschlachtet, die haben die rausgebracht und wiederverkauft. Dann wollten sie nur Lamm oder Rind haben. Der hat das auch, deren Trick auch erklärt und gesagt, das geht nicht, warum verbietet ihr Schwein? Also ein Opfer sollte egal was sein. In dem Sinne. Jungs, ich habe nur eine Frage, bitte. Wie viele Muslime werden heute, Stand heute, verfolgt? Verfolgt. Verfolgt, Herr Devri? Verfolgt. Boah, ich bin dir ehrlich. Google mal. Also Google das. ich kenne kein Land, ich kenne kein Land oder beziehungsweise keine Gruppierung, ja, die anhand, außer natürlich jetzt irgendwelche, sage ich mal, ja, rechte Gruppierungen, die wir haben, die aber dann nicht nur Muslime, sondern wirklich andere Nationen verfolgen. Ja, es geht da nicht nur um die Muslime, sondern es geht dann da wirklich um Ausländer. Andersstammige. Ja, in Amerika findest du solche Gruppierungen in Übermasse. Ja, und wir haben auch solche Gruppierungen auch in anderen Ländern. Aber dass wir jetzt sagen, es gibt wirklich eine Gruppierung, die nur Muslime verfolgt, Leute, ich kann findest es du nicht nicht. finden. Ich suche und ich suche die ganze, ich Ja, es suche gibt schon seit keine. 10 Minuten. Also, ja, Debri, dann wie muss eine viele Frage Christen? hingehen. Ich sag, War das meine sehr gute Frage. such, Ihr such, versteht mich komplett falsch. war kurz, Ich sage kurz, sogar, guck Debri, mal, ich sage dir war kurz, sogar, Debri, ja. lass doch die Vergangenheit. Wenn wir die Vergangenheit in Ja, den aber ihr Mund habt ja. nehmen, dann können wir hundertfach das Gegenteil belegen. Wenn du das möchtest, dann machen wir das. Das ist kein Problem. Nein, Aber, ihr habt mich jetzt, Debri, sag nein, mir sonst. Stand Nein, nein, heute. guck mal, du drängst mich gerade in eine Ecke. Du drängst mich Ja, gerade in eine gern, Ecke, wo sehr ich gerne. überhaupt nicht hingehöre. Soll ich dir sagen, Er warum? war doch, er ist doch selber verfolgt. Er ist doch selber Ich verfolgt. Er ist sage doch dir, selber Alevite. ich sage Debrim ganz und ehrlich. ich waren in den Kommentaren die besten Freunde.
Nein, ich er ist mag ja ihn, ist Alevite, alles er ist ja okay. selber von dem Ganzen betroffen, aber ich verstehe Ja, schon, was er meint. Guck mal, ist ja alles okay. Devrin, ja, richtig, es gab, also ich weiß, dass es das auch gab, ja, ich weiß aber nicht mehr, wann genau das war, mit dieser, sag ich mal, mit dieser Taufgeschichte und dass sie dann die Leute verfolgt haben, die sich nicht taufen lassen haben, richtig, das gab es, aber das war, guck mal, das kam wieder von Menschen heraus und nicht von der Lehre heraus. Der Unterschied, warum die Menschen oder die Leute sich heute, sage ich mal, beschweren, beziehungsweise warum sie ein Problem damit haben, ist es, weil es ein Teil der islamischen Lehre ist, diese Verfolgung, ja, dieses, sage ich mal, das Blutvergießen von anderen Gläubigen, das ist fest in der Lehre etabliert, ja. In der christlichen Lehre, ganz im Gegenteil, findest du das nicht. Der einzelne Mensch, ja, oder sage ich mal, vielleicht, dass eine Kirche sich da hingestellt hat, ja, ob es die katholische Kirche war, ob es die evangelische, ob es die orthodoxe Kirche war oder ob es irgendeine Gruppierung von Christen ist, ja, die haben das aus eigenem Interesse gemacht, aber nicht, weil es irgendwo in den Schriften vorgegeben ist oder vorgegeben war, dass sie das machen müssen. Verstehst du? Das ist der Unterschied zwischen der christlichen Lehre und der muslimischen Lehre. Ja, in der muslimischen Lehre findest du es knallhart, sage ich mal, im Koran und in den Hadithen, ja, dass das ja Gesetz ist, dass die das tun müssen, ja, dass die das tun sollen und tun müssen. Und in der christlichen Lehre findest du das aber Genau, ja, alles auf das nicht. wollte ich hinaus. Darum geht es ja, verstehst du? Das Aber ist der Punkt. Panischer, was ist denn der Unterschied, ob die Kirchen eben solche Gerüchte auf die Welt setzen und Leute zwangstaufen lassen? Ich meine, es ist doch trotzdem irgendwo eine christliche Debatte dann oder ein christliches Ereignis, was an den Juden ausgeübt wurde, oder? Das ändert Guck doch mal, nichts an der Tatsache, oder? erklär ich dir. Ich erkläre dir jetzt eine ganz kurze Sache. Die nimmt man im Leben immer mit. Wenn ich heute auf die Straße gehe, ja, in ein Land, was noch gar nicht die Möglichkeit hat, wo die Leute noch gar nicht die Möglichkeit haben, sich so zu informieren oder gar nicht so darüber zu wissen. Heute haben wir das Internet, heute ist jeder aufgeklärt, heute kann jeder sich selbst informieren. Aber früher war das so, Bruder, du bist einfach in ein Dorf gegangen, ja, wenn du gesagt hättest, folgt mir, kein Mensch würde dir folgen als Mensch. Warum sollen sie dir denn folgen? Wer bist du denn, dass sie dir folgen? Aber sobald du da hinkommst und sagst, folgt mir, und du zeigst denen eins, zwei Sachen und sagst, Gott hat das gegeben. Gott will das so. Dann folgen dir alle. Sie nutzen den Namen Gottes aus, um ihre Macht auszuspielen. Ja, guck mal, jeder islamische Krieg wird im Namen Allahs geführt. Warum? Weil ansonsten würde kein Moslem aufstehen und ein Schwert ziehen, wenn es nicht für Allah ist. Ja? Und genauso ist das auch, sage ich mal, bei den Kreuzrittern damals gewesen. Ja? Die Kirche hat gesagt, macht das im Namen Gottes, aber es hat nichts mit der Bibel, nichts mit der Lehre, absolut nichts zu tun. Ja? Sie waren davon überzeugt, diese Menschen, die gehandelt haben, dass es von Gott kommt, dass Gott ihnen diese Freigabe gegeben hat. Ja? Gott ist der Schlüsselpunkt für jede Gruppierung, die du zusammensetzen kannst. Ja? Brauchst du ja eine Überzeugung, eine Ideologie. Ja, und du musst diese Ideologie finden, woran Menschen glauben, wo Menschen hinterherlaufen. Und die mächtigste Ideologie, die du auf diesem Planeten hast, ist einfach Gott. Mit Gott kannst du so viele Menschen ziehen, wenn du denen einfach, sag ich mal, irgendwas gibst und sagst, das ist aber Gottes Wille, verstehst du? Und gibst dir und trichst das denen das so ein. Ja, kannst du damit alles erreichen, was du willst. Alles, was du willst, kannst du damit erreichen, weil so schließt du Leute zusammen, ja, selbst die schlimmsten Feinde, ja, tun sich in diesem Moment zusammen in Gottes Namen. Ja, ich bekomme Burnout, ja. Und dann ist die Frage, wie war sein Leben, dass wir sagen können, er ist wirklich im Namen Gottes gekommen. Und nicht vielleicht wie jener, wovor die Bibel warnt. Ja, ich will also schon mal, Ares, verstehe mich nicht falsch, ne? Also, also ich mag es ungern, wenn man mich in eine Ecke drängt, vor allem wenn ich selber von einer, sagen wir mal, Dann hast du Repression. eine Frage gestellt, deswegen. Ja, alles gut, alles gut. Aber ich gehöre selber einer Minderheit an innerhalb des Islams. Und wie gesagt, es wurden schon etliche, also wenn der IS damals, also wenn ich in dem Gebiet, wo die IS gelebt hätte, ihre Machenschaften dort gemacht hätte,
ich wäre genauso gut einen Kopf kürzer. So, verstehst du, was ich meine? Deswegen drängt mich nicht in eine Verstehst du Ecke, dann auch? wo ich überhaupt nicht hingehöre. Nein, na, ich möchte dich ja nur erleuchten. Also Aha. nicht Illuminati, ja. Dein Glaube für dich und mein Glaube für mich. So, Aber alles ich gut. sag dir nur, ja, wenn ihr dazu aufgefordert werdet, das zu tun, ja, dann du kamst ja hier rein und meintest, es gibt keine Sklaverei im Islam. Nein, das war ich nicht. Wie gesagt, ich kenne Doch, mich. das Ich, waren deine nein, ersten das, Worte. nein, nein, das war ich nicht. Das war ich Das nicht. war Ozan, glaube ich. Ja. Das war ich nicht. Also ich kann dir darauf schwören, dass ich das nicht gesagt habe. Ja, das war der Ozan, der Ich war. kann es dir kurz fassen. Ich weiß nicht dann, wie lange du noch bleibst, aber Gott will uns frei machen, ja, in dem Sinne, weil er uns liebt. So wie dein Vater dich liebt, trotz seiner Fehler, liebt er dich noch immer. Und so ist Gott auch nur zigtausendmal mehr in Liebe, ja. Und Gott er ist macht uns in dem Sinne barmherzig. frei. Genau. Und das ist wahre Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zugleich. Ja. Er hat das Leben angenommen eines Sklaven, eines Menschen, dass wir nicht sagen können, das ist unfair, er war Gott. Ja, natürlich kann er für uns also so die Sünden verzeihen. Nein, er hat auch gelitten, ja, so wie ein Mensch, damit wir, dass es durch einen die Sünde rausgetragen werden kann, die Adam reingebracht hat. Und der Glaube jetzt als Geschenk anzunehmen, nur durch sein Werk, das ist die Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zugleich, weil er hat jemanden bestrafen lassen, sich selbst, ja. Es ist ja seine Kreation. Und er ist selbst diesen Weg gegangen. Und wir sind nicht so blöd und sagen, schau, es gibt, weiß nicht, 14 Propheten in der Bibel. Jetzt kommt ein neuer und wir alle glauben auf einmal, es ist Gott. Ja, die Bibel macht einen klaren Leitfaden bis dahin, erklärt alles. Ja, und wer? Sorry, nach mir werden viele Falsche kommen, ungefähr so. Ja. Und jetzt gibt es aber einen Antichristen, wie wir im Fernsehen sehen, wie der Satan wirkt mit dem verkehrten Kreuz. Schießen alle immer nur gegen das Kreuz und gegen sein Werk. Ja. Und wer macht das noch? Die zweite Religion, die gekommen ist, verleugnet auch sein Werk. Das, die Bruder. Barmherzigkeit, die Gnade. Und was ich dir auch sagen will mit den letzten Antworten ist, wir haben das nicht in den Schriften und bei euch eben schon. Und ge gerade gegen Christen, verstehst du? Jemand will explizit die Juden und Christen verfolgen. Bruder, ich bin Und nicht, nicht Muslime. ich bin Ja. nicht, ich bin ja. Ich lasse das nur als Denkanstoß mit. Auf meinem Alles Profil gut. findest du sowieso die volle Wahrheit, wenn du Alles gut. wirklich Ich suchst. bin ja auch eigentlich gar Ja. nicht hier oben, um eine religiöse Debatte zu führen. Ich lasse das, was du gesagt hast, im Raum stehen. Da kann gerne von irgendjemand anderem, ein Sunnite kann ja hochkommen, weil eigentlich ist das, was du vorwirfst, ja den Sunniten. Meine Lehre, wie die alawitische Lehre ist, bei uns gibt es keine gewaltigen oder Hadithe, die zu einer Gewalt ausführen, gibt es bei uns nicht. Bei der alawitischen Lehre. Kann gerne irgendjemand hochkommen, der sunnitisch geprägt ist und mit euch darüber debattieren, aber ich halte mich da raus, ich sage euch ehrlich, ich habe damit nichts zu tun. Und Also bist Devrim, du jetzt. Ja, bitte, Ibi. ich habe eigentlich eine Frage an Babu. Ach so, okay. Dann kann ich ja Ja, wieder runter, oder? nein, bleib. Wegen dem Kreuz, ist das bei euch auch so, also so wie du es gelernt hast, sorry, dass Shaitan auch ein das habe ich noch nie gefragt, das interessiert mich jetzt extrem. Dass es bei euch auch ein umgekehrtes Kreuz gibt oder nicht? Umgekehrt, also verstehst du nicht bei uns im Islam? Wie ein umgekehrtes Christ, verstehe ich nicht. Ein umgekehrtes Kreuz. Bei uns hat Satan ein umgekehrtes Nein, Kreuz. nein, nein, nein. Aber wir erkennen ja den Kreuz nicht. Aber warum hat denn bei uns Satan ein umgekehrtes Kreuz? Also das umgekehrte Kreuz steht für mich für das Petruskreuz, ganz einfach. Weil Petrus sich damals umgekehrt kreuzigen lassen hat, weil er gesagt hat, ich bin es nicht würdig, genauso wie der Herr ans Kreuz zu gehen. Ja, das ist mir klar, aber das wird extrem verbunden mit dem Vater.
Ja, aber warum? Wer hat das denn gemacht? Ist das von unserer christlichen Lehre auch so? Nee, 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 nicht von der christlichen. Das kommt von den, sage ich mal, von den Okkulten, ja, von den Satanisten. Ja, deshalb Ja. frage ich, ob das, Aber das hat aber eigentlich gar nichts damit zu tun. Ja, nur weil sie verwenden das natürlich, das ist auch im Kopf und im Munde aller Menschen. Ja, es hat aber eigentlich eine ganz andere Bedeutung, das umgekehrte Kreuz. Also es ist eigentlich gar nicht satanisch. das ist mir klar, aber es wird trotzdem so im Okkultismus verwendet. Ja, leider ja. Aber Und es ist deshalb so. frage ich, ob das auch so im muslimischen Glauben ist, weil ich das Ja, wirklich nicht weiß. Das ist ein Punkt, das ich wirklich nicht weiß. Deshalb habe ich gedacht, ich das ist das frage einfach Problem, mal. fand ich ja, weißt du. Ich bin jetzt nicht gegen Orthodoxen oder Katholiken. Ich denke mir immer, sie werden ja auch reingeboren. Aber das Problem, so wie ich auch damals, ja, ich habe nie was mitgenommen und die Leute machen das einfach so eine schlechte Erfahrung, dass sie einfach nicht zu Gott finden können. Sie nehmen nichts mit. Also ich habe mein ganzes Leben lang nichts mitgenommen, Wie, gefühlt. Und warte kurz, dazu die Ares, Akte. wie meinst du Warte, eine warte, schlechte warte mal. Erfahrung? Liegt das Weißt du das? denn an der Kirche oder an der Lehre, dass sie nichts mitnehmen, oder liegt das am Menschen? An der Art, wie sagt man das, Gottesdienst halten? Wie halten wir denn Nennt unser man das auch Gottesdienst? so? Okay, ja, natürlich nennt man das Ja, so. Gottesdienst. So, wie halten wir denn Ich unser war in meinem Gottesdienst, Land Ares? und in meinem Heimatland und sie haben meistens gesungen und ich habe nichts verstanden. Ich habe mich da hingebeugt und zugehört, etwas, was ich nicht verstehe. Dann eben der Weinrauch, in jeder Kirche immer gleich. Das war's. Aber guck mal, da fängt doch das Problem an, Ares. Du verstehst es nicht. Ich verstehe es. Jeder andere, der in die Kirche geht, ja, und zwar wahrhaftig, versteht es. Denn das, was gesungen wird, ja, ist nichts anderes, ja. Das sind Lobpreisungen des Herrn, ja, und es wird aus der Bibel ganz normal auch vorgelesen, beziehungsweise zitiert, ja, und gebetet. Aber nur weil du es nicht verstehst, ist doch nicht die Kirche daran schuld. Guck mal, es liegt doch Wenn eine in andere deiner Sprache meint, Aufgabe. oder? Bitte? Guten Morgen alle. In Latein oder was wird das Guten Volk Morgen. gesungen? Na, ich gehe in den aramäischen Gottesdienst, ja. So, ich verstehe es. Und auch wenn es auf Latein wäre, ja, und ich würde es nicht verstehen, dann würde ich, weil es in meiner Verantwortung liegt, einfach mal zum Pfarrer gehen oder zum Priester gehen und sagen, hey, ich verstehe diese Sprache nicht. Kann mir das bitte jemand übersetzen? Aber jetzt pass auf, jetzt sieht man halt die Menschen und ich meine auch wirklich Tausende in meinem Umfeld, die hören damit auf, die machen gar nicht weiter, weil die Kirche führt eben die ganzen Sachen ein, wo wir uns Christen, Nachfolger Jesus, dann eigentlich schämen und rechtfertigen müssen. Ja. Zudem Schämen, haben wir. wofür schämen alles? Es gibt den Ja. Samen, guck mal, Allein den muslimischen du kennst doch das Vorwürfen den Gleichnis, Leuten. Ares, Panischer, Ares, du kennst Panischer, doch nur das kurz. Gleichnis mit den Samen, oder? Was der Herr gesagt hat. Panischer, nur kurz. Wofür schämen? Für die Akte der Kirche und Dinge, die sie tun, werden uns dann vorgeworfen, Ist ja, als Nachfolger sorry, Jesu. es ist mir egal, was mir sorry, vorgeworfen wird. Wenn ich an etwas glaube, dann kann mir jeder, sogar meine Mama und Papa, können mir was vorwerfen, wenn ich Ja, aber ich dazu meine, stehe. dass Dann dann mit der Kirche kommt, mit Kirchenverhalten und nicht biblisches, das meine ich. schau mal, auch ein Kirchenverhalten ist eine Tradition. Das ist ein Brauch. Und ich kann nicht hinter diesen Heuchlern stehen, wo Menschen verurteilen oder Kinder vergewaltigen. Natürlich nicht. Aber ich kann hinter den Menschen stehen oder für mich als Katholikin sogar hinter diesen Heiligen, die versucht haben, so weise und so sauber wie möglich danach zu leben. Natürlich auch, wir alle sind Sünder. Und besonders diese, das sind schwere Sünder, die gehören in den Knast und Punkt. Ja, aber Entschuldigung, dass ich mal dazwischengrätsche. Ich habe da mal eine Gerne, Frage, weil du Stichwort Tradition und Brauch genannt hast. Hat denn Jesus Christus Tradition geliebt, laut Bibel, oder hat er es gehasst? Jesus Christus hat eine
Kirche hat Ja, das ein wollte Ort, ich fragen. Hat er Jesus es geliebt? Christus, Hat es geliebt oder hat er Jesus es geliebt? Christus, ne, er hat es nicht geliebt, er hat es erschaffen. Er hat einen Ort erschaffen, Er hat Eden sogar war es so. verachtet. Ja, er hat sogar verachtet, ehrlich gesagt. Ja, Er hat es nicht das ist das, was er mit den verachtet. Pharisäern gemacht hat. Er hat gesagt, ihr Schlangenbrot, hat er sogar gesagt. Ja, ich will hart, Okay, so wie er es macht. Ich will es und so hart machen, wie es er macht, weil somit okay, hat er die Leute aufgeweckt. und okay. Wo soll ich hin, wenn ich abgesehen davon, dass ich nicht oft in der Kirche bin und sowieso zu Jesus Christus bete, Es ist hat egal. Es ist eh Genauso wie gut. er sagt es auch. Es ist ja gut, dass du das machst, aber ich habe erfahrungsgemäß, ich habe so viel geprüft in den Kirchen, wo ich war, und auch seit der Kindheit einfach irgendwann einen gemeinsamen Nenner gehabt. Hast Ich du es weiß durch Gott, hast du es durch Gott geprüft oder hast du es ja, durch ich die bin Menschen sehr überzeugt geprüft? davon, weil pass auf, ich bin eben ursprünglich Rumäne, ja, und in meinem Land ist Es ist ja 90%. egal, ich bin ursprünglich Kroatin. 90, Aber die ja, aber in Frage meinem ist, Land will ich hast du sagen, es? ja, das Ja, in sage ich meinem dir jetzt. Land ist es extrem. Okay. Aber Genau, bei hast mir du auch. es durch Orthodoxie, Gott? ja. Ich verstehe das, ja. Ich will Deshalb auch sage darauf ich. antworten, Aber gerade. Leute, hast du es Leute, durch ganz Gott kurz, ganz geprüft kurz, oder durch die bitte. Menschen? Ich hab mal eine andere Frage an euch. Lasst mal kurz das Christentum beiseite. Eine andere Frage, Leute. Wir reden ja hier tagtäglich mit Muslimen, ja? Welcher Islam ist jetzt eigentlich der richtige? Der sunnitische oder die Koraniten oder die Schiiten? Welcher von diesem Islam ist der richtige, Leute? Panischer, ich habe keine Ahnung, ich kann das Nicht, nicht genau. beurteilen. Babu, der kann dir eigentlich besser darauf antworten, wenn er nicht gerade Nein, nein, weggeguckt ich will die Antwort von euch haben, nicht von Babu. Babu weiß das, ja? Ja, Also ja. gewisse Ich möchte das. Menschen sagen, gewisse Menschen Ja, die sagen, Sunniten würde ich sagen, mit der Sunna, oder? okay, die Sunniten mit der Sonne, warum? Weil ich das, also weil ich meistens gesehen habe, die Hadithe werden in der Sunna, hat das einen Bezug auf Sunniten, also Hadithe? Kann es sein, also kann es vielleicht Ich auch damit glaube, zusammenhängen, dass ja der erste Kalif damals, sage ich mal, weil er ja, sage ich mal, ein Sahaba war und so, und nicht Ali, obwohl, es das heißt ja eigentlich stand ja Ali der rechtmäßige Platz als Nachfolger zu, ja, aber es war ja ein anderer Kalif und deswegen ja eigentlich auch die Sunniten, oder? nee, eigentlich gar keine. Nein, Weil nein, wir reden gerade von Islam. Wie gesagt, wir reden gerade von Islam. Welcher Islam, die richtige Ausführung des Islams ist, ja, der da ist. Der Islam ist da. Ob der Islam die Wahrheit ist oder nicht, ist nicht die Frage. Nur welche Ausführung des Islams ist die richtige? Die schiitische oder die sunnitische? Oder halt die Koraniten? Okay, willst du damit irgendwie das mit der Katholiken und Christen vergleichen? Ist Soll das ich dein das? Ziel? Nein, soll ich das damit machen? Nein, das wäre in Jesus Augen sehr schlimm, weil er ist gekommen, um zu beweisen, dass Religionen nicht von ihm sind, weil sie der Auslöser sind, dass er gekreuzigt wurde. Ja, Aber guck somit mal, würde ich, warum da möchte ich springst du, nie guck mal, einbezogen. warum machen Christen dasselbe wie Muslime jetzt und springen vom Islam aufs Christentum? Ich möchte gerade hier einfach nur das Thema wechseln, damit Geschwister sich jetzt hier untereinander nicht die Köpfe einhauen. Ja? Ach Das so, ist nein. das, Guck was mal, ich ich habe gerade nur. mache. Also springt doch Ach jetzt nicht so. wieder zurück aufs Christentum. Na, ich dachte, du willst irgendwie einen Vergleich machen und damit Nein, sagen, dass ich mach die keine Vergleiche. Ich habe einfach Orthodoxen nur keinen zuerst Bock. waren. Ich habe einfach nur gerade echt keinen Bock, ja, mit jemandem von euch, da ihr auch Christen seid, ja. Ich bin zwar orthodox, ja, ich bin in der Kirche und wir haben unsere, sage ich mal, unsere apostolische Lehre, ja, aber trotzdem. Trotzdem sehe ich euch als Geschwister an und bin auch der Meinung, dass auch ihr errettet seid, ja, weil Ja, ihr den das Herr Jesus sage ich Christus auch. am Kreuz angenommen habt. Ja, ich möchte keinem von euch das Heil absprechen, würde ich auch niemals machen. Ja, Mein Gott. Danke, guck mal, ich Panischa. sage dir ganz ehrlich, weder ich, ja, noch du, noch irgendein anderer Christ, ja, weiß, ob er wirklich zu 1000% alles richtig gemacht hat oder nicht. Das werden wir sehen. Ja, wenn wir vor dem Herrn stehen, werden wir sehen, ob wir ihm gerecht geworden sind oder nicht.
Ganz einfache Sache. Ich überlasse da kann das ich dir beantworten, ja? Dass wenn Amen, du das Bruder. Mit Jesus verstanden habt und angenommen habt, ist es im Prinzip egal, wie du sagst, orthodox, katholik, ja. Die Bräuche, ich habe nämlich extra nachgefragt, deswegen. Ich habe gesagt, so viele sind... Bruder, Sham, Uchti, habe ich dir gesagt, Sham? Sham, fetch dir mal, wenn du habt Gurishi. Ich glaube, die ist eingeschlafen, Bruder. Ich schicke sie runter, glaube ich. Dann sind die keine Spenden mehr. Ja, ich schicke die runter. Die kriegt ja sowieso keine Spenden mehr. Schick die runter. Die sollen ein anderes Stream gehen. Ja, worauf also, ich hinaus war, es spielt im Endeffekt eh keine Babu, Rolle. Ivi. Babu. Ja, Bruder. Das ganz kurz, Bruder. Babu. Das ist Mani. Ja. Nein, sag mal. الله يخليك سكر هالموضوع على المسيحيين انا هلا والله تدعس على راسهم خليه يسكروا الموضوع قول لهم انا هون بس بكلم على على الثانيين وخلي يسكروا هلا الموضوع خلاص اوكي شو قلت بس زاك über was mit Ali und so, ne? Ali hat sich ja beschäftigt mit der Leiche von Mohammed nach dem Tod von Mohammed mit Fatima und so. Die anderen, Abu Bakr und Omar und die anderen haben sich dann um die Macht gestritten, ne? In einem Ort, der hieß Saqifat Banu Sa'ida. Saqifat Banu Sa'ida, die haben sich da gestritten um die Macht, ne? Die interessierten sich nicht für Mohammed. Aber die Sunnite sagen, wir leben wie die Sunna vom Prophet, also wie der Prophet gelebt hat, was er gemacht hat, wie er gebetet hat, wie er geschlachtet hat und so weiter und so fort. Also die sagen, wir sind die so nah an Mohammed leben oder so, wie Mohammed gelebt hat, auch leben. Was mit Ali danach passiert, sie sind, dass ja auch politische Sachen dann passiert, gell? Und das hat ja auch die Alawiten oder die Ali folgen, die Schiiten auch irgendwie beeinflusst, ne? Und auch, die haben eine andere Art und Weise zu glauben, ne? Und ich glaube, das war ja eher politisch danach. Dann hat Abu Bakr die Macht bekommen, danach Omar, danach Uthman und Ali erst als Letzte. Eigentlich, man sagt, Mohammed wollte, dass Ali ihn folgt. Aber die haben die Chance ausgenutzt, dass die mit Leiche beschäftigt waren und haben dann halt quasi die Macht übernommen, die Sunniten. Ja, ich würde gerne, wenn wir weiter über den Islam reden, weil, wie gesagt, mit Christentum kenne ich mich nicht aus und dann... Ich weiß nicht, ob die Freunde im Chat... Ich wollte noch kurz Ivi beantworten. Sie hat gefragt, ob durch Gott oder aus mir selbst. Also ich musste sagen, ich habe wirklich offen mein Herz ausgeschüttet vor dem Herrn. Ich war also schon so am Ende des Lebens, obwohl ich alles hatte, was damals ja das Fleischliche so wollte. Aber ich wusste, dass es schlimm ist. Ich habe in meiner Kindheit von einem Gott gehört, habe das Gebet gemacht, aufrichtig in Tränen. Und am nächsten Tag kam eine Person auf mich zu, die sonst nie auf mich zukam in meinem Leben und lud mich in ihre Gemeinde ein. Ja, und dann habe ich halt da angefangen und habe erstmal versucht zu verstehen, warum sind die so fröhlich, ist das echt? Die umarmen mich beim Begrüßen, was ist das hier alles? Und dann durch die Gemeinde konnte ich Jesus kennenlernen. Also die Frage, vielleicht kannst du sie dir beantworten, ob es Gott war, ja, aber einen Tag später, wie gesagt, durch diese Gemeinde konnte ich zu Jesus finden, nach meinem Gebet, was ich zuvor seit der Kindheit in der Kirche nie von Jesus erfahren habe. In welcher Gemeinde? Ich frage dich einfach jetzt ganz ehrlich. Ja, damals habe ich auch gefragt, sie meinten, sie leben nach der Bibel, also freie Kirche. Ja, ja, ist ja okay, ist ja kein Problem. Solange du den Weg, wie Pani schon gesagt hast, zu Jesus findest, ist ja okay. Sag ich aber auch. Ich mag es nicht, wenn man sagt, ja, ich bin mit dieser Kirche aufgewachsen oder ohne Kirche oder wie auch immer und diese Kirche ist richtig, diese ist falsch. Ich finde das, für mich ist das eine Sünde, weil ich habe nie die Freikristler irgendwie verurteilt. Ich habe es auch schon kommentiert, ja, aber nicht verurteilt und ich finde das einfach nicht richtig. Das wenn, sehe du ich auch. Wenn du deinen Weg nicht in der katholischen oder in der orthodoxen Kirche gefunden hast, ist das ja absolut in Ordnung, aber jemanden zu verurteilen oder irgendetwas dazu, ja, aber etwas dazu zu kommentieren, du hast ja über die, sorry, nur kurz.
Du hast über die Kirche gesprochen. Ob es jetzt die Freikirche, also die Freikirche ist oder die orthodoxe oder die katholische oder sonst irgendetwas, du hast darüber gesprochen. Und ich finde das ehrlich gesagt nicht richtig, weil wenn wir den gleichen Weg sehen, ich habe auch ein Zeugnis erlebt, ich habe das heute das erste Mal erzählt, Babu war dabei. So, also das richtige Zeugnis, ich habe nicht nur eins erlebt, aber so das wahre für mich. Ich finde es einfach nicht richtig, weil du kannst Menschen unsichere, also mich sicher nicht, aber du kannst gewisse Menschen, die noch nie was erlebt haben und auf der Suche noch sind und in der Hoffnung, kannst du Oh. voll vertreiben Retten. mit deinen Kommentaren. Retten. Bitte, Ja, um bitte, es dürfen wir wieder abschließend. zum Islam, Freunde, bitte, dürfen wir wieder zum Islam, bitte. Ja. Also es gibt Wir viele wechseln. Muslime im Chat. Es gibt viele Muslime im Chat, Ich ich schließe noch ab mit einem Satz. Ja, ich schließe ab mit einem weiß. Oh, Satz. mit Can streite ich gar. Eine Sekunde, nein, nein, Jan, Digga, was ist schon wieder los, Lan? nur Islam, bitte, Jan, nur Islam. Ich wollte, nein, wir haben vorhin über Christentum diskutiert, nur stundenlang, Leute. Reicht, jetzt über den Islam wieder. Digga, ich habe Muslime vorhin im Chat. schon über Christentum Ja, diskutiert, haben wir Digga. so lang, ja. Leute im Chat, Muslime, traut euch, Leute, kommt, verteidigt eure Babo, Religion. Ja, Bruder. was geht? Es geht hier eigentlich um Islam. Ja, Ahmed, die viele Leute wollen über den Islam lernen und ein bisschen mehr wissen. Digga, dann sollen die Koran lesen, Ich habe auch Digga. vorhin, ich habe vorhin, ich hab euch vorhin gesagt, wo die über Sklaverei geredet haben, der wollte mir einreden, dass nein, der Plan vom Islam ist, die Sklaverei zu ändern. Ich habe ein Hadith rausgeholt und das war Punkt. Deswegen, ich mag, wenn Muslime hochkommen, aber ich lasse auch gerne Zeit für Muslime damit, weil ich mag es nicht, dass ich das Thema direkt beende. Und Oh, ja, ich hatte. Babu, dann bitte schmeiß mich raus. Ich Nein, Schwester, wieso denn? kann über den Koran mitreden. Ich habe den schon mal gelesen. Gerne, ja. Weniger oft als die Bibel. Ich habe den Koran nur Aber einmal Kardeşit gelesen. senden. Aber so die Hadithe und so Aber. weiter. Ja, nein, ich wollte nur was sagen. Also als ich Hadith gelernt habe, ich habe gesagt, ne, Mohammed sagt, dass der jüngste Tag kommt oder der Qiyamah kommt, wenn eine Sklavin ihre Master gebärt. Und er sagte mir, nein, das heißt, wenn ein Mann seine Mutter zur Sklavin macht, das stimmt nicht, weil der sagte direkt, eine Sklavin ihre Master gebärt, also die wird schwanger und ihr bringt ihre Master zur Welt. Das ist ja auch der Sinn der Sache hinter dieser Qiyamah, dass da Sachen passieren werden, die unvorstellbar sind. Und dass eine Sklavin ihre Master gebärt, ist ja auch so unvorstellbar, was für sie. Deswegen haben sie so ein Beispiel damit gemacht, dass alle Wenn unvorstellbaren Sachen werden passieren an diesem Tag, ne? Die Ivi, Frau will das Kind von ihrer Brust wegschmeißen. Und Ivi, Jan, unterbrich, was Jan, machst unterbrich Babu nicht, bitte. Ivi, du? Jan, ich rede oh, Jan, gerade. Das hast du getrunken. Nein, Spaß, Stunde Spaß, alles gut. Ja, aber Jan, nein, Stunde schon, die Bruder, hören Alter. mich nicht. Das Die hören mich falsche Becher, den du gerade zu dir nimmst. Nimm mal andere Becher. Nicht, wenn du so weitermachst. Das ist, ich muss nur noch mal wiederholen. Das ist nicht schön. Ich mache nur Spaß, alles gut. Ja, nur damit sie, es müssen die moderne Muslime versuchen, es schöner zu Stellt Ihnen interpretieren. eine leichtere Frage, würde ich sagen. Ein Kumpel von mir wollte sich konvertieren zum Islam, sagt er, und er fragt, ob die 72 Jungfrauen männlich oder weiblich sind. Es gibt Frauen und junge Kinder, also beide. Ist das nicht so, dass Digga, ich bin noch nicht schwul. Kinder, sie dürfen auch Kinder Warum haben im nennt Koran Islam? dich, Alter? Es gibt ja auch Frauen, die Muslime sind, oder? Nein, es gibt in den Koran, nein, nein, für Männer. Es gibt in den Koran, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und dann steht auch, leihen sie von so kleine Kinder, die sie bedienen, die denen zu trinken geben. Kleine Kinder sehen aus wie Perlen, wie gestreute Perlen, und die bluten nicht. Also das steht in den Koran, dass Kinder nicht bluten. Ja. Oh mein Gott, ich möchte das gar nicht wissen. Sprich nicht Ja, aber das weiter, steht in dem bitte. Koran, das steht ganz klar. Aber ich hab eine andere Frage. Steht nicht irgendwo, dass man auch also im heutigen Leben Tiere darf? Nur in einem Also Mohammed Hadithen? sagt, tötet, wer das macht und tötet das Tier auch, damit das Tier keine. Na, nein, 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 aber man darf Tiere auch Ja, vergnügen und natürlich, so. es gibt sogar ein Video von der Taliban, wie sie eine Ziege missbrauchen und der Typ guckt, schaut es sich schnell mit dieser Kamera.
und der geht der Erste, der missbraucht sie und der andere betet und dann kommt der andere, fährt zum Gebet und nimmt sie, eine Ziege, und am Ende erschießt sie alle diesen Amerikaner. Es gibt ein Video davon. Halt diese religiösen Dings. Ja, bleiben wir bei einer Frage, oder? Die Wahrheit. Ja, also es verwirrt mich, Leute. Panischer, du weißt das doch auch. Du Stunden, Leute, bin ich 10,5 Stunden live. Ich wollte das mit der Sklaverei zu Ende bringen. Ne? Also das heißt, dass die Sklaverei nie aufhören wird bis den Yom al-Qiyamah, bis ans Ende der Welt. Und da kann mir keiner sagen, dass der Islam gegen die Sklaverei war oder es gab einen Plan, um die Sklaverei zu beenden. Gibt's nicht, war noch nie deren Ziel. Mohammed war komplett dagegen. Gibt mehrere Hadithe, wo er Leute beschimpft hat, die die Menschen befreien wollten oder die Sklaven befreien wollten. Und das mit der Sklaven befreien, wenn man eine Sünde begeht, ist ja das nur eine Moslem-Sklave befreien, also keine ungläubige Sklave. Das war keine... Ja, John. Magst du Atatürk, Bruder? Ich weiß nicht, warum du jetzt mein Thema enden willst. Ich verstehe nicht, was du hier gerade versuchst. Ich weiß nicht, ob du besoffen bist. Ist das dein Ernst? Also ich nehme dich ernst, obwohl du jung bist, aber du verhältst dich gerade daneben. Okay, Bruder, ich gehe raus. Ich bin eh müde, Digga. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ja, also Dings, gute Nacht, Bruder. Gute Nacht. Danke. Ja, Babu, steht das, ob die 72 Jungfrauen männlich oder weiblich sind? Frauen, ja, 72 Frauen und Kinder, das steht im Koran. Aber der Panischer weiß, was ich meine. Der Panischer weiß 100%, wo das mit den Tieren steht. Ich weiß, wo das steht, aber das ist ein Hadith. Ich kenne diesen Hadith, aber lasst mal ganz kurz Babu sein Thema zu Ende machen, erklären, was er gerade angefangen hat. Und wenn er fertig erklärt hat, dann können wir gerne eine neue Sache aufmachen. Aber während mitten im Thema, Leute, ich beobachte das in sehr vielen Lives, ja, das machen sehr viele. Einer erklärt ein Thema und mitten im Thema schmeißen die neue Sachen rein. So kann man nicht aufklären. So kann man auch nichts lernen und nichts verstehen. Ja? Also ich bin sehr dankbar dafür, dass der Babu sich überhaupt diese Zeit nimmt und das mit uns macht, ja? Weil ich lerne durch ihn auch sehr viel. Lasst ihm bitte mal alles erklären, was er dazu weiß. Sorry, Babu. Nein, alles gut, das verwirrt mich aber manchmal. Und damit ich zurück zum Punkt gehe, finde ich nicht mehr, wo ich war. Das ist das halt, wo war ich nochmal. Ja. Dass man nur einen Moslem-Sklaven befreien darf und nicht einen Ungläubigen. Und auch diese Fälle, wo man die Sklaven befreien muss, zum Beispiel gibt es nicht mehr heute diese Sünden. Gibt es zum Beispiel Al-Zihar. Al-Zihar war das so damals, wenn die sich scheiden wollten, die Männer, haben die deren Frauen gesagt, Anti ala yaka dahri ummi, du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter. Nur das war für sie einfach unmoralisch, das war für sie schlimm genug, dass man dafür einen Sklaven befreien sollte, einen Moslem-Sklaven. Oder zum Beispiel, wenn du nicht fastest, wenn du absichtlich isst an einem Tag in Ramadan, aber du hast ja immer mehrere Buße zur Wahl. Du hast entweder 2 Monate fasten oder 60 Leute Essen geben oder einen Moslem befreien. Also außerdem, es könnte ja auch ein Grund sein, dass die Muslime sagen, okay, wir müssen Sklaven befreien, wenn wir Sünde begehen. Also brauchen wir unbedingt Sklavenmärkte. Ne? Die können sagen, nee, wir brauchen Sklavenmärkte, damit wir die Sklaven befreien auch können. Ne? Und du könntest auch einfach eine ganz billige Sklave kaufen, der zum Beispiel behindert ist oder so und nicht viel kostet, zum Beispiel für 10 Euro und befreien. Oder von deinen Sklaven, weil du hast ja auch Zuchtfarmen. Ne, im Islam, wenn du Sklaven hast, hast du ja Frauen und Männer und die gebären Kinder, das sind auch deine Sklaven. Ne? Wie soll dann der Islam die Sklaverei bekämpfen? Wie soll der Islam die Sklaverei beenden, wenn du so viele Quellen hast für Sklaverei? Die erste Quelle ist Krieg, ne? Die Leute erbeuten als Sklaven, dann und für Sklaven, Frauen und Kinder. Die zweite Quelle, Al-Hadiyya, ein Geschenk, dass du Sklaven bekommst als Geschenke, wie Mohammed Maria und ihre Schwester Sirin als Sklaven, als Geschenke bekam von dem König aus Ägypten, ne? Der hat sie auch nicht befreit, der hat sie nie befreit, sie war immer seine Sklavin, bis Ende, bis er gestorben ist. Es gibt noch eine dritte Quelle, ist ja, wie ich gesagt habe, wenn Sklaven Sklaven gebären, das sind auch deine. Oder halt Markt, dass du vom Markt kaufst. Wie soll dann mit diesen ganzen Quellen im Islam noch Sklaverei abgeschafft werden? Wie? Mit dieser kleine Buße, was man machen muss, wenn man ein paar Sünde begeht und nicht viele Sünde, das sind nur ein paar, die heute gar nicht mehr existieren. Deswegen, das ist ein ungültiges Argument, meiner Meinung nach. Und
ist, man sollte diese Argumente gar nicht benutzen als Muslim. Alles aber, klar, aber danke, ja. Babu. Sorry, wirklich. Alles gut. Aber deshalb komme ich mit so vielen Fragen, weil ich kann etwas bei dir lernen, verstehst du? Zum Beispiel, diese eine Frage ist das mit den Tieren, was ich dich gefragt habe. Und die andere Frage ist, ist es nicht so, so wie ich gehört habe, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gelesen habe, ich habe das aber öfters gehört, dass man irgendwie Hunde und die Frauen vergleicht. Ja, nicht nur, okay. Erst das mit den Tieren. Es gibt aber, ihr könnt das behaupten, ja, das gibt es, ja. Also, es gibt sogar Gesetze dafür, wer das macht. Aber Mohammed hat auch einen Hadith klar gesagt, wenn jemand einen Tier, was macht, dann tötet sie beide. Weil der dachte, und das ist ja auch so begründet in den Hadith, damit dieses Tier keinen Missgeburt zur Welt bringt, halb Mensch, halb Tier. Also hier zeigt er wieder, dass er keine Ahnung hatte, dass es einfach nicht funktioniert. Ne? Wir haben unterschiedliche Chromosomenzahlen und wir sind nicht von der gleichen Rasse oder von der gleichen Spezie, damit wir Kinder mit Tieren bekommen. Es ist schon mal klar. Das mit den Frauen, ja, die sagt, dachte aus Salat Telet, drei machen deine Gebet kaputt, die Frau, der Hund und ein Esel. Es gibt sogar schlimm, der hat sie mit Mist vergleichen, den Koran. Die Frau mit Mist. Ja, im Koran steht das. Wo in Jakum Shay und Al Rasul. Kannst du das zeigen? Ja, ich sage euch den Versnummer einfach, also die Sura und der Vers. Sonst kommen die Leute und sagen dann Lügen oder so. In Lamestum und Nisa Aujaakum Shay'un min al-Ra'id, also wenn ihr Frauen anfasst oder misst, ne, dann müsst ihr euch mit einem Stein sauber machen. Warte. Ja, hier, warte. Und wo ist das mit dem Hund gebe ich dir auch. Mit den Hunden und der Frau? Sage ich dir. Das weiß ich auch, wenn dass du mit kannst. Tieren. Ich könnte es euch sagen, aber das, die werden das nicht anerkennen, weil das kein Sahih ist, versteht ihr? Also die nehmen nur wie ihr seht, das ist Sura Nisa 43. Sura Nisa, Vers 43. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Also wenn ihr krank seid oder in Reise oder euch Mist habt oder Frauen angefasst habt dann und keine Wasser habt, dann macht einfach euch sauber mit einem Stein, ne, die Hände vor dem Gebet. Die Geschichte dazu kann ich euch auch gerne erzählen, wenn ihr wollt. Das war als ihr kennt doch bestimmt die Geschichte von Aisha, wo sie mit Safwan zusammen was hatte, ne? Wo sie dann beschuldigt wurde, dass sie unehrlich, also dass sie halt betrogen hat. Da hat die hat das zum zweiten Mal probiert, die hat gesagt, ich habe meine Kette verloren. Dann hat gesagt, Mohammed, okay, du hast deine Kette verloren, das machst du jetzt nicht wieder, weil das erste Mal, wo sie die Kette verloren hat, hat sie keine gefunden. Die sind einfach weitergelaufen und sie kam mit Safwan, ein Typ am nächsten Tag und drei Typen hatten sie gesehen, wie sie hinter einen Baum rauskamen und haben sie beschuldigt, ne? Daher kam auch, dass man vier Zeugen braucht und nicht drei Zeugen, um Betrug zu beweisen, wenn deine Frau fremd geht. Dann hat Mohammed gesagt, okay, bleibt hier. Die waren ja in der Wüste und auf Reise, die hatten keine Wasser. Und manche Männer wollten ihre Frauen anfassen, manche wollten, ne, mussten auf Toilette sozusagen heute. Und er sagte, wenn ihr Frauen anfasst oder euch mit Mist habt, dann müsst ihr einfach mit einem Stein. Das war wegen Aisha, die sind da geblieben, die hatten kein Wasser zu trinken. Die wussten, sollen wir das Wasser trinken oder sollen wir Wudu machen, uns waschen vor dem Gebet. Dann hat die gesagt, nein, okay, trinkt das Wasser und es reicht, wenn ihr euch mit einem Stein sauber macht. Also ich habe da immer gedacht, okay, meine Mutter ist dreckig, die ist nur wie Mist. Wenn sie mein Vater, wenn mein Vater meine Mutter anfasst, dann muss er sich, aber ein Stein macht ihn sauber. Ne? Also ein Stein ist sauberer als meine Mutter. Das hat mich auch Babu, danke, du hast genau jetzt ich als einzige Frau hier drin. Leute, sorry. Der andere Hadith von Hund und so, das ist ganz bekannt, dass Frauen und Hunde
und Esel dein Gebet kaputt machen, wenn sie vor dir laufen. Es gibt auch einen anderen Hadith, wo er die Frau mit Scheitern, mit Satan vergleicht. Er sagt, Tokubilul Mal'atu Fisore Shaitan und Tadguru Fisore Shaitan. Aber das wurde ja auch widersprochen. Nein, das ist ein Hadith Sahih. Das ist ein Hadith Sahih, der sagte, die Frau kommt im Bild von einem Satan und sie geht auch zurück im Bild vom Satan. Wenn ihr einen auf der Straße seht, geht zu Hause zu euren Frauen, macht mit denen Dings und denkt an diese Frau, die ihr gesehen habt in der Straße. Und das hat er auch gemacht. Er ist aufgestanden, gesehen und die hat ihm gefallen, denen hat er das gesagt und er ist aufgestanden, der ist zu seiner Frau gegangen und sie hat mit ihr geschlafen, dann kam er zurück. Also der hat sich befriedigt und an diese Frau gedacht, die auf der Straße war. Aber anscheinend wurde das irgendwo widersprochen, dass die Frau allgemein nicht die Sündigerin ist, oder nicht? Steht, das steht. Ich wollte nur kurz damit sagen, dass so ich als einzige Frau hier, sorry Leute, dass ich das sehr traurig finde, weil auch jeder Mann und jede Frau hoffentlich oder die meisten wurden hier von Müttern entzogen und lieben ihre Mütter und ich finde das richtig heftig, wenn ich so etwas höre. Ja, ist so. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, warum ist meine Mutter dreckiger als ein Stein? Das macht doch keinen Sinn. Meine Mutter ist sauber. Warum, wenn mein Vater sie anfasst, er sich mit einem Stein sauber machen will? Weißt du, was mir da einfällt? Weißt du, was mir da einfällt? Wir hatten ja immer das Lamm, ja, mit Jesus. Sündenreinwaschung. Und jetzt haben die irgendwie den Stein mit der Kaaba als Sündenaufsaugung. Oder? Kann das wegen der Kaaba sein, dass die Steine hier so laufende Steine und gibt es einen Zusammenhang mit der Kaaba oder wie will man das hier so rein? Aber nein, die Kaaba, die Geschichte von Kaaba ist schon lange vor der Islam. Die Geschichte sagt, es gab zwei, einen Mann und eine Frau, Isaf und Naila, die heißen Isaf und Naila. Das sind zwei Personen, eine Frau und ein Mann. Die haben in Mekka, also innen in Kaaba haben sie, ihr wisst was gemacht, ne? Dann hat sie Gott in Steine verwandelt, ne? In Statuen. Dann haben sie diese Statuen gebetet, die haben eine neben den Brunnen von Simsim gestellt. Diese Geschichte sagt natürlich den Islam nicht, aber ich kenne die Geschichte, weil ich da, ne? Das ist historisch aber belegt, also das ist sicher historisch. Die haben dann einen von den Statuen neben den Brunnen von Simsim gestellt und eine neben die Kaaba. Und die haben sie dann gebetet. Danach haben sie diese zwei Statuen genommen. Die haben eine auf Safa, auf den Berg Safa, und eine auf die andere Marwa gestellt. Und die sind gerannt von einer von andere zum anderen. Also diese ganzen Rituale von Hajj, von was die Mekka machen, die gab es schon vor dem Islam. Der Islam hat nichts geändert in den Hajj. Vorhin gemacht und der ist gekommen, hat nichts geändert. Gar nichts. Genau diese Rituale, was man gemacht hat, hat man auch in den Islam dann so übernommen. Ne? Nur diese Harwala, diese Rennen war ja nicht so, weil Harwala ist es nicht, die sind gesprungen. Ne? Und weil wir wissen, die Leute in Hajj, die tragen keine Unterhosen. Und das war ja einfach peinlich, weil die Leute, die müssen ja quasi im Sitzen springen. Ne? Also die müssen sitzen und dann springen. Und das war halt unangenehm, weil man konnte ja ihre Genitalien sehen. Und deswegen haben die gesagt, jetzt nein, das ist nur laufen schneller. Aber es war nicht laufen schneller. Anfang, es war springen im Sitzen. Und Herr Weller. Ja, also die ganzen Rituale vom Hajj, die gab es schon vor der Islam, schon lange vor der Islam. Also das ist eine lange Geschichte. Die hatten ja auch das mehrere. Ja. Wie geht das Springen im Sitzen? Ich weiß nicht, wie man nicht so, also nicht sitzen, also nur ohne Schuhe, ohne nichts. Du sitzt so, ne? Du gehst unten und dann springst du. Ja. Babu, ja. Wann ladest du das Video hoch mit Joker? Ich darf das doch nicht posten, Bruder. Weil die haben mir deswegen gesperrt. Die haben mir wegen das, was er gesagt hat, gesperrt. Wenn ich das hochlade, werde ich auch gesperrt werden. Egal, dann lade ich hoch. Ja, mach das, Bruder. Aber ja, auf einem anderen Account. Okay. Ja, genau. Weil du weißt, das ist ja doch logisch. Die haben ihn doch gesperrt. Aber ich habe mal eine Frage. Ja. Meinst du das vom Fleck? Es gibt ja diese. Hörst du mich? Der hat ja nur beleidigt und gespuckt. Der hat ja keine Argumente gegeben. Ja. Meinst du das Video mit Flex? Leute, hört ihr mich? Ja. Okay. Ich habe mal eine Frage. Guck mal, es gibt ja diesen Hadith in Sunnah Abu Majah, glaube ich, 4,
4564 ist das, glaube ich, wo es heißt, wenn du Verkehr hast, also Geschlechtsverkehr mit einem Mahram, so töte ihn, also der, wo Geschlechtsverkehr hat mit einem Mahram, und wenn du Geschlechtsverkehr mit einem Tier hast, dann töte das Tier und diesen Menschen. Kelmet al-Mahram, Kelmet al-Mahram, was bedeutet das, Bruder? Mahram, ich weiß, den Hadith kenne ich nicht, also das von den Tier kenne ich, aber diesen Hadith kenne ich nicht. Mahram ist jemanden in Mekka oder eine Frau, Haram. Ich muss das gucken und gucken den Tafsir. Das mit dem Tier weiß ich, weil der hat gesagt, sonst bringt das Tier einen halb Mensch, halb Tier zur Welt. Das kenne ich. Aber das hier muss ich jetzt lesen. Warte, Bruder. Ja, guck mal. Dann sage ich, ich muss genau lesen. Genau, da steht nämlich drin, wer mit einem Mahram. Ich muss wissen, was das Wort Mahram in dieser Hadith zu 100% bedeutet. Ja, es könnte wie so gesagt mehr Bedeutungen haben, deswegen ich muss gucken, wie das genau. Bro, was ist das eigentlich? Steht eigentlich auf Arabisch bei dir in deinem Bild? Bei mir, das ist der Dings, das ist der Hadith, wo. Ah ja, ich wollte es gestern den Typ zeigen, Joker, das ist der Hadith, wo Mohammed Safia zu Frau nahm und dann die Leute draußen haben gesprochen, ja, wir gucken jetzt, wenn sie rauskommt mit Hijab, ist das seine Ehefrau, Umm al-Mu'minin, und wenn sie ohne Hijab kommt, dann wissen wir, dass sie eine Sklavin von ihm ist. Und dann, als er rauskam, hat er sie bedeckt und dann haben die verstanden, dass es seine Ehefrau ist. Mhm. Okay, sag mir den Hadith nochmal, wer war das nochmal? Welches Buch? Punisher. Punisher. Das stimmt nicht. Jetzt, Sunnah Abu Majah ist das. 4564, glaube ich. Ibn Majah, oder? Ibn Majah. Welche Nummer? 4564. Oder war das 5464? Entweder 4564 oder 5464. Eins von beiden. Wen bitte, Allah? Guckst du auf Ding? Guckst du auf Sunnah? Ich suche jetzt, warte. Buch ist das. Ja, wenn du auf sunnah.com gehst, schreib einfach auf Englisch, kill him and anime. Und dann findest du den schon direkt. Ich schreibe, nein, ich schreibe. Dabba, warte. Hadith Dabba. Ja. Okay, ich guck mal hier. Oh, Erschand, mein Erzfeind. Sekunde. Leute, kennt ihr irgendjemanden, der Animationen machen kann? Panischer, ich habe hier. Ibn Abbas radiallahu anhu, mein Nabi, qala man wajadtu ya'malu ghaiba. Hier redet er über die Leute, wer Sodomie macht, tötet die beiden. Und wenn ihr jemanden mit einem Tier findet, dann tötet sie auch beide. Das Tier. Und ich habe den Hadith hier. Vielleicht meinst du den hier. Nein. Auf Englisch übersetzt. Also auf Englisch steht drinne: Whoever have intercourse with a mahram, so kill him. And whoever have intercourse with an animal, kill him and the animal. Ja, mahram könnte eine Ehefrau sein. Weil wer verheiratet ist und schläft, ne, fremd geht, der muss ja gesteinigt bis zum Tod, ne? Wer nicht verheiratet ist, der muss nur 100 Peitschen bekommen, gell? Warte. Okay, also Mahram ist dann jemand aus der Familie. Ich bin davon aus, Gott. Warte, ne, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Dora habe, ich auch nicht. Ne, warte, okay, ich gehe auf Dora, Ich gehe auf Sunnah. Vielleicht hast du einige Kontakte, die Animation machen können, weil ich dachte mir, was ist, wenn ihr diese ganzen Sunnah und Hadithe animieren lässt, dass man sich wirklich vorstellen kann, wie das aussieht. Sag mir, was soll ich schreiben auf Sunnah, damit ich es finde? Kill him and the animal. Schreib mal das und dann wirst du schon finden von Sunnah Abu Majah. Kill him and the animal. Okay. Nee, ich finde es nicht. Okay, Sekunde, ich habe einen Fehler hier gemacht. Ihr wisst, ne, mein anderes Handy ist kaputt. Deswegen benutze ich jetzt einen anderen. Der ist nicht so gut wie der andere. Okay, haben wir jetzt.
Ja, okay. Ja, alle der Mahram. Das ist es, alle der Mahram. Warte, ich werde es jetzt. Okay, ich werde dir jetzt den genauen. من وقع على ذات محرم اوكي شو فات زيد ساكن في اخرش باش كلاب نيش تسعي صحيح اسم خودة Doch, doch, der ist sahih. Der ist sahih. Ich habe den auf mein Tablet drauf. Ich bin aber gerade draußen, sonst hätte ich dir den direkt gezeigt. Okay. Ja, genau, das, was ich dir gesagt habe, die verheiratet. Ja, genau. Also eine verheiratete ja, Frau genau, quasi. Was ich gesagt habe. Ja, okay. Okay, das heißt, wenn einer Zina macht, ja, mit einer verheiratete Frau, dann sollst du ihn. Und wer mit einem Tier, dann sollst du ihn und das Tier. Okay. Oh, dann haben wir ja dann haben wir ja ein Riesenproblem, ja? Warte, nein, das ist Mahram, das ist seine Das ist doch Familie. Von seiner Familie, ja, von seiner Familie, ja. Das wollte ich sagen, von seiner Familie, Schwester oder so, ja. Ja. Mahram, ja, genau. Auch beim Bukhari, glaube ich, gibt es was. Genau, ja. Zin al-Maharim. Ja. Zin al-Maharim heißt das. Kenn ich. Ja, Mahram. Ja, also mit seiner Schwester oder mit seiner Mutter. Oder. Eine Oma zählt nicht, ne? Die ist nicht gezählt, erwähnt im Koran. Also Oma geht. Ja, die steht nicht im Koran, sagt nicht Oma verboten. Sagt nur mit Cousine ist erlaubt. Also Oma geht. Oh Gott. Aber auch wer verheiratet ist und das macht, der muss auch getötet werden. Also auch Sina, wer verheiratet ist, auch das Gleiche. Und der Tier natürlich. Ist das jetzt eine gute Aussage? Ja, aber war das mit den anderen? Und wer meinst du? Mit anderen als diesen genannten. Die Tiere meinst du? Du gesagt hast, der Oma in dem Fall, ja, ist ja nicht genannt. Die ist nicht gehört, die Koran, die sagt nur eure Mütter, eure Geschwister. Leute, beruhigt euch, alles ist doch gut, Oma geht, also alles gut. Die kommen zu mir und sagen, ja, du hast doch keine Moral, du hast keinen Gott, warum schläfst du nicht mit deiner Mutter? Und die sagen, ja, warum machst du es mit deiner Oma? Allah hat doch davon nichts gesagt, der ist nicht verboten. Und das Problem ist, im Islam ist es gesetzlich, al-Asl fil Ibaha, dass alles erlaubt ist, außer es gibt ein klares Verbot von Allah oder vom Prophet, ne, vom Hadith oder so. Wenn es kein Verbot gibt für irgendwas, ist das erlaubt. Also lasst euch nicht täuschen, ne? Weil Muslime vielmal sagen, nein, das geht nicht. Du kannst dir alles ausdenken, was du willst, ne? Wenn es da kein Verbot gibt, kannst du es machen. Leute, ich habe schon Cousins, ich kann das nicht mal Cousins kennenlernen. Meine Mutter ist wie ein Lexikon. Ich habe schon Menschen kennengelernt. Wir sind irgendwie in der 9. Generation verwandt, scheinbar. Und sobald ich das, also ich hatte nie etwas mit jemandem so, aber sobald ich das wusste, war das für mich wie ein Familienmitglied. Da war schon vorbei, psychisch. Jemand würde da lachen, aber für mich war das nicht lustig. Das ist einfach ein Fakt. Wenn unsere, egal welche, also wenn meine Kinder, oder die Kinder oder die Kinder oder die Kinder meiner Kinder etwas zusammen hätten, das geht nicht. Punkt. Sorry, ich bin da voll konservativ. Nein, alles gut. Und ja, vor allem in der Vaterlinie. Die Vaterlinie, die versagt nie. Die Männerlinie. Aber es passiert, ey Leute, es passiert in unserer Länder, dass Jungs ihre Schwester schwängern oder so. Letztens habe ich von Marokko, ja, eine, die ist mit Khimar, die trägt Burka. Und sie wurde von ihrem Bruder geschwängert und hat den Nachbar beschuldigt. Und die haben dann den Attest gemacht und sie fanden heraus, dass das ihr Bruder ist. Das war schon krass. Das war richtig krass. Aber das kommt ja davon, dass sie ja immer verstecken, Männer von Frauen trennen, diese ganzen. Babu, ist das normal für dich? Nein, das ist nicht normal, aber ich meine, es passiert oft in unserer Gesellschaft. Ne? In islamischen Ländern passiert das am meisten. Aber die werden auch nicht getötet, weil das. Können wir nicht alles so trennen? Ja, die trennen ja das Jungs von. Ich weiß, wie das ist.
Ja, aber wie lernen sie sich dann kennen, so sie sich verlieben, sag ich mal. Ja, logisch, wenn mindestens der Bruder weiß, wie die Schwester aussieht, vielleicht ist das schön. Ah, die fängt an, Klamotten. Er wird wahrscheinlich nur seine Schwester sehen, oder? Leute, bei den anderen Frauen hat er keine Garantie. Die schlafen in getrennten Zimmer, wenn sie ihrem Vater Essen bringen will, versteckt sie ihre Brüste, trägt was ganz Großes, damit dass sie nicht sehen, die sind richtig krank. Die sind richtig krank. Also die sagt dir sogar den Koran, du kannst Kinder adoptieren. Was heißt adoptieren? Sie einfach so zu nehmen und du darfst nicht adoptieren, sondern deinen Namen nicht geben, aber die dürfen bei dir leben oder so. Du gibst denen Essen. Und wenn sie älter wird und dir gefällt, darfst du sie heiraten. Wie krank ist das? Du hast sie großgezogen. Ja, Jungs, mein Bruder ist 12 Jahre älter als ich. Entweder er umarmt mich, er knutscht mich ab, als ein großer Bruder, oder er schlägt mich. Eins von den drei Optionen gibt's. Aber wir haben so eine Liebe und es gibt nichts anderes, einfach eine Geschwisterliebe, so eine ganz normale, schöne Liebe. Und auch mit meinen Cousins, ich habe sehr viele Cousins, weil mein Papa hatte viele Geschwister. Wir alle, wenn wir uns sehen, wir umarmen uns, wir mögen uns und wir sind irgendwie alle gleich. Das klingt so blöd, aber man merkt so richtig, wir sind alle genau gleich dumm. Nicht dumm, aber so, ja, kaputt im Kopf. Und wir mögen uns so sehr, aber irgendwie eine sexuelle Anziehung, ich habe das noch nie erlebt, Leute. Aber was doch tragisch ist bei denen, wenn die sich alle so abschanzen, Frauen und Männer, und auch noch verhüllen, wie kann zum Beispiel jetzt der Bruder eine Freundin finden oder überhaupt wissen, wie eine Frau aussieht? Ja, was ist das darunter? Ist eben, ja, wenn die alle verhüllt sind, denkt er, ich weiß nicht, mich erinnert das eigentlich an die schwarzen Ritter von Herr der Ringe. Also, er weiß nicht, was ihn erwartet. Aber schau mal. Afghanistan, ihr seht doch in Afghanistan, Frauen dürfen nicht draußen, die sind bedeckt, ihr seht doch. Leute, ich weiß schon vor 10 Jahren, ich hatte irgendwie auf einem Facebook-Profil, so auf dem Bild hatte ich einen roten Lippenstift, Wimperntusche, um mein Leben habe ich gekämpft und so damit. Und ein bisschen Eyeliner, und mein Bruder hat mir so geschrieben, hey, du bist so wunderschön, aber nimm bitte die Malerei ab deinem Gesicht ab. Verstehst du? Das ist so, er meinte das wirklich nur brüderlich. Wo ist Spanische? Ja, typisch Spanisch. Elshan, Bruder, du bist weg, wir sehen dich nicht. Elshan, wolltest du was sagen, Bruder? Nee. Was soll ich doch, du wolltest was sagen? Elshan, mein Erzfeind. Warum denn? Elshan? Ja, weil ich finde Ivi unsympathisch, deswegen. Das ist nicht, nein, im Gegenteil. Also ich habe noch nie irgendwas Böses von ihr gesehen oder dass sie jemanden beleidigt hat oder dass sie jemanden irgendwas. Im Gegenteil, nein, sie ist ganz nett. Ich finde sie ganz nett. Babu, Elshan. Das ist ja so. Er mag mich, deshalb findet er mich unsympathisch. Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Ich bin langsam auch müde, Freunde. Ich bin seit 11 Stunden live. Heide. Wo ist der Panischer? Der war doch gerade hier. Wo ist der? Warte, ich schreibe ihm kurz. Mal kurz. Er war beim Auto oder irgendwo. Ach so, okay. Aber ich weiß nicht, hier kommen Leute rein, die beleidigen ihn. Was haben die euch gemacht? Was hat er euch gemacht? Warum so viel Angst? Wie konnt ihr diesen Punisher aufnehmen? Der hat doch gar nichts gemacht. Verstehe ich jetzt auch nicht. Vorhin wurden wir hier angegriffen von Muslimen, die wollten alle hoch beleidigen und so. Ja, wenn der möchte, kann er noch einmal zuletzt hoch, aber ich glaube, der Babu schließt das für heute, oder? Ein bisschen noch. Machst du die Schicht aber zu heute? Bitte? 11 Stunden. Hat es jetzt eine 11-Stunden-Schicht? Ich bin seit 11 Stunden geschlossen. Die machen es mir immer so, wenn ich weggehen will, kommen sie alle auf einmal, ne? Und wenn ich wieder wach bin, gehen sie. Und dann rede ich hier Monolog. Doch, er ist zu. Okay, ich bitte dich jetzt, Boki. Also, ich bitte dich.
Was spielt euch, Leute? Warum beleidigt ihr die Menschen? Das ist doch, ich weiß nicht, das bringt doch nichts. Die Beleidigungen bleiben nicht an ihm kleben. Das macht gar nichts. Also, was habt ihr von Beleidigungen? Ich habe das Gefühl, wenn die das machen, so wie der Hamdi und liebe zu Hadid bei mir es gemacht haben, die haben das erst gemacht, als ich sie in die Ecke gedrängt habe. Wenn die keine Argumente haben, glauben sie, dass sie durch lustige Witze recht haben. Ja, das ist so der Punkt bei Muslimen. Sie glauben dann, der war lustig, der muss ja recht haben, denkt er sich. Ja, der wird ja beleidigt. Ja, ich habe den gestern auch beleidigen lassen, der Joker, der beleidigt, beleidigt, beleidigt. Der hat den Hadith gefunden, wollte es nicht zeigen. Er sagt, mach mich groß, wenn du ein Mann bist, ich zeig's, ich habe dein Buch. Und dann wollte er nicht zeigen. Der hat gesagt, hier ist die Nummer, der wollte nicht zeigen. Und dann hat er angefangen zu spucken, zu beleidigen. Dann habe ich, weil die Freunde haben mir gesagt, lass ihn, der kann sich doch so ne, höflich unterhalten. Dann habe ich wieder Guti hochgeholt, aber auch Carlo, die haben gesagt, was soll das? Wir haben ihm gesagt, du sollst dich hier hochnehmen, dass du einfach reden kannst. Und der wollte trotzdem nicht beruhigen, weil der hat nicht erwartet, dass er den Hadith findet oder er dachte, ich lüge. Und als er damit konfrontiert wurde, war es ihn unangenehm, dann hat er angefangen zu spucken, zu beleidigen, bis er gesperrt wurde, Deswegen sage ich, ich kann das Video nicht posten, der hat nur beleidigt, der hat gar nicht gesagt, nur beleidigt und gespuckt, das war's. Joker? Babu? Ja, Joker. Meinst du, als er bei Flex war oder war das bei dir auch noch? Bei mir. Aber bei Flex war er doch, da war ich dabei. Hat ihn beleidigt auch? Ja, Flex hat ihn eigentlich dreimal hochgebeten, in 15 Minuten nur eine Frage gestellt, wie die Menschen laut Koran entstanden sind. Und er wollte nicht darauf antworten, wurde auf drei Accounts gesperrt, wegen seinen Beleidigungen. Ja. Von Dings, von ihm, also sein Account wurde gesperrt, von Joker. Ja, drei Accounts wurden gesperrt, also 15 Minuten insgesamt bei Flex oben war. Drei Accounts hat er verloren. Nicht gesperrt, geblockt. Du meinst geblockt. Er hat gesagt, er hätte mich widerlegt und ich habe geweint. Babo, heute Abend, ganz ehrlich, ich bin etwa 6 Stunden bei dir. Niemand wurde mehr angegriffen als ich. Du hast das nicht mitbekommen. Ich hab mitbekommen, es waren nicht alle Angriffe, aber ich habe es gesehen, ich habe die meisten mitbekommen. Also nicht beleidigt, ich sage angegriffen, angefahren. Martina, als sie noch hier war, sie hat gute Arbeit geleistet. Aber die Menschen haben keine Reaktion bekommen und da haben sie es sein lassen. Diesen Tauhid habe ich doch nie debattiert, Mann. Außerdem, ich habe ja den Hadith heute auf meiner Seite, ich habe den Hadith hier. Der hat gesagt, sie soll ihm beweisen, dass Sklavinnen sich nicht zu bedecken haben oder sich nicht bedecken dürfen im Islam. Und ich habe ihn hier, den Hadith habe ich hier, denn der ist mir aufgefallen, erst als ich schlafen gegangen bin. Also warum habe ich ihm auch nicht diesen Hadith noch gegeben? Ich habe ihm 4 oder 5 Hadithe gegeben. Panische, hast du ein Verbindungsproblem wahrscheinlich? Nein. Babo, weißt du, wie oft ich schon bei Panischer war und so, und sie haben gesagt, so, du als Frau hast nichts zu sagen. Elshan hat das auch schon mal gesagt, ich weiß das noch. Hab ich nie gesagt. Doch, 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 du hast mal so einen Kommentar sausen lassen oder unterstützt. So in dem Sinne, ich muss mich dem Mann ergeben. Ja, ich ergebe mich gerne dem Mann, aber nicht jeden Mann auf einem TikTok, wo ich mich ergeben muss. Das stimmt. Hallo. Ich werde Panik runterschicken und nochmal einladen. Der hat irgendein Problem. Nein, jetzt ist er hier. Okay. Nein, ich sehe bei ihm, dass es dreht sich und der wird nicht verbunden. Ich habe ihn jetzt gesehen. Ja, bis aber der könnte nicht reden. Hallo. Wir sehen, es stimmt dich, wir hören dich nicht. Birsena? Birsena, wir hören dich nicht. Willst du dich entstummen? Hast du was zu sagen? Ja. Du musst dich entstummen und dann kannst du reden. Mach dein Mikrofon an. Lass mich zum Mikrofon einschalten. Only English, but we are speaking only German here. I don't believe they can understand you. We speak English too, but not in religion. Not all of us. I will send you again. I'm sorry. Punisher, komm hoch.
Und sagen, dass ich es von ihm gehört habe, ja, von Tawhid. Ja, ich habe nicht geweint. Das Video, war man wird das Video posten, keine Sorge, Freunde. Wahnsinn. Komm, Panischer. Panischer, ja, natürlich, die Freunde waren alle hier, die haben gesehen, warum soll ich weinen? Ich war doch geduldig, ich habe ihn 5 Minuten beleidigen lassen. Bei denen darf ich nicht mal 1 Minute sprechen. Das ist verrückt. Aber darf ich fragen, hattet ihr wegen der Bibel etwas auch gesagt? Oder? Ja, Anfang, der hat angefangen mit Bibel. Ich habe ihm gesagt, ich bin nicht Christ. Ich habe da keine Ahnung. Dann hat man schon gemerkt, dass er dann, ne, dass es unangenehm wurde, weil der hatte keine Möglichkeit, mich anzugreifen. Ne? Und dann hat er angefangen mit anderen Fragen. Ich habe gesagt, nein, warte, ich antworte dir deine erste Frage. Und dann habe ich die ganzen Hadithe genannt. Hey, Panischer, jetzt geht's wieder. Gut. Ja, erstmal ganz kurz, Bruder, ich lese nämlich gerade diese Chat. KitKat. Anik imki, anik acht imki, anik sulalatki killa. Ja, du verstehst jedes Wort, was ich rede. Du kannst Arabisch. Ras gib dir, hat du mein Winter. Wart mal ab, Mädchen. Ja, es reicht langsam mit dir. Ja, heute Abend werde ich extra einen Livestream in meinem Livestream zeigen, was du mir privat, ja, geschrieben hast. Ja, deine ganzen Sachen. Warte. Gucken wir mal, wer von uns beiden die Kahba ist. Bint al-Sharmuta. Babu, bitte. Was ist los mit den ganzen Leuten, die dich hier, weißt du, wie viele Leute gerade kamen und dich beleidigt haben, wie viele ja, das ist, nein, haben? Das ist nur, Bruder, das ist nur sie. Sie macht die ganze Zeit einen anderen Account. Nein, ja? Sie haben drei gerade. Ah, ja? Okay. Das ist sie, die macht okay, immer wieder, die macht Fake-Accounts, ja, und dann kommt die beleidigen, machen, tun. Bruder, die hat mir private Nachrichten geschrieben, die habe ich schon gezeigt, ja, wo sie reinschreibt, dass sie unbedingt zu mir kommen will, mir einen lutschen will und lauter so Sachen. Ich habe zu der gesagt, ich so, verpiss dich, Alter, was willst du von mir? Ja, die soll sich mal Hilfe suchen, das reicht langsam. Alles gut, wir ruhig wieder. Ich meine, Alter. Nein, so, ich schwör bei Gott, ich werde sie holen lassen, ja? Jani, Khalas, ich rede hier nicht, Digga. Ja, aber echt, passiert, Digga. Ich hab alle immer. Hi, das ist ja. Kommt rein. Anisha, wer hat diese Witte gemacht? Hm? Ja, die hat Liebeskummer, so wie es aussieht. Was soll ich sagen? Ich kann auch nichts dafür, Leute. Anissa, lass dir noch nie mehr etwas zu schicken. Was ein Zirkus, diese TikTok. Ach so, Leute, nochmal zur Info, gell? An alle Muslime, die hat euren Propheten beleidigt, davon gibt es Videos, ja, und sie lebt in Berlin, in Neukölln, ja, und sie heißt Thala. Wenn ihr möchtet, ich gebe euch sogar ihre Adresse. Nein, bitte, nein. Da gibt es doch gute Scharia-Keller. Ich glaube, die sollte man jetzt dahin. Reicht langsam. Was meinst du mit Ärzten, mit Doktoren und Kagon Alma, also Prophet Mahomet? Babu, kannst du dieses blaue Bild da, diese Passe oder die beleidigt nur Mohammed, alles gut. Und der Prophet beleidigt er nur. Er sagt, er war in Frankreich, keine Ahnung was, die leben wie 1941. Also er hat nicht beleidigt, ne. Nur Mohammed, nicht mich. Das ist die Lösung jedenfalls. Nee, das ist nicht eine Lösung, alles aber gut. Das ist sicher eine Person, die auch Deutsch kann. Das ist einfach nur eine. Babu, kannst du mir mal Moderator geben, bitte? Was willst du machen? Dann willst du hier rausschmeißen. Nein, ich will niemanden rausschmeißen. Ich will die nur komplett blockieren und stumm. Ich schmeiße normal nie jemanden raus. So, und wie willst du sie finden? Hm? Gib mir einfach Moderator, ich mach das schon, Bruder. Okay. Ich bin TikTok sein Vater geworden. Babu, tu, was du tun musst, aber tu es schnell. Sekunde. So, komplett hier mit ihren ganzen Fake-Accounts weg. Original Punisher 1, oder? Genau. Okay. Blockieren auch. Ja, ich blockiere die komplett, Bruder. Die bringt dir nichts. Die kann weder über Religion, über irgendwas reden. Das ist einfach nur eine Scharmutta. Mehr macht die nicht. Aber nur niemanden anders blockieren, bitte. Ja, du nein, weißt nein, nicht. Bruder, ich blockiere ja. Niemanden. Was heißt Scharmutta? Ja, das, was sie ist. Hu. Was? Hu. Ich soll es zu Ende. Aha.
Okay. Und dieser Schnee hier, wie sagt man, dieser Schneewagen fahren hier durch, dann höre ich nicht so gut. Ich nehme wieder meine Kopfhörer. Ja, sie macht Fake-Profis. Mein Gott, hat sie. Was ist mit der? Ist sie bescheuert? Oder? Wird sie nicht müde? Um die Uhrzeit hast du noch Kraft? Na, Habibi, die macht das schon seit 3 Monaten, Bruder, jeden Tag 5, 6 Fake-Profile. Die hat schon über 130 Fake-Profile gemacht. Das sind Stalkerin, das ist nicht normal, ey. Die ist psychisch krank, Bruder. Mario Pischler, Bruder, wieder locker, ich weiß nicht, der war letztens, hat sich mit ein paar Leuten gestritten, ich weiß nicht, die meinten, die hätte sein Profil gelöscht, aber ich habe letztens zwei Anfragen bekommen. Ja, von wieder locker und ich glaube, der ist wieder da. Ich habe ihn nur auch nicht mehr gesehen seit über eine Woche. Ich mag ihn auch, ich mag ihn sehr. So, beleidigst du zu, möge Allah uns recht leiten. So was recht leiten? Warum beleidigst du uns zu? Was ist das, was du machst? Möge Allah uns recht leiten, damit wir kein Kindermisshandeln. Das ist keine Beleidigung. Nee, komm, lass dich nicht drauf ein. Come on, bitte. So kann ich dich nicht. Nee, tu das nicht, bitte. Bitten soll er uns recht leiten zum Versklaverung von Menschen oder was heißt denn recht leiten bei euch? Hallo zusammen. Lass es. Bye. Debattieren, gucken, ob du 2 Minuten aushältst. Du bist 7, ne, Jeep. Du bist nicht mal Araber und willst mir hier was erzählen. Panischer. Ja. LG, ich bin aktivier dich schnell. Ich bin nicht Christ, LG Pharao. Ich bin nicht Christ. Ich bin nicht Christ. Ich bin nur Ex-Moslem. Ja, ich tue hier niemanden blockieren oder so. Babu, mach das nur stummen. Nur stummen, ja. Dann können Sie. Ja, ich stumm ja nur bei Beleidigung. Sonst stumm niemanden. Wer ist der Ex-Moslem? Zum tausendmal, ich bin nicht Christ. Also du bist Ex-Moslem. Warum bist du nicht mal Moslem? Ich kenne dich doch, du warst doch letztens bei mir. Das ja, aber du hast doch. Das nie erklärt. Das habe ich nicht erklärt, ey, wir haben so lange geredet. Ja, aber dass du nicht mehr Moslem bist. Ich weiß, dass du kein Araber bist, weil Nejib schreibt man auf Arabisch nicht mit C, das ist Türkisch. Ich bin nicht Idiot gewesen. Nochmal was? Also, nicht mit dir, ich habe mit dir im Chat gesprochen. Ja, mal, ich warum bist du ja, kein Moslem mehr? Soll ich das jedes Mal wiederholen? Soll ich das jedes Mal wiederholen? Ich hab doch gerade geredet, wieder darüber, Leute. Ja, okay, Entschuldigung, ich war da aber noch nicht drin. Ja, sorry, du bist gerade aufgewacht, hast noch Kraft, ich bin schon seit 11 Stunden live, ich bin ja. Nee, wegen Chile, wie gesagt, Kindesmissbrauch, Sklaverei, Krieg, Menschenrechte, Frauenrechte, alles, was du willst. Also da fehlt nichts, weil da fehlt nichts im Islam, es ist volle Probleme, herben Probleme. Aber bist du denn jetzt sowas wie Atheist oder was bist du denn? Agnostiker, Schreibfehler in dem Koran. Also du bist Agnostiker oder was? Ja. Und was sagt deine Familie dazu? Das sollen die dazu sagen, das ist meine Entscheidung. Das gefällt denen natürlich nicht, aber das ist meine Entscheidung. Wow, krass. Ist das eure einzige Angst? So, Lutzmann, was bist du denn? Ich bin eher in Richtung Christentum, Baptistentum, Mennoniten, also Hardcore-Christen, aber ich halte mich da selber nicht hundertprozentig dran, weil ich es nicht kann. Okay. Darf ich nur mal fragen? Ihr sagt ja immer, der Islam ist friedlich. Warum fängt es schon in der Familie an, dass ihr Angst haben müsst zu konvertieren? Achso, Lutzmann ist ja nicht anscheinend ja nicht. Nee, aber das ist ja eine Frage. Den nicht beantwortet. Warum, genau, ja. Da hat Ares gar nicht so Unrecht. Warum müssen Leute oder junge Kinder dann Angst haben, irgendwie, oder warum werden die überhaupt so erzogen? Ich meine, ich sehe das so, dass man, wenn man den Allmächtigen finden will, dann sollte man das als erwachsener Mensch machen und nicht irgendwie als Kind. Und dann hat man Imamen oder im Christentum irgendwelche Priester, die einem irgendwas erzählen. Ja, jeder Mensch soll dazu selber. Bist du sicher, dass du Christ bist?
Kinder sollten unparteiisch sein, sehe ich auch so. Wir sollten deren Gehirn nicht vergewaltigen mit irgendwelchen Sachen, die unsere deren Gehirn freilassen, die sollen sich frei entwickeln können, nicht eingeschränkt werden mit irgendwelchen absoluten Wahrheiten, weil es gibt keine absolute Wahrheit. Das sollten wir unsere Kinder auch nicht beibringen. Right, sollten selbst entscheiden. Was glaubst du genau? Ja, wichtig ist freier Wille. Ja. Lutzmann, das ist die erste Voraussetzung. Ich antworte mal Ivi. Ja, ich glaube wirklich an den Allmächtigen in der Bibel. Aber die Frage, gleich kommt sofort wieder, ist Jesus Gott? Ich weiß es nicht. Okay, du musst es nicht wissen, aber warum fragst du Babu, ob seine Familie damit einverstanden ist? Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Nee, weil das mit ganz großem, mit, also eine ganz große Bedrohung dann für ihn persönlich ist. Also ich kann mir vorstellen, wenn er dann rausgeht aus dem Islam, dass er dann von der Familie komplett verstoßen wird. Ich darf nicht den Islam mit meinem Kopf verlassen. Ja. Nur kopflos darfst du den Islam verlassen. Das stimmt, Bruder. Ja. Die Gefahr ist zwar immer da. Man weiß ja auch nicht, ob deine Familie es tun wird oder nicht. Ja. Wie gesagt, die wissen nicht, wo ich bin oder wo ich wohne. Ich bin hier allein in Deutschland. Also. Achso, deine Familie ist irgendwo im anderen Land, oder was? Ich bin in Marokko geboren, auch groß geworden, dort studiert und Ausbildung gemacht und dann erst danach hier gekommen, seit 8 Jahren ungefähr oder 9 Jahren hier. Und du hast keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem aus deiner Familie? Nein, nix. Wow, okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Wie lange ist das her? Dass wir keinen Kontakt mehr haben, komplett gar nicht, schon seit ein paar Jahren, ja. Paar Jahre, so. Ja, schon. 5 oder mehr, 5, 6 Jahre. Und was hat deine Familie oder wie haben die reagiert, als du gesagt hast, ja, ich bin jetzt raus aus dem Islam? Haben die dann irgendwie Drohungen oder sowas gemacht? Oder wie ging das ab? Die waren überrascht, die meinten, mein Iman, meine Glaube wäre zu schwach und so Sachen einfach. Ich habe die aber auch mit den Sachen konfrontiert. Die wollten es einfach nicht anerkennen, wie alle Muslime, ihr wisst doch. Die hatten auch Barbara, hat dir jemand auch gesagt, dass du besessen bist oder so? Nein, das nicht. Also nein, das nicht. Nein, aber nee, das hat denen natürlich nicht gefallen. Aber mir ist egal. Für mich, ich möchte auch Leute, die Heuchler sind, ne, die nicht zugeben wollen, was da in deren Bücher stehen und trotzdem die Augen zumachen. Und ich habe es denen auch nicht verziehen, dass sie mir quasi gezwungen haben, diese ganzen Sachen zu lernen. Ne? Das geht mir nicht weiter in mein Leben. Wofür brauche ich diesen ganzen Müll, was ich da gelernt habe über den Islam? Das ist ja auch zwingend, ne, bei uns in unserem Land. Du wirst geschlagen in der Schule, wenn du den Koran nicht rezitierst. Auswendig wirst du geschlagen. Jeden Morgen kamen wir zur Schule rein und wir müssen dann rezitieren irgendeine Sura. Und wir müssen es richtig rezitieren. Sonst hast du Schläge bekommen von den Lehrern. Ey, Babu, aber verzeih es doch wegen dir. Nicht wegen ihm, aber wegen dir. Ich verzeihe nicht, weißt du, weil verzeihen manchmal, wenn du Menschen verzeihst, gibst du ja denen nochmal eine zweite Chance. Nein, verzeih es für dich, nicht für sie. Sie müssen das nicht wissen. Ich habe keinen Hass, gar nichts. Aber manche Sachen ich fand das einfach, wie gesagt, eine Vergewaltigung für mein Gehirn. Ich hätte das alles nicht lernen sollen. Wozu brauche ich das? Das braucht kein Mensch. Ich denke, sieht man so, sie haben das nicht anders gewusst. Naja, die hätten dann suchen sollen, sorry. Nein, sorry, ich bin da wirklich. Leute, ganz ehrlich, schaut mal. Ich habe gesagt, er liest doch jetzt die Bibel. Ja? Lass ihn erstmal Bibel lesen. Er liest sie noch. Er hat es versprochen. Der fängt damit an, wenn er die gelesen hat und wenn er davon alles mit der Ruhe. Babu liest die Bibel. Ich habe auch den Koran und die Bibel gelesen und die Bibel ist auf jeden Fall das einzig wahre Wort. Meiner Meinung nach. Ich wollte hier einen Bruder, eine Schwester Kornblume verzeihen. Ja, ich weiß, was du meinst, verzeihen, aber ich fand das einfach von denen unverantwortlich, ne, irgendwie. Nur weil Mohammed das sagt, ne, dann haben sie gegen meine Interessen agiert oder. Aber sie wussten es nicht besser. Sie wussten es nicht anders. Verstehst du?
Ja. Verzeih nicht wegen, also ich ja, sag aber es das gab auch andere, aus der christlichen Lehre. Aber hör mir zu, bitte. Nein, hör mir zu, bitte. Lass mich, du kennst nicht die Situation besser wie ich, bitte. Meine Mutter und meine Eltern, ich hatte die Chance mit 17 aus Marokko rauszugehen, zu studieren. Die haben dagegen gekämpft. Die haben schon mein ganzes Leben gekämpft, weil die Angst hatten, ich würde andere Religionen lernen. Nur für den Islam haben sie gegen unsere Interessen gehandelt. Das ganze Land, das Islam macht unser ganzes Land kaputt und die machen ihre Augen zu. Verstehst du? Und unterstützen diese Unterdrückungssystem und diese Unterdrückungsideologie. Verstehst du, ich hätte weiter studieren können, ich hatte die Chance bekommen in Frankreich, wurde angenommen von der Universität. Die haben dagegen gekämpft, damit ich nicht gehe. Die haben geweint, geschrien. Die wollten mir meinen Reisepass, mein Vater wollte mir, weil ich darf keinen Reisepass machen ohne die Erlaubnis meines Vaters, der wollte mir keinen Reisepass machen, weil sie dachte, ich würde nach Europa gehen, ich würde Alkohol trinken, ich würde nicht machen, nicht islamisch leben. Also die haben gegen meine Interesse gehandelt und für den Islam, obwohl das mich ja nicht weiterbringt. Ne? Heute weiß ich, dass nur eine Verarsche ist. Ne? Baba, mein Lieber, ich versuche dich wirklich zu verstehen und ich kann nur sagen, das ist das Problem, warum der Islam verbreitet sich, aber das bringt nichts, solange sie die ja, meisten du, ungebildet, ungebildet bleiben. Nicht, das, Schwester, das ist nicht wie Christentum. Ihr wisst nicht, wie es mit den Muslimen ist. Die werden geschlagen, um zu beten. Mit 7 musst du lernen. Wenn du Fehler machst, wirst du geschlagen. Hier schreibt ein Bruder aus Marokko, Ahmed Sika. Ihr wisst nicht, wie wir leiden müssen von klein auf. Ich verstehe dich, Babu Bruder. Das kann man nicht verstehen, egal wie ich die Bruder kann. Nein, ich sag dir nur, ich versuche es zu verstehen, aber ich sag dir nur, das ist, soweit ich informiert bin, auch der Grund, warum die meisten Muslime sich zwar verbreiten, aber ungebildet sind, weil das ja, die Familie haben, nicht zulässt. Oder? Ja, aber Ivi, da muss ich Babu recht geben. Babu, der hat das erlebt. Du kannst doch nicht sagen, dass du da irgendwie Erfahrung hast, was der Babu erlebt hat. Nein, ich sage, ich versuche es zu verstehen. Ich sage nur, das ist der Grund, warum die meisten Muslime ungebildet bleiben, weil es die Kultur nicht zulässt. Und das hat jetzt mir heute Babu bestätigt. Edik, ja. Ja. Ist so, Babu, oder? Du hast es selber gesagt, es tut mir sehr leid. Die reichen Männer bei uns in unseren Ländern und die Elite und die Herrscher, die schicken alle ihre Kinder nach Europa zu lernen, damit die zurückkommen und herrschen. Das musste man sich merken und das auch unterstützen, den Kindern nach Europa oder irgendwo anders zu gehen, um richtig zu studieren und nicht so einen Müll zu lernen. Es tut mir sehr leid für dich, dass du das erlebt hast. Was bringt mir jetzt zum Beispiel den Hadith, dass ich meinen Hintern mit 3 Steinen abwischen soll? Was bringt mir den Hadith heute? Ich muss das ja lernen. Babu, trotzdem, es tut mir sehr leid für dich, wirklich. Guten Morgen, Putin. Ja, es gibt unnötige Sachen, die wir lernen müssen. Liedenstein. Warum von Liedenstein zum Reinwerten? Ja. Dass man mit 3 Steinen sich den Hintern abwischen soll, nicht mit einem Knochen, nicht mit getrocknetem Mist, weil das Essen von Djinns ist. Was bringt mir das? Warum sollte ich so einen Scheiß lernen, Leute? Womit machst du es jetzt? Küchung? Machst du es jetzt mit WC-Papier oder mit Wasser? Ich höre euch nicht. Ja, kurz noch, weil ich war kurz weg. Also nur um es zusammenzufassen, wir haben schon Stein küssen, mit Stein abwischen und mit Stein, was hatten wir vorhin noch, der laufen konnte? Alles der Stein. Mit Steinigen. Ja. Ja, so viel mit Stein, Leute. Stein anbinden und wir haben Lämmer. Frauen haben sich früher gegen diese Stein mit ihren Genitalien gerieben, um fruchtbar zu sein. Also früher, bei der Zeit vom Islam und so. Es war dafür gemacht. Und heute küssen sie diesen Stein. Das ist voll unhygienisch. War das Einstein also, oder Einstein? Ja, Trim. Hallo. Hallo, servus. Vor allen Dingen, wie widerspricht sich das alles? Man betet irgendwelche Gegenstände an, die irgendwelche Rituale und so weiter, also dass das irgendwas bewirkt, das widerspricht sich ja also vollkommen, ne? Aber wer sagt denn, dass man das anbeten muss? Ja, was heißt anbeten? Wenn ich daran glaube, dass irgendein Stein mir irgendwie hilft,
dann bete ich sozusagen, also ich bete nicht den Stein an, aber ich glaube daran. Also ich glaube nicht, wenn ich wirklich an den Allmächtigen glaube, dass er mir dann hilft. Aber wo steht denn, dass du an den Stein glauben sollst? Also erstmal, was ist glaube, du verwechselst es, weil da gibt es ja auch wieder diese Gruppierungen. Du verwechselst es mit irgendwelchen Sekten. Was ist denn Mekka mit diesem heiligen Stein? Was bedeutet der überhaupt? Dieser quadratische Stein, der da jetzt steht. Wo kommt der her? Ich kenne die Storys, wo der herkommt, aber was denkst du? Warum muss man im Kreis laufen um diesen Stein? Warum? Und warum muss man einmal das im Leben als Moslem machen? Warum? Damit die Saudis sich die Taschen voll machen. Saudi-Arabien macht 12 Milliarden Dollar pro Jahr nur von den Tickets, ne, nach Hajj, von diesen Tickets nach Hajj. 12 Milliarden Dollar jährlich. Plus den ja gut, aber wie viele Milliarden macht die Kirche durch Kirchensteuer? Warum muss man bezahlen zum dorthin? Ja, natürlich. Ja, das ist ja auch eine religiöse Tour. Okay. 8.000 Euro pro Person. Evi, 8.000 Euro pro Person, wenn du dorthin gehst. Okay. Nein, also stimmt nicht. 8.000 Euro stimmt nicht. Der Vatikan ist 8 Milliarden schwer. 8.000 Euro ist, das ist nur Hijra. Wenn du Hajj machen willst, bis 20.000. Oh nein, von wo nimmst du diese Preise? Leute. Erstmal entscheidet Saudi-Arabien, wie viele Menschen sie nimmt von jedes Land. Nicht so viele Leute dürfen. Sie sagt zum Beispiel, okay, dieses Jahr Marokko 4.000 Leute. Ne? Algerien zum Beispiel, die entscheiden, wie viele Leute von jedes Land. Weil du kannst nicht einfach dorthin fliegen und Hajj machen, kannst du nicht. Meine lieben Menschen, 2,5 und 3,5 und nicht mehr. Das sind ja abgefahrene Preise. Bis 10.000 US-Dollar pro Person. Ach du Scheiße, das wusste ich selber nicht. Da ich Katholikin bin und sehr informiert, ist der Vatikan zwischen 8 und 12 Milliarden reich. Aber das geht schon über hunderte Jahre so. Und nicht über die letzten paar Jahre. Die haben auch ihre Banken und die haben auch ihre Finanzen. Ich meine, die sind auch nicht sauber, die Finanzen. Ja, mit der Schweizer Bank etwa maximum 12 Milliarden. Ja, Bruder, wir leben in Deutschland. Die gehen ja nicht hin als Sündenreinwaschung, verstehst du? Weil die natürlich. Das ist der Unterschied. Unsere Politiker, zumindest kann ich in den Vatikan gratis gehen, danke. Würde ich aber nicht empfehlen, weil in meinem Profil beweise ich, dass er Lucifer dort wohnt. Ja. Ich war in den Vatikan. Informier dich mal über Genf. Vatikan ist auch immer. Das habe ich auch gehört. Ja. Aber informiert euch mal, sogar laut der Bibel, wo die Hauptstelle des Luzifers ist, das ist in Genf. Also ich meine nicht, dass er wirklich dort wohnt, sondern eher das Heil des Papst. Das sind böse Lügen über das Christentum. Das sind keine Lügen. Das sind Lügen. Das informier dich mal richtig. Der Vatikan hat nichts mit dem Christentum zu tun, gar nichts. Ich verbreite Lügen. Ich versuche über den Islam, Leute, lass den Christentum, ich rede hier nur über den Islam, ich muss das immer wiederholen, Leute, ich rede nur über den Islam, bitte, Leute. Die Leute wollen über den Islam hören und wenn wir über den Christentum reden, wollen die das nicht. Ich wollte irgendwas sagen, habe jetzt wieder vergessen, Leute. Ich will langsam auch müde nach 12 Stunden. Was wollte ich sagen? Sündenvergebung oder Sündenaufsaugung. Ja, genau. Immer ja, mit dem Stein. Ja, die Steine machen euch sauber. Das ist so die Message. Auch die Gerechtigkeit, ne? Die Gerechtigkeitsfrage hat mich auch immer beschäftigt in den Islam. Also ich könnte jetzt ein Kind schändigen, ich könnte ein Kind misshandeln und töten und ich zahle 8.000 Euro und ich bin davon gewaschen von meinen Sünden und wenn ich sterbe, sitze ich neben diesem Kind in dem Paradies für alle Ewigkeit. Ich verstehe nicht, wenn nicht Saudi-Arabien davon profitiert, willst du mir sagen, dass Allah diese 8.000 Euro bekommt und mir alles vergibt, was ich gemacht habe, ob ich getötet habe, ob ich Leute geschlachtet habe, ob ich Leute versklavt habe? Moment, wo hast du diese Regelung her mit den 8.000 Euro, wenn du jemanden vergewaltigst, ne? Wo hast du das her? Ja, aber du musst zahlen 8.000 Euro, um nach Hajj zu kommen. Nein, musst du nicht zahlen. Aber musst du nicht. Wo musst denn? Wo? Warte mal. Ja, kannst okay, du mal bitte? Okay, Leute, oh, hallo. Okay, sagen wir mal 2.000 Euro. Halas, du hast ein Geschenk gemacht. Lass mal.
lass mal von mir aus für 2000 Euro, ja? Okay, ist das denn, aber sag ich mal, gottgerecht? Nicht Umrah, nicht Umrah, Al-Hajj. Guck mal, googelt mal, was kostet der Hajj. Ich von Marokko auf. Ich hab's vor mir. Von hier bis später. Ich mach dich groß, zeig uns in Google. Zeig uns, was steht da vor dir in Google, wie viel kostet der Hajj. Nicht der Umrah, der Hajj. Zeig, Bruder. Wo steht denn, dass die Hajj deine Sünden alle tilgt? Es gibt einen Hadith, wenn du in Hajj gehst, wirst du genau wie deine Mutter dich geboren hat, gewaschen von der Ali. Papa, wie schreibt deine Mutter, als hätte dich deine Mutter gerade geboren. Warte, Ivi, bitte, sonst hören die mich nicht, bitte. Also es gibt einen Hadith, wo der sagt, wenn du zum Hajj gehst, werden alle deine Sünden gewaschen, als hätte dich deine Mutter gerade geboren. Guck mal, das ist ja wirklich ein erfundener Hadith. Nein. Sieht man das? Ah, ja. Sie sehen das nicht richtig, Bruder. Die Pilgerfahrt. Wow, das steht Mekka ist ein Wort, der 5 Bruder schießt dann wieder. Und? Tritt Pilgerreise Deutschland aus. Wie schreibt man Hatsch? H-A-D-G-J. H-A-D-J. Ja, aber das hat doch jetzt nur mit der Pilgerfahrt zu tun, was du gerade da zeigst. Nein, es gibt zwei. Das ist die Hatsch. Mal, es gibt Umrah, die kostet so viel Umrah, da kannst du gehen, egal wann du willst im Jahr. Ne? Aber Hajj gibt eine präzise Zeit, wo du da auch deine Lamm schlachtest und so, und da dürfen nicht jede und die ist teurer. Umrah kannst du ihr ganzes Jahr gehen, aber Hajj nicht. Also verstehe ich das richtig, jetzt ich als Nicht-Moslem, wenn ich irgendwie eine schwere Tat begehe, dann bezahle ich einfach so viel Geld, wie auch immer. Du bezahlst dann fahre ich nach mit diesem Mekka. Geld nur deinen Flug und dein Hotel. Genau, nach Mekka und bin dann frei von Sünden oder was? Du kannst da gar nicht hingehen als Nicht-Moslem. Wenn du kein Moslem bist, kannst du da gar nicht hingehen. Ja, natürlich, ich meine, wenn ich Moslem wäre. Babu, vergrößer mich kurz, bitte. Wir reden hier echt durcheinander, das macht so gar keinen Sinn. Ja, circa 7.700 Euro. Ja, richtig, Schwester, ja. Das ist ja unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ja, und wollt ihr mir sagen, wer profitiert davon? Nur Saudi-Arabien. Wer profitiert davon? Allah? Nein. Was hat Allah davon, dass du Saudi-Arabien so viel Geld gibst? Warum kannst du nicht von deinem Zuhause beten und wie dir alles vergeben? Das kannst du auch vergeben? Von zu Hause. Das ist ja, wenn du die Möglichkeit hast. Wenn nicht, dann machst du halt Jungs, es steht Gesamtkosten 7.700 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Unser Angebot umfasst Komplettpaket bei den alle notwendigen Leistungen enthalten sind. Falls Sie einige dieser Leistungen nicht benötigen oder in Anspruch nehmen, wird der Preis entsprechend nicht gekürzt. Das ist unglaublich. Davon habe ich noch nie gehört. Das ist ja unfassbar. Ich auch nicht. Aber hey Babu, erstmal Respekt an Babu. Babu, du bist echt, du bist krass. Lass uns nochmal nach dem Stream irgendwann, wenn du Zeit hast, einmal reden, wenn du Zeit hast. Gerne. Also, und das, was ich wollte noch sagen, Leute. Ganz kurz, Babu. Ja, Bruder. Bedauerlich, ich entübe mir nada. Ich will dich mit dir sprechen, ich will dich mit dir und die Antwort, warum 8000, kann ich dir erklären. Sura 8, Vers 1, Bruder, was steht da drinnen? Lese, Bruder, lese, oder dann auf Arabisch, beste Sura auf Arabisch. Also Sura 8, Vers 1 steht drin, ich übersetze euch mal auf Deutsch. Und wenn euch jemand nach der Beute fragt, dann sagt, sie gehört Allah und seinem Gesandten. Jetzt ergibt das für mich Sinn. Ey, was für Gesandten? Ja, du bist nicht frei. Das ist doch fake. Unfassbar. Ich glaube es gar nicht. Das ist fake. Ich soll Kohle an irgendwelche Leute zahlen, die auch... Das ist fake. Und also das ist so, es gibt Ranima und es gibt Fail. Ranima ist die Beute, wenn die Muslime auch kämpfen, die Mujahidin, ne, mit Mohammed. Wenn Mohammed angreift und die Leute kämpfen, dann gibt es Ranima. Wer mit einem Pferd gekommen ist, bekommt mehr. Ist so. Kommt drauf an, wie viel du investierst hast, bekommst du auch so viel von der Beute. Aber der fünfte bekommt Mohammed und Allah, ne? Und man ranimt um Falillahi wa Rasulihi al-Khumus. Und Al-Fay ist, wenn die Muslime angreifen, aber die Ungläubige nicht kämpfen, sich ergeben. Also es gab keinen Kampf, kein Blut, nichts. Ne? Und dann bekommt alle Mohammed und Allah. Da bekommen die Leute, die mit ihm waren, nichts. Ne? Dann
stattfindet. Das heißt ein Fake. Wollte Trim nicht etwas sagen vorher? Leute, haut rein. Ich weiß gar nicht mehr das Thema jetzt, das letzte, deswegen, weil wir reden durcheinander hier. Also Leute, die versuchen, irgendwelche privaten Dinge. In Arabien ist halt nun mal auch das Leben generell teurer, weil wenn Leute 5000 Euro für Dubai eine Woche bezahlen, beschwert sich auch keiner. Nee, also ich habe 2000 Euro bezahlt. Dubai sagt dir nicht, dass ich dir deine Sünden vergebe. Das sagt dir Dubai nicht. Nein, deine Sünden werden vergeben, wenn du aber deine manche Menschen nimmst und anfängst zu beten, dann werden deine Sünden vergeben. Ja, das kann man bezweifeln. Ihr könnt reden, ich stumme mich. Das mache ich nicht mehr weit. Das ist zu bezweifeln, ob er vergibt oder nicht. Babu, sprich bitte. Also wie gesagt, Dubai verzeiht dir deine Sünden nicht, ne? Leute bei uns lässt seinen Bruder verhungern und geht zum Hajj, damit Allah ihn verzeiht. Der lässt seinen Bruder neben ihm, der wohnt in ein kaputtes Haus. Er hat vielleicht nichts, seine Kinder zu essen zu geben, der hilft nicht. Warum sagt dir Allah nicht zum Beispiel, du sollst dieses Geld an armen Menschen verschenken und du bekommst den Himmel? Warum nicht? Spenden musst du so oder so. Du hast, ja, aber warum sagt ihr dir nicht zum Beispiel nein, statt zu einem Hajj zu gehen und Saudi-Arabien 8000 Euro zu geben, einfach so, um Steine zu kaufen in einem Land voller Steine? Du kaufst 7 Steine in einem Land voller Steine. Du kannst deine Steine nicht mitnehmen, obwohl die ganze Land voller Steine. Wo steht, dass du einen Stein kaufen sollst? Du musst 7 Steine kaufen. Natürlich musst du, wo was denkst du? Musst du noch wieder? Musst du nicht. Natürlich musst du 7 Steine kaufen. Natürlich musst du. So ein Quatsch. Du musst noch dazu, ich hab's Steine schon kaufen. Gesagt. Natürlich musst du. Schreib Google, ob du das kaufen sollst oder nicht. In einem Land voller Steine. Kaufen musst. In einem Land voller Steine musst du Steine kaufen. Und du drehst dich um einen Stein und du kriegst. Und in einem Land voller Alkohol musst du auch Alkohol kaufen. Ja, ich tue nicht jetzt wieder. Leute, redet einfach hier. Steine auf jeden Fall. Ich Steine aufsaugen. Steine abwischen. Sauber machen. Ja. Hallo. Ganz kurz, Leute. Komm mal. Ich finde das absolut nicht in Ordnung, ja, Host. Es ist sein Stream, ja. Redet die ganze Zeit dazwischen, wenn er redet. Und diese Aussage nicht so. Stopp, ist diese. Hengst. Was heißt, nein, das kann nicht sein. Und am Ende hat er es bewiesen, okay? Guck mal, jeder, der von euch der Meinung ist, dass das nicht so ist, holt bitte eine Quelle raus. Sag, ich möchte danach reden, dann wartet ihr, bis er fertig ist mit Reden und dann redet ihr und zeigt das anhand der Quelle und nicht einfach irgendeine wie. Er redet kein Bullshit. Er hat für alles, was er sagt, hat er eine Quelle. Alles, was er sagt, kann er dir sofort eine Quelle liefern. Ja? So, und wenn du das Gegenteil beweisen möchtest, dann bitte eine Quelle beweisen und nicht einfach irgendwas, was du gerade denkst oder was dir gerade einfällt. Dankeschön. Und jetzt lass den Babu reden. Wenn er fertig ist, stummt er sich und dann kannst du reden. Dann musst du alles kaufen. Das Lamm, also die New Zealand verkauft Lamm für $60 an Saudi-Arabien. Saudi-Arabien verkauft sie im Hedge für $300. Also 6-mal oder 5-mal so viel, wie er normalerweise kostet. Die Kuffar verkauft es für $60 und die Muslimin verkaufen es an deren Bruder für Brüder für $300, damit du das schlachtest. Diese Fleisch isst du ja nicht mal, weil du musst weitermachen, ne? Diese ganzen Rituale. Du schlachtest den Lamm und lässt du da, die nehmen dieses Fleisch weg und die verkaufen es weiter Saudi-Arabien. Die verarschen die Hujjaj wie bescheuert. Die nehmen sie aus wie den Weihnachtsgans. Und du drehst um deinen Stein und dann gibst du 8000 Euro und kommst zurück nach Hause und denkst du, Allah die alles verziehen. Okay, egal ob du ein Mörder bist, egal was du warst, dann kommst du zurück, Allah hat dir alles verziehen. Warum sagt dir nicht Allah, nein, komm nicht, reise nicht, gib nicht Acht zu Mekka, gib's einfach den armen Leuten und dann hast du den Paradies auch verdient. Warum sagt ihr sowas nicht? Schau mal, ich will es euch die ganze Zeit erklären, aber ihr redet doch immer dazwischen. Ich verstehe das nicht. Ich sag die ganze Zeit, die Pilgerfahrt kannst du machen, wenn du die Möglichkeiten dazu hast. Spenden an arme Leute musst du so oder so. Du sollst nicht essen, während dein Nachbar hungert. Das sind muss alles. Komm, ich such sie gleich raus. Wir können in der Zwischenzeit was reden. Aber guck mal, wenn der saudische Prinz irgendwie Geld haben will für die Hajj und so, das ist ja nicht islamisch, oder?
Das ist, ich weiß gar nicht, was er will. Ich weiß, dass du für die Reise zahlst und für den Reiseführer. Weil ja, dann ist ja auch du kaufst dort nicht extra ein. Du hast All-Inclusive, Hotel, Umflug, Hotel, All-Inclusive. Du hast Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Alles inklusive. In 60 Grad. Was ist das für ein Urlaub? Trim, du wirst doch jetzt später. Und für 4 Wochen, nicht für eine Woche oder 2 Wochen, sondern für 4 Wochen. Religion gehört hier Saudi-Arabien. Warum verstehst du das? Saudi-Arabien will ja, die Saudi-Arabien zahlt unsere Länder, Saudi-Arabien gibt Marokko Geld, damit er Moscheen baut. Die bauen uns nur Moscheen, damit sie mehr Leute ins Islam einholen und mehr Leute nach Mekka holen. Saudi-Arabien investiert in diese Religion, damit du weiter religiöser wirst. Die bauen Moscheen überall, damit mehr Leute Muslime werden und mehr Leute zu denen gehen und denen Geld geben. Die Religion kommt ja von Saudi-Arabien. Woher kommt die Religion? Von Marokko? Nein, von Saudi-Arabien. Die Saudi-Arabien hat diese Religion gebaut, damit ihr dorthin geht und denen Geld gibt. Babu, sorry, in Bosnien ist das ja genau das Gleiche, ich habe das ja schon mal gesagt. Die zahlen den Menschen Lohn, wenn die Frauen verhüllt sind und die Männer Bärte tragen und diese langen Gewänder, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber sie zahlen die vollen Monatslöhne und sie kaufen halb, sie haben schon halb Bosnien aufgekauft. Wer nicht informiert ist, nur damit ihr Bescheid wisst. Aber Babu, guck mal, es gibt ja wahrscheinlich keine Quellen, wo steht, du musst Steine kaufen oder du musst irgendwie Geld bezahlen, damit du Hatsch machen darfst. Das hat doch dann das haben Prinzen erfunden oder irgendwelche Saudis, aber das ist ja nicht islamisch, oder? Ich habe dir gerade erklärt, dass alles wurde von Araber und Saudi-Arabien für Saudi-Arabien gemacht. Ne? Von Anfang an ist es so. Von Anfang an ist das Anfang an für die Welt. Nein, der Islam will ja Geld von den Leuten. Er sagt, ihr geht, bekämpft die Menschen. Allah und Mohammed gehört der Fünfte. Wenn ihr bekämpft, wenn ihr nicht kämpft und die Leute sich ergeben, gehört alles Mohammed. Es ging ja alles nur um Geld von Anfang an, dass Mohammed sich bereicht. Der war Millionär, Mohammed. Der war Milliardär. Der war der Reichste damals. Und das ist ja so gemacht. Es geht ja nur um Geld in den Islam und um Beute und Versklaverung. Es geht nicht um anders. Aber der saudische Prinz ist ja nicht Mohammed oder Allah. Seine Nachfolger, was willst du? Nein. Also, Hamil Haramain, der Protektor von den beiden Haram. Nein. Und das ist die Ideologie, die haben sie nicht geändert. Die Ideologie, die Mohammed gebracht hat, machen sie immer noch. Wir haben es nicht geändert da rein. Was hat sich in den Islam geändert, wenn es nicht der richtige Islam jetzt ist wieder? Gibt es nicht Hajru Baytillahi al-Haram als Rukn al-Khamis von Islam? Ist das keine Rukn min Arkan al-Islam? Ist das keine von den Arkan von Islam? Was ist es? Und zwar, ich habe jetzt was gefunden zum Thema Spenden. Das ist nämlich Sure 2, Vers 262, 263. Diejenigen, die ihr Vermögen um Gottes Willen spenden und dann dem, was sie gespendet haben. Nochmal von Anfang und langsam. Also ich habe von Anfang an gesagt, Sure 2, Vers 262, 263. Könnt ihr auch nein, lesen, was den Inhalt. Genau, diejenigen, die ihr Vermögen um Gottes Willen spenden und dann dem, was sie gespendet haben, weder Vorhaltungen noch Beleidigungen folgen lassen, haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Sie haben nichts zu befürchten und sie werden nicht traurig sein. Freundliche Worte okay. Und Verzeihen sind besser als ein Almosen, den Beleidigungen folgen. Du kennst auch den Vers bestimmt, wo die dir sagen, wenn du Mohammed besuchen willst, bring Geld. Kennst du auch, um Geschenke. Nein, den kenne ich nicht, zeig mir den dann schon. Wenn ihr zu Mohammed besuchen willst, bringt Geld mit euch und Geschenke. Sag mir mal den Vers. Ich habe dir gerade gesagt, warte, ja, es kommt mir nichts, ich möchte den Vers sehen, weil du kannst nein, viel nein, sagen. Eins gut wurde, ich hol's nicht raus. Das ist nur ein bisschen anstrengend. Okay, jetzt, warte, Bruder, ich hol's jetzt. Ich hab das im Kopf rein. Bis später. Okay. Parisha, bis später. Bis später. Ich glaube, ich muss auch runter, der Babu ist zu okay, das ist Surat al-Mujadala. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله إن جئتم رسول الله فقدموا أمام نجواكم صدقة تصدقون بها على أهل المسكن والحاجة. Das ist Sura Mujadala, Vers 12. Warte, Sura Mujadala, sagen wir jetzt nochmal. 55, Vers 12.
Sure, 58 per World. Hey, Sure 58 Vers 12. Hey, ja, Bruder? Bist du ein Hafis? Nee, nicht mehr. Ah, du warst mal? Ja. Krass. Also wirklich komplett auswendig, oder? Ja, ja, natürlich, ja, ja. Ja klar, ich kenne mal, wenn ich einen Vers höre, kann ich auch danach die Dings, aber nicht mehr so ganz, weil ich habe es, wie gesagt, seit 12 Jahren oder so nicht mehr. Nicht mehr er hat ja gesagt, er wurde geschlagen, damit er das lernt. Muss mehr gehen. Ja, in der Schule, wir müssen es auswendig kennen. Jeden Morgen haben wir rezitiert. Ja, ich war doch gläubig, ich habe eben vorm Schlafen gegangen, habe ich Ayat al-Kursi gelesen, ne, damit Allah mir Engel pickt und alles. Ne. Babu, kannst du das auch für uns übersetzen? Ja, ja. الله لا إله إلا هو الحي القيوم خذوا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا آية الكرسي Das habe ich jede Nacht gelesen. Kannst du das auch für uns übersetzen, damit wir es verstehen? Ich habe nur den Vers, den ich gegeben habe, 58, 12, der Bruder kann es auf Deutsch lesen vielleicht. Trim, offiziell, kannst du es auf Deutsch lesen, Bruder? Ja, ich lese ich gerade, warte. Einen Moment. Laut, damit die. Nein, ich bin es gerade noch. Nein, okay. Warte. Okay, also 58, Vers 12. Und dann gebe ich dir auch noch von der Beute, wenn du willst. Dass es ja nur um Geld ging, nicht anders. Ja. Aber hat nicht Mohammed etwas und so bekommen, hat selber gespendet? Wie bitte? Hat er nicht selber das ganze Geld gespendet? Nein, nein. Also, na klar hat er das ganze Geld gespendet. Nein, sonst würde seine Tochter nicht um seine Erbe streiten. Warum hat aber um seine Sklaven? Wie hat er diese ganzen Frauen Erbe? Soweit ich weiß, hat er jetzt kein luxuriöses Leben gelebt. Doch, also die hatten ja auch keinen Luxus in der Sand und Sahara. Hat man auch keinen Luxus, ist ja so. Aber der hatte Geld und hatte Grundstücke, der hatte in Khaybar Länderei bekommen, als er sie angegriffen hat. Und diese Länder wollte auch seine Tochter haben. Und diese Länderei, da waren Palmen, ne, dann dem kannst du verkaufen. Der bekam das fünfte von der Beute. Und wenn sie nicht gekämpft haben, hat er die ganze Beute bekommen. Insgesamt Frauen und Kinder. Die waren ja auch als Beute damals. Nicht nur die ihre Hab und Gut. Alles bekam er. Aber Trim, komm, übersetzt jetzt mal diesen Vers. Ich möchte auch wissen, was da steht. Ich will nur, dass weil er liest, spricht ja über den Islam. Ich wollte schon raus. Ich habe gesagt, ich kenne mich da nicht so gut aus. Und er hat gesagt, bleib hier. Ich kann es dir sagen. Okay, warte, ich kann es dir hier einmal lesen und danach gebe ich dir die Erläuterung dazu, aus welchem Grund es war. Weil er hat sich nicht alles eingeschoben, sondern ich sehe hier, das war der Oberhaupt vom muslimischen Volk. Lies mal vor, erklär alles im Wohl der Allgemeinheit gehandelt. Warte, ich lese dir vor. Ja. Eine Sekunde. So. Babu hat mich nicht gehen lassen, jetzt möchte ich es hören. O, die ihr glaubt, wenn ihr mit dem Gesandten vertraulich sprechen wollt, dann gebt schon vor eurem vertraulichen Gespräch ein Almosen. Das ist besser und reiner für euch. Wenn ihr jedoch nichts dafür findet, gewiss, dann ist Allah allvergebend und barmherzig. Das war Surah 58, Vers 12. Richtig, ja. Ja, inna jitum rasul atu bina najwaidikum sadaqa. Genau, und ich habe vorhin gesagt, warum diese Spenden eingesammelt wurden. Wir haben nach der Erklärung gerade gesucht. Und Trim, was verstehst du darunter? Der hatte ich schon verstehe Geld. Darunter, er hat die Spenden nicht eingesammelt, um sich ein Ferrari zu kaufen, sondern er war das Oberhaupt vom muslimischen Volk und hat das Geld an die verteilt, die wohl nichts hatten. Aber der war Millionär. Der war Millionär. Wo war der Millionär? Also komm. Ja, was hat er mit diesem Geld gemacht? Ich habe doch nie einen Hadith gelesen, wo er ihn das Armen verteilt. An die Armen. Leute, damals gab es keine Ferraris. Warte, wo steht, dass er den Armen was gegeben hat? Wo steht das? Aber kennst du Abu Huraira? Abu Huraira sagt in seinem eigenen Mund, ich habe einfach mal ein Hadith Sahih
Ich habe Leute gefragt nach einem Eier, obwohl ich sie kannte, nur damit sie mir Mitleid mit mir bekommen und mir eine Dattel geben. Der hat nicht mal seine Freunde was zum Essen gegeben. Warum soll er fremde Menschen was geben? Warte, ich schau mal kurz. Babu, darf ich etwas sagen? Ja, bitte, Schwester. Wenn ich schon 7.000, 8.000 Euro spende, investiere, dann mache ich das dort, wo ich das für richtig empfinde. Kannst du machen, ja. Ja, Trim und Elshan, Freunde, Trim und Elshan. Ich werde langsam müde, aber ich würde mich freuen, wenn der Abend kommt und wir können wirklich, mir hat gefallen, wie ihr euch unterhaltet, respektvoll und so, wir können auch weiter darüber sprechen, vielleicht könnt ihr ja auch. Wir können sprechen, aber ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der Profi, ich muss selber, wie gesagt, googeln. Mich hat es nur vorhin interessiert, halt, weil du gesagt hast, du wurdest geschlagen, damit du betest und so, und das, ich kenne keinen einzigen Fall. Ja, in der Schule, Bruder, weißt du, was der Imam hat in der Schule, der hat einen, wir haben ein Sprichwort in Marokko, der sagt, Lima und Dosar, Lima und Dutef, Khalian Darbo. Wer kein Glück hat, hat auch kein Glück im Schlägerei. Warum? Weil der Imam hat einen langen Stock, ne? Und wenn jemand wollte er denn den hinteren Sitz schlagen und der hat einfach nur der vorne Stand geschlagen, ne? Und wir haben immer darüber gelacht. So wird man lernen, ne? Da musst du schreiben, dann nochmal auswendig lernen und dann machst du es weg und dann musst du ihn rezitieren. Es ist so, Bruder. Nee, so kenn ich's nicht. Also ich weiß nicht, wo das war, aber ich kenne seinen Fall nicht. Noch nie Marokko. Gehört. Ja, kann sein, ich weiß es nicht, aber er steht ja in Islam. Ich schlage deine Kinder, damit die es lernen. Ja, das sagt Mohammed. Das sagt Mohammed. Zeig dir. Babu, ich gehe sonst raus. Ich möchte niemanden stören hier. Gut, ich mache Feierabend. Ich werde auch nicht länger bleiben. Ich bin schon 16 Stunden. Guten Morgen. Ja. Nee. Hi, Steve. Also, hi, Brudi. Wenn du heute Abend kommst und auch Elshan, ich folge euch und wir könnten uns vielleicht Abend besser vielleicht, unterhalten. Vielleicht, ja, ich schau mal, aber normal schon. Wenn ihr allerdings und dann können wir ein bisschen unter. Wenn du Interesse hast, sonst, wie gesagt, musst du nicht. Interesse schon, aber ich weiß noch nicht, ob es am Abend klappt, aber die Tage bestimmt. Alles gut, gerne, Bruder. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bestimmt die Tage. Mach's gut. Danke, Bruder. Ciao. 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 Gehst du auch erst schon? Achso, ich dachte, du machst jetzt aus. Nein, ich meinte, ich habe Kraft mehr zu debattieren. Verstehst du, nach 12 Stunden bin ich ja, ich hatte schon viele Muslime, aber wir könnten, wenn ihr wirklich Interesse habt, wir können über irgendwelche Themen dann sprechen heute. Noch besser und richtig mit Quellen suchen und so und darüber reden, wie ihr wollt. Naja, ich wollte nur nebenbei erwähnen, mein Vater wurde ja auch geschlagen. Mein Vater ist ja auch im arabischen Raum aufgewachsen. Ja, das ist halt so. Man muss, ja. Mohammed hat gesagt, die Sache schlagt sie mit 10. Was denkst du über... Ivi, zeigt euch mal die wunderschöne Landschaft. Schaut mal, diese schön. Schönheit. Ja, ja. Bei mir sieht es gerade auch so aus. Baba, ich bin nur raus. Ich habe gespürt, du bist ein bisschen nervös und ich wollte hier nicht stören, wirklich. Alles gut, Schwester. Wie gesagt, wir machen nicht mehr lange. Bis heute Abend wieder ab 17, 19 Uhr vielleicht oder so. Ich hoffe, dass das Ding die gut voranst. Ja, wir haben ein Problem, dass wir den Islam halt als Identität nehmen. Gell? Für uns ist das eine Identität und deswegen versuchen die meisten Muslime, den Islam zu beschützen mit aller Macht, ne? Weil die das als Identität haben. Der Islam in unseren Ländern hat alles genommen, ne? Unsere Kultur, unsere Geschichte, alles gelöscht. Wir kennen unsere Geschichte aus Marokko nicht, wir kennen unsere Vorfahren nicht. Es wurde uns gesagt, ihr seid Araber, ihr seid Muslime. So haben die uns kontrolliert und Gehirn gewaschen. Und wir haben nur noch den Islam und sie nehmen es als Identität und das ist ein Problem. Wir sind erstmal Menschen. Ne? Ein Mensch sollte erstmal ein Mensch sein. Religion ist nicht wichtig. Du musst unbedingt sagen, ich bin Moslem, um damit du einen Wert gewinnst. Teil, manchmal verlierst du deinen Wert, wenn du sagst, ich bin Moslem. Weil vielleicht die Person, die gegenüber von dir ist, vielleicht kennt sie den Islam besser wie du. Und sie denkt, wie kann er der Typ für so eine Religion, so eine Ideologie stehen? Ist er noch ganz dicht? Also man sollte wirklich aufpassen, was man
Das ist einfach. Unsere Eltern wurden einfach verarscht oder nenn es wie du willst. Unsere Vorfahren wurden gezwungen, den Islam anzunehmen. Die wurden geschlachtet, die wurden gemetzelt, wir wurden versklavt. Die Muslime haben, die Gläubigen haben ihre Kinder verkauft, um die Kopfsteuer zu bezahlen. Oh Gott, ey. Die haben ihre Kinder verkauft. Ja, Schwester. Hör auf, das schmerzt mir im Herzen, bitte. Das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Aber man muss ja auch Sachen sagen, damit auch die Leute verstehen, was wir aber reden. Babu, ist nicht jetzt in Marokko eine Frau, also eine königliche Regierung? Wir hatten immer einen König seit 14. Ja, aber eine Frau, also eine friedliche Regierung. In Erbesachen und so, nein. In Erbesachen und so. Also das, was du erzählst, das kenne ich nicht mal von meinem Papa, ganz ehrlich. Und also wurdest du in der Schule so geschlagen oder so gezwungen oder zu Hause? Aber ich habe nicht den Islam als Kind verlassen. Das hat ja gar nicht in mich, ich war ja so gläubig. Das hat ja nicht, das war für mich normal, dass alle geschlagen wurden, um zu lernen. Verstehst du? Ich dachte, es ist okay, Kinder zu schlagen. Jedes Kind wird geschlagen von seinen Eltern, von den Lehrern, von aber, jedem. Aber war das mehr zu Hause? Aber ich würde gerne in der Schule. Sonst werden wir wieder den Faden verlieren. Bitte, bitte. Was habe ich gesagt? Ja, Leute haben ihre Kinder verkauft, um den Steuer zu bezahlen. Leute haben, die haben uns versklavt, verkauft. Es ist nicht ohne Grund, dass unsere Länder schon nicht entwickelt waren, als die Kolonisator kamen. Ne? Wir wurden nicht einfach, wir waren ja schwach, wir konnten uns nicht verteidigen. Ne? Wir haben uns auf Tiere bewegt, ne? Während Leute hier schon Autos hatten. Entwickelt wegen dem Islam, der hat uns so arm gemacht. Warum haben dann die Amazigh, die Ureinwohner von Marokko, von Algerien und so, sich in den Bergen? Warum haben sie sich in den Bergen versteckt? Warum flüchten sie in den Bergen? Welcher normale Mensch entscheidet sich freiwillig, in einem Berg zu wohnen, wo es nur Steine gibt, wo man nicht pflanzen kann, wo man keine Tiere halten kann, wo es Minusgrad und Schnee gibt, keine Heizung, nichts, einfach so? Nein, der Islam, die sind abgehauen vom Islam. Die haben versucht, in den Orten zu gehen, wo es nicht möglich erreicht zu werden. Die haben sich versteckt, um in Ruhe zu geben, wegen dem Islam. Die Regierung hat den Menschen gemacht für Geld. Ja. Mein lieber Babu, deshalb stelle ich dir diese Fragen, weil es mich wirklich interessiert, weil von meinem Papa, der Papa, mein Großpapa, der ist 1910 Jahrgang und der hat nicht mal das erlebt, was du erlebt hast. Verstehst du? Ich kenne diese Geschichte überhaupt nicht und ich bin ja auch aus dem Balkan. Also ich bin nicht hier in der Schweiz, meine Vorfahren sind ja nicht von hier und deshalb schockt mich das schon fast, wenn du das erzählst, ganz ehrlich. Ja, Leute, ist so, Schwester, bis heute noch haben wir diese Moscheen und diesen ganzen, die Lehrer schlagen. Ja. Die haben ja die Erlaubnis, warum? Ja, wenn der deine Lehrer sagt, deine Mutter oder dein Vater, ja, der hat den Koran nicht richtig rezitiert, dann sagt er, ja, da hast du recht, nächstes Mal schlag ihn mehr, vielleicht lernt er besser. Ja, das ist ja das, was die Eltern wollen, dass deren Kinder gute Muslime sind und gutes den Koran auswendig lernen. Denn interessiert nicht deine, wie gesagt, die Eltern handeln gegen Interesse von deren Kinder wegen dem Islam. Und das ist gefährlich. Nein, aber die Leute dort machen Geschichte. Ja, Bruder? Sorry, willst du mir zustimmen, dass das kulturell ist und nicht islamisch? Ich habe ja auch den Hadith genannt, gell? Zeig denen mit 7 und schlag sie mit 10. Das hat Mohammed gesagt, Bruder. Nicht kulturell, verstehst du? Das ist ja halt vom Islam. Schlagen wir. Das ist ja begründet. Schlagen, okay, Elshan, du hast recht, das ist kulturell mehr. Schlagen okay noch, aber verkaufen, das geht, also. Es wurde jedes Mal, als man falsch rezitiert wurde, mit Stock, mit waren sie, ja, 5, 6 Jahre alt. Hier, Ahmed Sikar, auch ein Marokkaner. Mit 5, 6 Jahren wurde er geschlagen mit dem Stock, wenn er was falsch rezitiert hat. Wo steht das mit Schlagen mit 10? Warte, Bruder. Erstmal, meine Eltern wurden auch noch in der Schule mit dem Stock geschlagen. Auf die ich kenne das auch von meinem Vater. Mein Vater kommt ja auch aus dem arabischen Raum, aus Syrien. Der wurde auch geschlagen.
Okay, genau. Aber das mit dem Kinderverkaufen, das verstehe ich nicht, weil meine Urgroßmutter wurde schon tätowiert, mit einem Kreuz gekennzeichnet, damit sie nicht verkauft wird oder entführt, nee, entführt wird, sorry, damit sie nicht entführt wird. Also meine Urgroßmutter wurde schon gekennzeichnet, damit sie nicht entführt wird. Deshalb, Babu, das ist richtig heftig, was ich höre. Das schockt mich. Das höre ich heute das Okay, erste das Mal von steht, dir. Bruder, hörst du zu, Bruder? Es steht in Sahih Abi Dawud. Kennst du, oder? Abi Dawud 405. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع وترنت زي im Bett. Der sagt, ihr trennt zwischen Männer und zwischen Mädchen und Jungs mit 10, ne? Deine Kinder, du sollst deine Tochter und deinen Mann und deinen Sohn nicht gleich im Zimmer schlafen lassen, wenn sie 10 erreichen. Sahih Abi Dawud 495. Warte, Das dass man ist der Ibn Taymiyyah sagt, Ibn Taymiyyah sagt auch, ja, hier, ich habe Majmu' al-Fatawa. Und, nee, Seite 22, Nummer 50, 51, Majmu' al-Fatawa. Von Ibn Taymiyyah. Wo haben wir nochmal hier? Warte, Bruder, ich kann dir den Link schicken, wenn du willst. Überall finden. Schreib einfach, zeig denen mit 7 und schlag sie mit 10, du wirst es finden, Bruder. Okay. Und trenn sie im Schlafzimmer. Ja, damit hat mein Vater auch noch die Schlägerei ja auch rechtfertigt. Hat. Ne, das war alles okay, was man sagt. Meine Frage, kennst du zum Beispiel Alimor? Adimo, ist das jemanden hier? Auf TikTok, ja. Nicht wirklich, ich habe ihn schon hier ein, zwei Mal gehabt, aber keine Ahnung. Also, Der der war ein ist ja, bisschen weil ich mir, du komisch. zitierst ja immer Hadithe, also ich wollte fragen, so findest du Koraniten auch problematisch? Aber Koraniten, wie sollen sie dann beten? Wie sollen sie fasten? Wie sollen sie wissen, wie sie zu beten haben? Wie sollen sie wissen, wie viel Zakat, wie viel. Man kann nicht ohne Hadith. Du kannst du nicht einfach. Der wird den Koran irgendwann mal schmeißen. Das ist die letzte sozusagen Dings, bevor man den Islam komplett verlässt, wird man Koranit, weil man hofft, dass man einfach die schlimmen Sachen nicht findet. Aber wie gesagt, Kinderheirat ist ja in den Koran, Sklaverei ist ja in den Koran. Wie will er das schönreden? Und außerdem kann er nicht praktizieren. Es gibt nur drei Gebete, die genannt sind im Koran, ne? Nur drei Gebetszeiten sind genannt im Koran. Und wir haben heute 5 plus den Fajr, das ist Nummer 6, plus nach den Isha kannst du noch Schafi und Witr beten, ne? 2 Raka'a für Schafi zu schließen, ne? Wenn du keine Nachtsgebet machen willst. Aber wenn du Qiyam Lail machen willst, dann betest du nicht direkt nach dem Nachtsgebet Isha, sondern wartest du und dann machst du deine wie viel Raka'a du willst machen in der Nacht. Und danach schließt du immer mit diesen 2 Gebete, Schafi Ja, okay, aber du weißt jetzt, warum Koraniten keine Muslime sind, aber findest du die auch problematisch, sag ich mal? Ich weiß nicht, was ist problematisch. Ich meine, wenn die an irgendwas glauben, einfach so, wenn sie nicht frei leben können, wenn sie unbedingt Sklaven vom Allah sein wollen, wenn sie unbedingt als Sklaven leben wollen, was soll ich sagen? Man kann sich auch gehen, aber manche Menschen wollen versklavt werden. Und die wollen Sklaven von Allah und von Saudi-Arabien bleiben. Was soll ich machen? Aber die sollen deren Sachen mit den Sunniten, die sollen mit den Sunniten debattieren und nicht mit den Ungläubigen, weil ich habe kein Problem mit denen. Die haben ein Problem mit den Sunniten. Die Sunniten würden sie ja hinrichten. Ne? Die müssen zum Beispiel zum Al-Azhar gehen, Universität, und diese Leute überzeugen, dass sie der Koran haben. Und wenn sie das akzeptieren, können wir sie gerne debattieren. Aber es gibt, die haben ja auch keine Quellen, die haben nichts. Das ist eine neue Richtung, um einfach
gemacht wird, um einfach Sklaven zu bleiben, aber damit es denen nicht peinlich ist. Ich finde das also wirklich, wie jemand, der die Sklaverei liebt, der das Stockholm-Syndrom hat, der hat Stockholm-Syndrom und wollen unbedingt Sklaven bleiben. Das ist meine einzige Erklärung, sonst keine. Weil die sehen die ganzen schlimmen Sachen und die wollen es nicht wahrhaben. Das ist Stockholm-Syndrom, meiner Meinung nach. Ah, mein Bruder. Erschan, hast du gefragt wegen Alibor? Oder Sheikh? Ah, du. Ja, ich folge auch Alimor. Also Alimor ist sehr speziell, aber sehr offen. Ich schaue sogar gerne seine Videos, weil er widerspricht sogar seinen eigenen Brüdern in gewissen Dingen, weil er einfach sehr, sehr auch ein sehr anständiger Typ ist, sehr realistisch. Und Babu, wenn du ihm begegnen würdest oder er zu Besuch kommen würde, ich bin mir sicher, du hättest kein Problem mit ihm, weil er einfach offen und anständig ist. Aber egal, wo er zu mir zu Besuch kommt, schreibe ich alle Worte Kefir. Ja, ja, ich hatte ihn ein paar Mal. Ja, ich hatte ihn ein paar Mal, ja, zweimal so. Ich dachte, der macht nur Spaß, dass er kein Muslim ist und der macht einfach nur Spaß. Nee, er ist ein Muslim, aber sehr, sehr offen. Ja, ja, okay, kann sich gerne Muslim nennen, wenn er es unbedingt will, wie ich gesagt habe. Ne? Aber es gibt da keinen Grund. Ich wollte auch einfach frei leben. Ich konnte nicht mehr diese Abdullah. Du bist nicht Abdullah, du bist nicht Sklave von Allah, du bist Sklave von Saudi-Arabien. Punkt. Saudi-Arabien baut uns keine Krankenhäuser in Marokko und in den arabischen Ländern. Die baut nur Moscheen. Warum? Warum baut sie keine Krankenhäuser, ne, wenn sie uns was Gutes tun will? Saudi-Arabien. Sie mehr Muslime will. Bitte? Wie kommst du mal auf Saudi-Arabien? Weil das sind die Einzigen, die davon profitieren, wenn man denkt, ne? Wer profitiert von Islam? Die Länder, wo der Islam herrscht, profitiert jetzt Afghanistan von dem Islam? Profitiert jetzt Iran von dem Islam? Profitiert jetzt Jemen von dem Islam? Wer profitiert von dem Islam? Profitiert Marokko von dem Islam? Profitiert Algerien von dem Islam? Nein, nur Saudi-Arabien profitiert. Und deswegen bauen sie auch, damit mehr Leute, damit der Islam sich mehr verbreitet und mehr Menschen an den Hajj denken. Oh, Baitullah, mein Gott, das ist das Haus von Allah, mein Gott, wenn du dort hingehst, weißt du, was für ein Gefühl du bekommst und wie sie das immer so übertreiben und schön machen, damit man unbedingt Lust bekommt auf dieses Maqam Allah. Du willst doch den Graben von Mohammed besuchen, es gibt nichts Schöneres auf die Welt. Und so manipulieren sie die Menschen, Bruder. Das ist eine ganz. Glaubst du, Mohammed würde das gut finden? Wenn er jetzt leben, also wenn er jetzt leben würde. Ich glaube nicht, dass Mohammed ein guter Mensch, was das Mohammed gemacht hat, ist falsch und das ist ja das, was er wollte. Warum sagt er Hajj? Weil die sind zu ihm gekommen nach Mekka, die Leute haben Geschenke gebracht, die haben Hajj war ja nicht so. Ihr müsst verstehen, was Hajj war. Der Hajj, die Leute haben sich da nicht getroffen nur für diesen, nur für Beten und diese Ritualen. Die Leute sind dorthin gegangen, die haben ihre Hajj gemacht, die haben ein paar Sklaven gekauft neben den Kaaba, ne, die haben ihr Hajj. Das hat ja Wirtschaft gut gemacht und das hat ja für ihn auch Handel. Der hat ja davon profitiert, Mohammed. Ne? Was ist ja sein Land? Die Leute kommen bei dir und die wechseln ihre Ware, eine verkauft, eine kauft. Das ist ja einfach Handel. Es war keine Rituation. Papa, ich habe heute sehr viel über dich erfahren. Und der liebe Elschan hat gefragt, der liebe Elschan, mein Erzfeind, hat gefragt, ob du denkst, ob das Mohammed gut finden würde. Ich denke schon, oder? Was wird er gut finden? Natürlich. Ja, das alles so, dass sich der Glaube so verbreitet, dass das sich alles so entwickelt. Er hat dich das, ich glaube, er schon, bin ich richtig? Hast du ihn das gefragt, ob das Mohammed gut finden werde? Ich meine diese saudische Königsfamilie und so, das meine ich. Ja, du kannst ja nicht auf die Königsfamilie beziehen. Er würde sich freuen, auf die Welt. Er würde sich freuen, statt die Familie der Herrscher zu sein, ich glaube. Also der würde gar nicht diese Familie dort lassen, der würde einfach alles übernehmen, wie er gemacht hat mit den anderen Ländern. Und erobern und einfach ja da weiter Geld kassieren. Das war ja auch sein Ziel. Man muss ja auch ein bisschen realistisch sein. Aber er würde sich doch freuen, dass der Glaube verbreitet wird, oder nicht? Ja, ja, natürlich, ja klar. Das ist ja, das heißt ja das, was er wollte. Das,
Also ich meine, Mohammed fand ja auch Kinderheirat gut. Ich meine, das ist nicht gut. Mohammed fand auch Sklaverei gut, ne? Hat Leute beschimpft, die Sklaven den Hadith. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr den Hadith von dem Mann, der 6 Sklaven befreien wollte? Kennst du den Hadith, Elshad? Bruder? Elshad, kennst du den Hadith von... Okay, ich sage dir jetzt die Nummer. Ausnahmsweise. Rajulun. Warte, vielleicht kenne ich es doch. Ist es so, dass ich wollte und dann sagt, jetzt mach frei oder so? Jungs, ich bitte, wollte bitte mich nur verabschieden. Danke. Danke, Segen. Damit ich nicht mehr reinspreche, ich bin unten in den Kommentaren. Danke euch. Danke, Schwester. Okay. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also. Also, dass der Mann einen Mann 6 Sklaven befreien wollte. Ja, Mohammed meinte dann. Oder? Nur 2. Der hat zugelassen, dass nur 2 befreit werden und 4 zurück in die Sklaverei geführt und hat den Mann auch noch am Ende beleidigt. Ne? Also, ein alter Mann war krank, der wäre fast. Also, der war kurz vorm Sterben, ne? Er hat 6 Sklaven befreit. 6 Sklaven befreit. Dann kam Mohammed. Und er hat gesagt, was machst du? Er sagt, ja, ich will die 6 befreien. Er sagte, nein, stopp. Er hat sie durch 3 geteilt, ne? 2, also 3 Gruppen, 2, 2, 2. Und er hat so eine Lose gemacht, er befreit wird wenig. Und er hat dann 2 befreit und 4 zurück in die Sklaverei geschickt. Er sagte, nein, die werden nicht befreit. Und er hat auch noch den Mann beleidigt, weil er sie befreien wollte. Also die Leute, die kommen und sagen, Mohammed war für die Befreiung. Aber warum hat er hier den Mann, warum hat er hier denn nicht zugelassen, dass 6 Sklaven befreit werden? Warum hat er 4? Und stell dir mal vor, mach dich an, du an der Stelle von diesem Sklaven. Ne? Du bist eine Sklave und dein Herr sagt dir, ich werde dich befreien. Komm mit mir zu dem nächsten, der barmherzigste Mensch auf dieser Erde. Ne? Komm mit mir zu dem Prophet von Allah. Und du gehst dorthin und du wirst nicht gewählt, um frei zu werden. Und dieser Prophet von Allah, der Barmherzige, schickt dich zurück in die Sklaverei. Es gibt einen anderen Hadith von Maimuna, die Frau von Mohammed besuchte sie Mohammed. Und sie sagte ihm, hast du nicht gemerkt, dass meine Sklavin nicht da ist? Sie meinte, nee, was ist? Sie sagte ihm, ich habe sie befreit. Und dann hat er gesagt, hast du wirklich? Sie sagte, ja, ich habe sie befreit. Dann hat er gesagt, warum hast du sie nicht deinen Onkels verschenkt? Dann hättest du mehr Belohnung vom Allah bekommen. Also hättest du sie weiter an deine Onkels verschenkt, ne? Damit sie wissen wir auch noch, ne? Misshandeln. Ihr wisst, was ich meine, ne? Nachts, was die mit Sklavinnen machen. Hey, wäre es mehr Belohnung vom Allah, als sie zu befreien? Wenn das hier nicht eine klare Aussage, dass Mohammed gegen Befreiung von Sklaven war, dann weiß ich auch nicht. Es gibt einen anderen Hadith, sahih. Wieder alle diese Hadithe sind sahih, Freunde. Anderen Hadith. Abdul Abiq, la tukhbaru lahu salat hatta yarja' li sahibih. Der Sklave, der Moslem-Sklave, ne, hier in die, weil viele Leute denken, dass wenn man den Islam annimmt, man einfach frei wird von Sklaverei. Das stimmt nicht. Es gibt auch Muslime-Sklaven, auch in Zeit von Mohammed. Ne? Es gibt nicht nur ungläubige Sklaven, weil ungläubige Sklaven darfst du sowieso nicht befreien, ne? Weil die werden dich dann in Zukunft bekämpfen. Du darfst nur muslimische Sklaven befreien, wenn überhaupt, ne? Wenn es überhaupt dazu kommt. Und dann sagte er, ja, die sagt, der abhaut von der Sklaverei, von seinem Master, werden seine Gebete nicht angenommen von Allah, bis er zurückkehrt in die Sklaverei. Also ist er ein Käfer, ein Ungläubiger, bis er zurückkehrt in die Sklaverei. Also ein Mann, der sich die Freiheit erlangen will, der abhauen will für seine Freiheit, ist ein Käfir für Allah, bis er zurückkehrt in die Sklaverei. Wie bescheuert ist das, Leute? Und der soll ein barmherziger Mensch sein? Nein. Ne, also ich kenne eine Sklavin, also ich habe eine kennengelernt sogar aus dem Sudan. Die war ja im Libanon und die wurde da geschlagen. Ja, aber da geht's noch. Die dürfen nicht verkauft. Ich meine, in Mauritanien gibt es noch Sklaven. In Mauritanien werden sie noch verschenkt, werden sie noch weiter geerbt bis heute, weil die Sklavenmärkte wurden erst im 2007 in Mauritanien verboten. Ne? Mekka 1964. Ich schreibe euch hier ein Video von YouTube, Leute, könnt ihr euch später sehen auf YouTube. Da seht ihr, wie Sklavinnen nackt verkauft werden neben den Kaaba. Ne? Neben den Kaaba, wie Frauen nackt verkauft werden in Saudi-Arabien, in Mekka. Market Arabia in 1964, eine Dokumentarfilm hier. Leute, hört auf zu schreiben im Text, nur damit ihr das seht, ne? Damit alle sehen und dann auch gucken, wie die das schreiben sollen auf YouTube und es auch finden können. Hier Slave Market Arabia 1994, sorry, nicht 1600, 1994.
neben den Kaaba stehen nackt, komplett nackte Frauen zum Verkauf und die Männer fassen sie an in den Mund, die gucken ihre Zähne und so. Und es gab ihr Preis. Die Sklavin, die gut singen könnte, die eine schöne Stimme hat, war teurer als eine andere Sklavin, die nicht singen kann. Ne? Die Blonde war teurer als die Dunkelhäutige. Woher hast du das, dass man nur muslimische Sklaven befreien darf? Bruder Ahmed Sikr, es gibt ein Hadith von Mohammed, Sahih auch, wo ein Mann eine Sklavin von ihm befreien will. Ne? Und er kommt zu Mohammed und sagt ihm, diese Sklavin ist gut, die hat mir lange gedient, ich habe sie sehr gut erzogen und so, darf ich sie befreien? Dann hat er gesagt, bring sie zu mir. Und dann hat sie Mohammed gefragt, wo ist Allah? Die sagte ihn in den Himmel. Und die sagte, wer bin ich? Er sagte ihm, du bist der Prophet von Allah. Und die sagte, ja, sie ist gläubig, du darfst sie befreien. Und auch wenn du in den Fiqh liest, ne, in den ganzen Gesetzen, ist es immer Atqu Raqabatin Mu'mina, Befreiung von einem gläubigen, also eine gläubige Sklave, nicht? Also es steht immer Befreiung von gläubigen Sklaven. Ne, auch in den Gesetzen von Islam. Was Befreiung von Sklaven angeht, du lernst das. Dieser Hadith bedeutet ja auch, dass wenn sie nicht Muslima wäre, hätte er sie ja nicht befreit. Weil warum fragt er sie, wenn es irrelevant ist? Ja, ich mache hier die ganze Nacht Fatwas, Leute, oder was soll das? Ich glaube, ich sollte lieber eine Turban tragen, ne? Eine lange Bart, ne? Ich mache meine Schnurrbart weg und gebe Fatwas. Ich würde mehr Geld machen, glaub mir, ich würde riesig Geld, mehr als alle Imame hier auf TikTok und auch auf die, den Straßen. Ich gehe in eine Moschee und gebe dann Fatwas und kläre die Muslime den richtigen Islam. Ich würde konkurrieren mit wie heißt er, Vogel, Pierre Vogel. Ja, Pierre Vogel. Der hat auch einen Vogel, ja. Ja, aber der, ich glaube, die wird bezahlt. Warum soll er sowas machen? Ich bitte dich. Viele Leute wissen nicht. Die Imame verdienen auch viel Geld, deswegen sagen sie nichts und versuchen zu täuschen, weil die leben davon. Wie ich immer sage, du kannst nicht einen Drogendealer fragen, ob Drogen gesund sind oder nicht. Der wird dir nie sagen, nein, die sind nicht gesund, weil das seine Ware ist. Genauso, der Islam ist die Ware von den Hodja und von den Imamen. Das ist deren Ware. Die haben nur das gelernt. Wo sollen sie leben? Glaubst du, der wird das lassen, dass kommt, der wird arbeiten gehen und schwitzen dafür? Der ist doch nicht bescheuert, wenn einfach irgendwelche dumme Leute ihm Geld geben. Warum soll er arbeiten gehen? Macht doch keinen Sinn. Warum soll irgendeine. Und warum gehen nicht die Imame als Erste in den Dschihad? Warum schicken sie nur irgendwelche junge Leute? Warum gehen sie nicht selbst in den Dschihad, die ganzen Imame? Wenn es für Allah ist, in der Dschihad, du musst das machen. Der Dschihad ist bis am Ende der Welt gültig. Oh, danke, Ivi, sehr nett. Danke für das Herz. Ne? Warum gehen sie nicht als Erste? Weil die wissen, dass es eine Lüge ist. Die wollen nur davon leben. Die wollen nur davon leben. Das ist normal, Mann. Glaubst du, morgen aufhören zum Beispiel und gehen auf eine Baustelle arbeiten oder eine Männerarbeit machen? Nein. Warum? Wenn er schlafen kann und Geld verdienen kann. Man muss halt einfach kritisch denken. Es gibt ja auch den Hadith, dass warum? Die meisten immer auch in die Hölle kommen sollen. Sogar die Freunde von Mohammed, Ahadith al-Haud von Bukhari, im Buch von Bukhari, Ahadith al-Haud, die Hadith von den Brunnen. Kennst du El-Shan? Sag Hadith, wie heißen die Hadith von Brunnen? Brunnen, das heißt doch da, wo die Wasser rauskommt, Brunnen. Und da sagt Mohammed, ich war vor dem Paradies und dann kam ein Engel. Ich erzähle alles, wurde nur vom Gedächtnis, du weißt, ich habe keine Bücher hier, nichts. Ich habe, wie gesagt, nichts mehr gelesen, schon seit Jahren. Aber ich habe immer noch, also ich habe nur die Sahih im Kopf, nur die Sahih. Also ich benutze nie einen Hadith Daif. Oder macht Maudur oder was auch immer. Kam ein Engel, dann hat er die meisten genommen und nur drei bei mir gelassen. Und dann hat ihn gefragt, Mohammed, warum hast du meine Freunde? Das sind die Sahaba, Elshad, das sind die Sahaba, also die besten Freunde von Mohammed, die, weil Mohammed hat denen ja auch den Himmel versprochen. Nun will Jannah, zählen die in den Paradies 100% gehen, der hat es für den verkauft hier auf der Erde. Und dann sagt er, da sind drei geblieben und der hat ihm gesagt, warum? Der sagte, die haben den Islam nach dir verlassen. Also die sind dir hintergangen. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, irgendwie 99 von 100 Sahaba oder so kommen in die Hölle. Von meinem. Ich weiß nicht, wo man. Dass die Juden sich in 73 oder in 72 geteilt haben, ne?
und meine Oma und mein Volk werden sich in sieben Teilen, 69 gehen in die Hölle, also 69 Glaubensrichtung. Verstehst du zum Beispiel Schiiten, Sunniten, Ahmadiyya, Al-Mu'azila und diese ganzen Sachen, ne? Also, ich sage, der Islam will sich in mehrere Gruppen verteilen und 69 landen in die Hölle, außer eine wird in den Paradies kommen. Eine von diesen ganzen Glaubensrichtungen. Und jeder sagt heute, ich bin diese richtige Glaube. Also, das ist ja verrückt. Aber das Ding ist, bei diesen Hadithen, man weiß eh nicht, was da stimmt und was nicht. Das wurde ja 300 Jahre später geschrieben. Okay, aber man kann nur beim Koran 100% sagen, dass das stimmt. Nicht mal das. Wir haben verschiedene Korane heute, Bruder. Wir haben nicht nur einen Koran. Wir haben sieben offizielle Lesungen, also Korane. Und die sind unterschiedlich da drin. Den Inhalt. Ich habe einen Freund in Marokko, das erzähle ich oft, ne? Ein guter Freund von mir, der debattiert auch auf Marokkanisch mit den Gelehrten von Marokko und so, die Russland Telefon debattiert. Und der hat in einem Dorf gelernt, der Imam von dieser Stadt hatte einen sehr alten Koran aus Saudi-Arabien, Hafs. In Marokko, wir haben Warsch. Und der war auch Hafiz, ne? Der kannte den ganzen Koran schon mit 9 auswendig. Und es gab so einen Abend, ne, wo die Muslime sich zusammentun, ne? Nur Männer natürlich, die machen Essen und da wird dicker gemacht, wir lesen den Koran, wir machen Salatu ala Nabi, ne? Wir machen so, segnen und so Sachen, beten und so Sachen. Und die Leute haben gesagt, okay, der wird für euch den Koran, mashallah, ein junger Mann, der kennt den Koran auswendig und so. Und der hat angefangen zu rezitieren. Die Leute haben angefangen zu lachen. Manche haben gesagt, Astaghfirullah al-Azim, was erzählt er da, das haben wir noch nie gehört. Die haben den Koran nicht erkannt. Es wurde ihm unangenehm, der arme Junge. Stellt euch mal vor, du bist 9 Jahre alt und du bist dir sicher, dass du richtig alles rezitierst. Und die Leute zweifeln an dir. Und er hat das nicht verstanden. Erst Jahre danach hat er verstanden, dass er den falschen Koran gelernt hat. Also den Koran. Wie alt war Babu? Wie alt? 9, der war 9. So 8, 9 damals, ja. Und die meisten nehmen doch so 99%. Hafs, ja, 95% haben Hafs, ja, viele. Ja. Und zum Beispiel, du darfst den Koran von Hafs nicht nach Marokko nehmen. Du kannst nicht den Koran mit nach links nehmen. Und Hafs, dieser Hafs erstmal, Matruk al-Hadith. Keiner nimmt den Hadith von Hafs, der ist eine Lügner. Und die nimmt 99% oder 95% nehmen seinen Koran. Das ist doch bescheuert. Hafs Matruk al-Hadith, das ist ohne Zweifel. Keiner nimmt irgendeinen Hadith von Hafs, weil er ein Lügner ist. Aber die haben den ganzen Koran von ihm genommen. Ja, aber Wahnsinn. Guck mal, entscheidet, was Sahih ist und was Daif, das sind auch nur Menschen. Nein, das hat zum Beispiel Moslem, sein Buch wurde, wie sagt man, ne, der ist raus. Also das Buch, die Leute haben sein Buch veröffentlicht ohne seine Erlaubnis. Und dann hat er einen Skandal gemacht, sagt, nein, wenn ihr es veröffentlichen wollt, ich muss wissen, schreiben, welche Sahih und so, nur die Sahih. Und Moslem ist jetzt der Bukhari. Ne? Ich weiß nicht, ob du das weißt. Moslem ist der Schüler von Bukhari. Der hat bei Bukhari gelernt. Und Moslem und Bukhari haben Debatten geführt über ob diese Person wirklich geht, also über Senedul Metten, verstehst du? Die haben wirklich diese Überlieferungskette, die haben darüber debattiert, die beiden, Moslem und Bukhari. Also es war ja keine einfache Arbeit, das ist eine riesen Arbeit, die sie gemacht haben. Ne? Und als Sunnit, wenn du... Das ist Al-Bukhari, oder? Wo man ja auch... Ja, Bukhari war... Muslim hat bei Bukhari gelernt. Ne? Ja, und die haben wirklich debattiert und die Sunniten sagen, wenn du nicht an den Hadith glaubst, das ist Kufr und Sarih. Das ist eine klare Kufr, das ist eine klare Aussage, dass du nicht mehr gläubig bist. Und du hast 3 Tage, die sich anders zu überlegen, sonst wirst du hingerichtet. Aber und es gibt andere Hadith. Das ist doch egal. Bukhari hat doch, glaube ich, selber gesagt, dass die meisten Hadith erfunden sind. Nein, wo hat denn dieser Moslem gelernt? Bei Bukhari. Ah, nicht Bukhari von ihm, sondern umgekehrt. Nein, ja. Bukhari hat doch die meisten Hadithe, die allermeisten hatte als falsch eingestellt. Von wem hat Bukhari gelernt? Sorry.
Ich möchte Von das ein Leuten, bisschen verstehen. der ist gefahren, der ist gefahren, hat von Leuten gehört. Wo habt ihr das gehört? Der dann überprüft, haben die Menschen überhaupt in der Zeit von Mohammed gelebt, die das erzählt haben? Und das muss eine Gruppe erzählen über eine Gruppe, also fünf Leute zum Beispiel oder sechs Leute, muss eine an sechs Leute erzählen. Und das musste er in verschiedene Städte finden, um als glaubwürdig zu machen. Ne? Weißt du, ungefähr, in welchem Jahr das war? Ungefähr? Das war 200 Jahre nach Mohammeds Tod. Ah, okay. Bukhari okay, ich geh jetzt zurück. Der hat gar kein Auto zu bestimmen, was nicht. Ich will dir antworten. Ja, sorry, Bruder, ich will dir antworten. Bukhari hat 600.000 Hadithe bis 700.000 Hadithe gesammelt. Davon sind 6.000 bis 7.000 wahr geblieben. Ne? Also der hat wirklich alles rausgefiltert und nur die Sahih gelassen. Außerdem, es gibt ein Hadith Sahih von Muhammad, wo der sagt, man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar, wer irgendwas über mich erzählt, was ich nicht gesagt habe, Hölle schon vorbereitet. Verstehst du? Also die dürfen nicht ihnen sagen, was er nicht gesagt hat. Und die Hadithe, als Sunnit muss man die Hadith annehmen, also den Koran, den Hadith annehmen, den Ijma' und Al-Qiyas. Ne? Al-Ijma' ist die Einigung. Wenn alle Gelehrte zum Beispiel über Kinder, dass alle Gelehrte über die Geschichte, alle, Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, Tabari, Al-Qurtubi, alle, Jalalain, Al-Baghawi, dass alle Gelehrte sich einig sind, dass es erlaubt ist, kleine Kinder zu heiraten. Verstehst du, da gibt es ein Ijma'. Das darf ein Muslim das nicht widersprechen. Weil, la ijtihada ma'annas machen, wenn du einen Text, einen klaren Ijma hast, einen klaren Text, ne, darfst du da nicht, du hast keinen Spielraum da. Da darfst du gar nicht anfassen, wenn es Ijma gibt. Deine Meinung oder deine Dings, auch wenn du jetzt ein Gelehrter bist von dieser Zeit, zählt nicht. La ijtihada ma'a an-nas ist ein Gesetz, ein islamisches Gesetz. Und eine andere Sache. Ich will den Faden nicht verlieren. Ja, aber wenn und Qiyas, ich erkläre dir, was Qiyas ist, und Bruder, dann kannst du reden, ganz kurz. Qiyas zum Beispiel, Drogen gab es nicht in der Zeit von Mohammed, ne? Es gab nicht Marihuana, es gab nicht LSD, es gab nicht diesen Sachen. Alkohol wurde verboten. Also wir machen ein Qiyas auf Alkohol mit den Drogen und verbieten auch die Drogen. Also verstehst du zum Beispiel, Alkohol ist verboten, okay, Al-Qiyas heißt, okay, weil Alkohol den Kopf zum Drehen bringt und so, diesen Rausch macht, und Drogen heißt, okay, Drogen sind auch verboten, das heißt Al-Qiyas. Du bist auch gezwungen, diesen Qiyas zu nehmen als Sunnit. Also das sind die vier Säulen, die Sunniten zu respektieren haben in den sunnitischen Glauben. Du kannst sprechen, Bruder, bitte. Guck mal, du kennst doch diesen, du hast ja gerade selber gesagt, es gibt diesen Hadith, wo Mohammed sagt, die Leute werden den gleichen Weg wie die Juden gehen. Und es gibt ja auch diesen Koranvers, die Juden haben sich die Gelehrten zu Göttern gemacht, oder? Guck mal, das Gleiche passiert doch jetzt auch. Die Leute haben aus Islam gemacht, was sie wollen, nach ihren eigenen Gelüsten. Aber das heißt ja nicht, dass das auch wirklich der Islam ist, den Mohammed gepredigt hat. Ja, aber da müssen wir auch den Koran in den Müll schmeißen. Wieso? Sonst den Koran erklären. Das sind die Leute, die mit Mohammed geredet haben. Nicht irgendwelche Leute, die hunderte von Jahren danach kamen. Verstehst du? Also, ja, gar kein Zeit. Die einzigen Quellen, die wir haben, sind diese Quellen. Wir haben keine anderen Quellen außer das. Verstehst du? Du hättest sonst nichts aus. Dann weißt du nicht, wie du beten willst. Und Muhammad hat gesagt in seinem Hadith Sahih, betet, wie ihr gesehen habt, wie ich bete. Also betet genauso, wie ihr gesehen habt, dass ich gebetet habe. Wer soll nichts sagen, außer diese Leute? Die haben doch mit ihm gelebt. Das sind die Sahaba und die Tabi'in und Salih. Verstehst du? Papa, ich habe auch eine Frage. Ja. Und der hat aber auch gesagt, ein Hadith Sahih, und der hat auch ein Hadith Sahih gesagt, erzählt. Aber die haben aber trotzdem geschrieben. Es gibt so viele Widersprüche. Es gibt zum Beispiel ein Hadith, der sagt, Allah gibt mir Essen und ich nicht durstig, also ohne zu essen und zu trinken, habe ich keinen Hunger, keinen Durst, das macht Allah. Und einen anderen Hadith, auch sahih, dass der Prophet gewickelt hat und gebunden hat, weil er so viel Hunger hat. Gell? Es gibt so viele verrückte Sachen. Was willst du sagen? Ja. Natürlich gibt es Widersprüche in den Hadithen, weil viele, die auch Sahih eingestuft sind, sind trotzdem. Aber auch in den Koran. Aber auch in den Koran hast du die Widersprüche, Bruder. Auch in den Koran. Sie sagen, ja, Jadilum will es die Ahsan, also rede mit denen mit Respekt.
Und danach sagt er, ihr schlachtet sie. Also, was willst du folgen? Ohne Tafsir, ohne Hadith hast du keine Chance. Siehst du? Sag mal bitte. Auch diese Abrogation. Ja, Bruder? Ich habe dich nicht gehört. Man hört dich gerade irgendwie nicht so gut, glaube ich. Kannst du noch mal den Widerspruch im Koran sagen? Ja, du, Babu, du unterbrichst. Hört sie mich jetzt? Ja. Ja, also ich gehe jetzt auch rum. Zum Beispiel sagt er dir, Jadilum billati ahsan. Ja, also diskutiere mit denen mit Liebe und so. Auch lakum dinukum waliyadin. Ihr habt eure Religion, ich habe meine Religion. Ne, so friedliche Versen. Und danach hast du ja Versen, wo er sagt, ihr schlachtet alle Ungläubige. Verstehst du? Es ist ja volle Sprechungen. Babu, aber darf ich dir eine Frage stellen? Ja, 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 Ivi. Also du hast an den Koran geglaubt, an die Hadithe, ja. An die Bukhari auch oder nicht? Weil du sprichst... Der muss man natürlich, Bukhari, Muslim, alles, muss man glauben. Oh, ah, okay, dann hast du alles gehört. Also ich mache in 2 Minuten, ich mache in 2 Minuten Schluss, weil wir sind wieder 12,5 Stunden, ich müsste mich auch ausruhen, Leute, für heute Abend wieder, wenn ihr... Bin ich wieder da und wir können auch länger... Ja, hallo, seit ich gekommen bin, sind wieder 20 Leute reingekommen, also bitte. Spaß. Ja, aber ich bin schon fit und fertig. Also ich war auch, wenn die Leute kommen, aber ich muss auch an meine Gesundheit denken. Und manchmal, ich habe ja auch geschrien, habe debattiert. Du musst auch keine 2 Minuten machen, mach sofort aus. Ist okay. Ich kann dich 100% verstehen. Wenn ich 10 Stunden mit Ivi live wäre, ich würde sofort schlafen gehen wollen. Ja, Elshan, darum bist du mir so gefolgt. Die ist gar nicht so oft da, Ivi, die kommt selten, nur wenn sie Zeit hat. Sie hat auch ihre Kinder, sie hat auch ihre Verantwortung. Also es ist schön, sie auch ab und zu mal zu sehen. Danke, Babu, sorry, ich habe heute ein bisschen mehr gesprochen. Es tut mir leid. Alles gut, Schwester, alles gut, alles gut. Ich bin daran gewöhnt, wie gesagt, wenn ich komme, dann bin ich dir loyal, dann bin ich von alles Anfang weiß ich, Schwester, doch, weiß ich. Nee, alles gut, ey, du musst gehen auf der anderen App, ne, auf der arabische App, wir sind da 24 Stunden, 7 Tage die Woche live, ne, da sieht so leicht gar nicht aus. Und da sind da, ja, wirklich, ohne anzugeben, ich bin der beste Moderator. Doch wenn ich da bin, sagen die alle, nein, lass Babu moderieren. Aber woher die Nerven? Ja, das lernt man halt mit der Zeit. Aber weil ich ja auch die Religion verlassen habe und auch diese Leute verstehe, ich habe ja auch das Gleiche erlebt, versteht ihr? Und ich habe mir auch alle diese Fragen, die sich einen Muslim stellt, ne, oder diese ganzen Zweifel kenne ich. Ich habe das alles erlebt und ich habe es auch erlebt mit Menschen, die sind zu uns gekommen, die haben gefragt und die kennen. Ich kenne die auch, verstehen, weil ich hatte die gleiche Erlebnis. Verstehst du? Ich bin auch da durchgegangen, bevor ich da verlassen habe. Und ich habe auch Verständnis. Und deswegen teile ich gerne mein Wissen mit, wenn ich weiß, dass die Welt schöner wird und ruhiger wird und dass wir hier wirklich in Frieden leben können und einander lieben können. Und ich mache das gerne. Weil ich werde auch davon profitieren. Unsere Kinder werden auch davon profitieren. Wir machen auch diese schöne Welt für unsere Kinder. Was für eine Welt wollen wir unsere Kinder lassen? In welcher Welt wollen wir, dass unsere Kinder aufwachsen? In einer Welt voller Krieger, die Religionen sich miteinander streiten, wo eine denkt, dass er die Menschen versklaven kann. Wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die Kinder eine schöne Welt finden, wenn sie aufwachsen. Das ist das Wichtigste, was wir hinterlassen. Babu, darf ich dir etwas sagen? Abgesehen von der Letzte Religion? Frage, ja. Abgesehen von der Religion? Ja, wenn es nicht persönlich ist, weil du weißt. Nee. Persönlich ist, weil du weißt, ich muss nicht verstehen. Nee. Sondern diese Entwicklung, die du durch die Religion durchgemacht hast, das kann man ja auch privat durchmachen. Verstehst du? Durch die Liebe, durch die Familie, durch eine gewisse Enttäuschung oder so. Und ja, ich finde dich. Was das alles angeht, also ich spreche ja nicht das erste Mal heute mit dir. Ja. Ich schätze dich extrem. Weil durch deine Aussagen, das geht über die Religion. Das geht weiter. Dankeschön. Danke. Ja, wie gesagt, gerne.
Das funktioniert gerne. Das ist das, aber nett, sehr nett von dir, Schwester, dass viele Leute erkennen das. Und ich mag es nur nicht, wenn die Leute glauben, dass ich hetze oder lüge, weil ich lüge nicht. Wie gesagt, wenn man nach einer Quelle fragt, suche ich es auch, obwohl ich hier nicht die Bücher habe, ne, aber auf Arabisch ist es einfacher zu finden, dann suche ich es auch und gebe mir auch die Mühe. Aber wenn jemand mich einfach als Lügner bezeichnen will oder einfach beleidigen, das macht mich ein bisschen traurig, ne? Muschik von Mekka. Ja, keiner darf keine Muschik besuchen. Ja, der hat doch gesagt, Mohammed hat gesagt, echrejo, die alle raus. Als er am Sterben lag, hat er gesagt, schmeiß sie alle raus. Keine Fragen mehr, lass mich jetzt gehen. Danke, Freunde, an die Nee, 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 130.000 nee, ignoriere diese Menschen, bitte, bitte. Ich wollte mich bedanken. Danke für die Danke 130.000 auch. Likes, Freunde. Ich danke euch, es ist wirklich Danke wunderschön mit nochmal, euch. Wieder tschüss. eine. Danke dir, Schwester. Ich unten mache ich auch gleich zu. Elshan, Bruder, ich danke dir. Ich weiß nicht, ob du jetzt schlafen gehst oder erst wach bist. Falls du jetzt schlafen gehst, gute Nacht. Ja. Ja, laufen. Okay, Nacht. Gute Nacht, Bruder. Ich schicke dich runter. Ich danke euch, Freunde. Die ihr mir immer sagt, auch privat schreiben, bedanke ich mich auch bei euch. Schreibt mir schöne Sachen privat, wirklich, ich mag euch alle. Es war wirklich eine schöne Nacht wieder mit euch. Danke, ja, danke für diese schöne Zeit, Freunde. Ich danke euch. Schneemann bauen, viel Spaß, Ivi. Ich danke euch, Freunde. Tschüss. Und schlaft gut oder guten Morgen, dann für die, die. Ganz viel Liebe von mir. Tschüss.